Du fragst mich, was ich unter Basic Ausreizen verstehe. Du gehst jetzt einmal davon aus, ich symbolisiere mit Basic Logik in Bezug auf ein Betriebssystem das Wissen deiner Menschheit. Das heißt, du denkst jetzt eine Menschheit aus und du denkst dir diesbezüglich menschliche Köpfe, Kisten, wo du dir Wissen reindenkst. Verschiedene Fachgebiete, religiös wissende Menschen über Esoterik, das komplette Wissen ausgedachten Menschen mit all den ganzen Vorstellungen, wie Welt funktioniert, was Welt ist, wo man herkommt, was man selbst ist. Das ist ja Wissen. Ich bin ein Trockenmausenaffe, ich wurde von meiner Mutter geboren, ich befinde mich auf einer Kugel, die sich um die Sonne herumdreht. Vor ein paar hundert Jahren haben die Menschen geglaubt, dass sie noch auf einer Scheibe sind. Das ist ja alles Wissen. Das nennt man Konstrukt. Logik. Das ist ein Konstrukt, aber das ist Basic-Logik. Und ich benutze dieses Beispiel mit der Basic-Logik. Aufgrund dessen, dass ich sage, wenn du dich jetzt ganz normal mit Computertechnik auskennst, du weißt, was ein Computer kann, was er auf dem Bildschirm zaubern kann, wenn er mit Basic-Betriebssystem arbeitet, und du weißt, was er auf einem Bildschirm zaubern kann oder sogar auf eine VR-Brille zaubern kann, wenn er mit Windows arbeitet. Und ich reduziere jetzt immer ganz bewusst, dass das komplette Wissen deiner Menschheit ist praktisch Betriebssystem Basic. Bilder waren natürlich erzeugt durch Programme und Daten, aber egal welche Basic-Programme du laufen hast, es bleibt letztendlich Konstrukte, die mit Basic erzeugt werden. Und jetzt ist es ja so, und es erfordert jetzt Demut, dass diese gigantische Welt, die du Geist in dir aufwerfen kannst, an Möglichkeiten, ich sage jetzt bloß, jetzt bewusst als Avatar in deinem Traum, du spielst ja eine Rolle in deinem Traum, du erlebst dich ja als ein Mensch, jetzt normal gesprochen, sprich als ein menschlicher Körper, der in der Lage ist, sich die Welt anzuschauen. Bis unendlich vielen Bilder, Vorstellungen an Flora und Fauna, an Landschaften, an Geschichten, das sind ja auch wieder Komplexe. All das wird erzeugt von Basic. Das musst du dir jetzt vorstellen. Dann muss dir klar sein, dass du prinzipiell Windows dir nicht im geringsten vorstellen kann. Es ist eine komplett andere Ebene. Wir haben immer diese Ebenenwechsel und das ist jetzt in einem gewissen Maß, wenn ich eine einfache Metapher nehme, das ist wie wenn ich jetzt so sage, Basic ist ein Säugling. Genau genommen ist es eigentlich noch ein Fetus in der Matrix. Und die Welt, wenn du dann dich abnabelst und in die Welt kommst, dann bist du jetzt eigentlich in dieser Traumwelt mit diesen ganzen Bildern. Aber da haben wir ja wieder unsere Wachstumsstufen, dass ein Säugling oder ein Dreijähriger komplett andere Weltwahrnehmung hat mit seinem Wissen, mit seinem Intellekt. Ich sage mal, wenn du auf der Seite 3 bist, hast du ja schon Informationen. Mit 3,5 hast du Kinder. Mit 3,5 können die schon 4 ganz schön dich zusappern, aber natürlich mit einem sehr, sehr begrenzten Wortschatz. Und jetzt ist es also so, dass ich hier dir klar machen will, dass wenn du mit Windows arbeitest, wenn du mit Holofeeling arbeitest, dass du in einen Bereich der Wahrnehmung kommst, der nicht im geringsten vorstellbar ist mit Basic. Das ist ja immer, ich kann auch sagen, dein kompletter Intellekt der Menschheit, das komplette Wissen der Menschheit, das sind ja Daten und das sind Verknüpfungssysteme, das sind Regeln. Man muss immer unterscheiden, ein Programm als Ding an sich besteht in der Regel zuerst einmal aus einem Verknüpfungssystem, einer gewissen Logik und er besteht aus Daten des Programms. Wenn du jetzt zum Beispiel hier dir ein Programm auflädst mit einem Wörterbuch, wir sagen einfach mal unseren Gematrie-Explorer. Das ist ein relativ einfaches Programm, was die Verknüpfungen, wenn du jetzt suche deutsche Begriffe, suche das, suche dann alle Wörter, wo das Wort Schiff vorkommt und so weiter und so fort, das sind die Regeln. Aber es ist ein Riesenberg an Daten, an Worten und Übersetzungen, die drin sind. Wir kombinieren dann bloß mit dem Programm, mit den Verknüpfungsregeln, bringen wir das anders zur Darstellung. Ich kann auch sagen, früher, wenn du jetzt zum Beispiel ein Lexikon als Programm, jetzt haben wir Internet, das benutzt ja keiner mehr, du musst wissen, wie ich angefangen habe mit dem Computer, ich rede jetzt raumzeitlich, hat es ja praktisch noch kein Internet gegeben, dann hat es aber schon DVDs gegeben mit gewissen Lexikas drauf. Wenn du dieses Lexikon als Programm reinbauen hast, dann hast du eine relativ einfache Verknüpfungsregel, aber relativ viele Daten. Dann gibt es wieder Programme, die als Ding an sich relativ wenig Daten haben, aber unheimlich komplexe Verknüpfungsregeln. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn du ein Schreibprogramm drauf hast. Bleiben wir mal ganz einfach bei Windows Editor. Das ist ein ganz simples Schreibprogramm Windows und PDF ist natürlich extrem komplex mit den Möglichkeiten wieder, aber die Daten als Ding an sich sind minimal. Weil die Daten gibst du ja ein. Du hast bloß einen riesen Komplex von Verknüpfungsregeln und die Daten musst du dann erst eingeben und die werden dann irgendwie verknüpft mit dem Programm.
Merkst du, man nimmt wieder diese vielen Sachen. Ja. Und ich bin jetzt deshalb so genau, dass dir klar ist, dass die Möglichkeiten von Basic und unserer Ausgangsbasis war, was verstehe ich als Udo jetzt, wenn ich dir das erkläre, unter wir reizen Basic aus. Dass du von den Möglichkeiten im Wissen an der Menschheit, was ich mit Basic symbolisiere, was da prinzipiell Programme laufen können, weißt du mit deinem jetzigen Intellekt so gut wie überhaupt nichts. Weil du jetzt den Fehler machst, dass du dir immer Kisten ausdenkst von Fachleuten und du denkst dir, ich denke mir jetzt einen Physiker aus, der hat viel Ahnung von Physik, dann denke ich mir einen Arzt aus, der hat viel Ahnung von Medizin, dann denke ich mir einen Chemiker aus und so weiter und so weiter. Die haben ja aber dann die Ahnung, weil du dir das denkst, aber es ist nicht etwas, was du direkt greifen kannst. Du fängst dann zwangsläufig wieder an, geistlos zu rezitieren. Und das Basic Ausreißen ist, dass ich sage, alles, was ich mit Holofeeling erkläre, das heißt, wenn ich mit einem Basic, einem Computer kommuniziere, der mit Basic arbeitet, muss ich Basic reden. Darum sind es immer Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen, was ich erkläre. Aber das schöne Beispiel ist wirklich, und muss ich jetzt den Geistesfunken, den ich das jetzt sage, wenn das Thomas-Programm in dir läuft, muss ich nicht darauf eingehen, ich könnte jetzt einige andere Namen nennen, das sind ja nur gewisse Komplexitäten, wie weit du von Holofeeling jetzt, von dem jetzigen Basic-kompatiblen Holofeeling was verstanden hast, was passiert mit Worten, wenn du anfängst, dich da genauer damit zu beschäftigen. Und es ist wirklich so, dass wenn du diese Rot-Blau-Lesung vollkommen in ihrem Sinn, in ihrer Sinngebung durchschaut hast, du kannst die hebräische Bibel, obwohl du kein Wort Hebräisch sprichst. Ich sage, du musst nicht Ivri lernen, du kannst die Fliesen lesen. Dann wirst du zwar in deinem Kopf, wenn du das jetzt mit dem System umsetzt, andere deutsche Worte sprechen, wie wenn du das jetzt nochmal die klassische Übersetzung anschaust, aber du hast den absoluten Kontext von dem, was das wirklich bedeutet. Und dann wiederholen sich eigentlich nur Phrasen, die mit Perspektiven eigentlich immer wieder dasselbe sind. Klingt jetzt unglaublich, ist aber so. Aber der Witz ist, du kannst dann auch physikalische Formeln lesen. Weil das wirklich im Namen, im Anfang sind diese Zeichen. Es ist ein vollkommen anderes System. Und Neugier zeigt Geist. Ich betone immer wieder, wenn du jetzt als Bild in der Brüssel bist und du unterhältst dich mit anderen Menschen, das ist ja nur Kommunikation von Programm zu Programm, weil der Mensch, der blaue Mensch, ist ja unsere KI. Das heißt, ein reines Konstrukt wäre ein Interpretationssystem. Ich vereinfache das immer, dass ich sage, das ist ein Lebensbuch, der Intellekt Denken benutzt. Und du kannst natürlich nur jetzt wieder mit einem kommunizieren auf der Brösel-Ebene, der mit derselben Logik arbeitet. Das heißt, du wirst jetzt rein verbal Schwierigkeiten haben, dich mit einem Chinesen zu unterhalten, der kein Deutsch kann. Oder mit einem Türken. Das sind eigentlich immer wieder nur, ich könnte jetzt sagen, es ist alles basic. Weil die chinesische Sprache, die türkische Sprache, die deutsche Sprache, jetzt Blaudeutsch meine ich, nicht das Deutsch-Deutsch, ist ja Vordersprache, ist ja im Prinzip nochmal eine Stufe drüber, wo alles verknüpft wird, ist nicht kompatibel. Und genauso ist es, ich kann zwei verschiedene Basic-Programme schreiben, die zwar mit dem Betriebssystem Basic arbeiten, aber von der Strukturgebung her. Ich mache es einmal einfacher. Ich springe auf Windows, dann leuchtet dir das ein, wenn ich immer sage, mir nimm mal zwei verschiedene Textverarbeitungsprogramme. Du schreibst was in PDF und du schreibst etwas in Word. Du kriegst zwar denselben Ausdruck, aber die Datei als Ding an sich betrachtet, die Bündchen, Strichchen auf der DVD sind komplett anders. Es ist, wenn du einen gemeinsamen Parameter hast, auch wenn was unterschiedlich ist, kann man das immer umrechnen. Darum kann man ja PDF in Datei umrechnen oder Daten kann man im PDF umrechnen. Und genauso, das nennst du in der Sprache übersetzen. Du kannst Deutsch in Türkisch übersetzen und Türkisch in Deutsch. Aber das funktioniert nur oberflächlich betrachtet, weil jede Sprache Feinheiten hat, wo andere Sprachen das gar nicht so genau ausdrücken können. Jetzt geht es aber nicht, ob das genauer besser ist. Da haben wir auch wieder zwei Seiten. Genau genommen sind es immer 16 Seiten, wenn du wirklich genau weißt, das ist mein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, ich mache bloß den PDF auf, den Editor, das ist ein ganz einfaches Schreibprogramm, wo du keine Schriftart oder so groß einstellen kannst, da geht es wirklich nur um die Zeichenstruktur und wenn ich jetzt zum Beispiel hier für unseren Chat was schreibe, das schreibe ich nur im Editor, weil ich kann ja eh keine Farben einstellen, in den Chat reinstellen.
Und das ist auch oft vom Vorteil, wenn du was rauskopierst und du übernimmst es in ein Dokument, das kann man natürlich einstellen und du willst die Links nicht haben, dass die alle mit drin sind. Dann stellst du das erst in den Editor rein, dann siehst du, dass alle diese Sonderfunktionen im Hintergrund sind alle weg, weil der Editor das nicht kann. Die Kompatibilität, ich bin jetzt wieder sehr genau geworden. Wen es interessiert, den interessiert es. Habe ich zwar schon oft erzählt. Es hackt ein bisschen ab, ne? Ich sage immer wieder, ich habe das gerade schon gemerkt, dann habe ich geschaut, wie deine Geschwindigkeit ist. Die Kompatibilität in der Kommunikation muss gegeben sein. Das heißt immer, die Redundanz in der Nachrichtenübermittlung ist es ja so, dass wenn ich dir jetzt was mitteilen will und das Signal wird schwächer, wenn es jetzt zum Beispiel abhält. Das ist immer eine gewisse Redundanz. Wir können uns so lange unterhalten, solange du den Sinn, den ich dir mitteile, noch verstehst, auch wenn das abhackt. Und wenn die ursprüngliche einfache Botschaft, wenn die nicht mehr erkennbar ist, dann macht auch eine Übertragung keinen Sinn. Und darum bin ich gezwungen, praktisch in Basic-Logik mit dir zu reden, diese Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Was aber nicht heißt, dass es schlecht ist, sondern es ist eben genau und gerade, wo ich immer wieder darauf hinweise, die einfachen Sätze, die ich gebetsmannhaft wiederhole, wo es auch nichts zu diskutieren gibt, in dem Moment, wo er diskutieren will, hat er schon ein riesengroßes Problem. Weil er will das nicht wahrhaben, was offensichtlich ist. Jetzt haben wir natürlich bei dem Offensichtlichsein zwei Seiten. Das ist, wenn ich zum Beispiel sage, es ist hundertprozentig sicher, dass dein Körper nicht existiert, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Für dich natürlich. Es kann im selben Moment einen an den Thomas denken, das ist aber ein anderer Traum. Aber das ist ja nicht offensichtlich, sondern das genaue Gegenteil davon, wenn du an was nicht denkst, existiert es ja nicht. Weil du nur das siehst, was hier und jetzt in dir als Information existierend ist. Und alles Leid, das du Geist, und ich unterhalte mich immer bloß mit deinem Geist, alles Leid, was du Geist erlebst, erlebst du, weil du das nicht akzeptierst. Und das Akzeptieren, da haben wir ja schon das Tier schon mit drin. Da bin ich drauf eingegangen. Ack heißt eben jetzt nur flackern, bloß. Und ZB, die Geburt von Wissen, heißt etwas auftauchen. Akzept. Und jetzt kommt das Tier. Das Tier ist eigentlich ja, symbolisiert unser Programm. Und wenn du das Tier spiegelst, kriegst du 3T. Genau. Und das ist das große Geheimnis. Es geht immer um die Spiegelung. Die Fähigkeit, alles das dann um 180 Grad zu drehen. Du sagst, wenn du jetzt sagst, ich bin vergänglich, dann drehst du 180 Grad, dann wirst du ewig. Ja, wenn du und Basic denkst, kannst du Basic ist, kannst du auch spiegeln. Es ist ein simples, und du kannst ja jetzt eine einseitige Du kannst eine einseitige Auslegung von dir immer wieder umdrehen und dann kriegst du das Prinzip mit und dann lächelst du mit einem Dauernschmunzeln. Und du bist natürlich hin und her gerissen. Wenn du jetzt dein Thomas-Programm liebst, auf der anderen Seite bist du ein verantwortungsvoller Familienvater. Und ich sage immer und immer wieder, du spielst ganz normal deine Rolle weiter. Du wirst aber merken, das, was du am wenigsten brauchen kannst, sind Zukunftsängste. Ja. Das wühlt dich nur im Hier und Jetzt, diese Sorge dich nicht um morgen. Weil man ja irgendwie immer so dieses Gefühl hat, ich muss das ja am Überleben halten, ich muss das ja am Leben erhalten. Die Verantwortung geht um was ganz was anderes. Das, was du nicht ändern kannst, das kannst du eben einfach nicht ändern. Da könnte ich jetzt den schönen Satz, den ich zigfach vor Jahren schon erwähnt habe, dieser weise Spruch, lieber Gott, gib mir die Macht, ich mache jetzt das einfach in einer einfachen Form, das, was ich nicht verändern kann, einfach geschehen lassen, mir ertragen lassen, so wie es ist, ohne dass ich so arg resoniere, gib mir die Macht, das zu verändern, was ich verändern kann. Ah, genau. Und gib mir die Weisheit, dass ich das eine vom anderen unterscheiden kann. Das löse dich vom Problem. Bildest du die Fähigkeit, dass du erkennst, was du nicht verändern kannst. Du kannst das Wetter nicht verändern. Du musst es ertragen, so wie es ist. Das ist der Satz, wenn ich immer darauf hinweise, das Wetter ist, wie es ist, ob du dich aufregst oder nicht drüber aufregst. Das ist dem Wetter total scheißegal. Du fühlst dich schlecht, nicht weil das Wetter so ist, wie es jetzt ist, sondern weil du öffentlich mit einem gewissen Wetter nicht einverstanden bist. Und das Wetter ist jetzt einfach dein Leben.
Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist wie Wetter, eine Wettersituation. Das ist, wie es ist. Es ist das erste Mal, gib mir die Kraft, dass ich das, was ich nicht verändern kann, einfach so ertrage, so geschehen lasse, ohne dass ich so arg resoniere. Dann gib mir auch die Kraft, die Erkenntnis, dass ich das, was ich verändern kann, verändere. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und jetzt ist die Frage, was kannst du verändern? Es ist ein altes Beispiel von mir, wo ich sage, wenn du Fernsehen schaust, du kannst den Film als Ding an sich nicht verändern. Du kannst die Zeitung nicht verändern. Jetzt sagen viele, ja, ich kann den ja manipulieren mit einem Computerprogramm, sage ich, du musst einen Film nehmen, das ist die Urdatei und die tust du jetzt auf deinen Computer in Arbeitsspeicher. Und wenn du jetzt ein Programm hast, kannst du diesen Film manipulieren. Aber was du manipulierst, ist bloß die Datei, die du im Arbeitsspeicher hast. Aber das ist ja wieder nur eine Kopie von dem Original. Das sind immer nur Kopien ja. von Kopien von Kopien. Kopien kannst du verändern, aber das Original, an das kommst du ja gar nicht dran. Es ist ja auch immer wieder so eine Sache, dass das Bild, das du jetzt siehst, ist ja nur ein Herausspiegeln aus einer Datei. Aber die Datei wiederum ist ja auch bloß wieder eine Kopie im Arbeitsspeicher, weil die Bilder auf deinem Monitor machen ja die Datei im Arbeitsspeicher. Aber ich gehe jetzt mal einfach in der Stufung, einfach denken, dass die Datei jetzt erst einmal du die aus deiner Festplatte holst und das, was auf deiner Festplatte ist, kommt aus dem Internet. Also das ist, wenn du die vergehst, da gibt es nichts zu verändern. Du kannst immer nur die Oberfläche verändern. Jetzt habe ich ein Computerbeispiel gebracht. Und jetzt sage ich dir, was du verändern kannst. Das Einzige, was du verändern kannst, ist dein Wertesystem. Du hättest Freiheit aus einem Scheißfilm. Das ist dieser Satz. Ein Film, egal was in dir auftaucht, es beinhaltet als Ding an sich keine Qualität. Die Qualität entsteht durch die Wertung des Beobachters, durch den, der darauf reagiert. Ja. Jegliche Form von qualitativer Bewertung, ich kann es auch Kritik nennen, ist ja, eine Kritik ist eine Bewertung, wertfrei, ob du das positiv oder negativ bewertest. Sag doch nichts aus über das, das du bewertest. Es ist einfach, es ist einfach. Es geht wieder, wir sind wieder, wo ich sage, was ist eine Illusion? Wenn du jetzt an ein grünes Maßmännchen denkst, dann ist es, weil du es dir denkst. Jetzt kommt natürlich dazu, dass man einen Schritt tiefer gehen muss, dass ich das dann mal dir erklärt habe, dass wenn du sehr gewissenhaft dich als Geist, dich Mensch, du Geist beobachtest dich Mensch. Und dann wirst du feststellen, dass du dir nichts raussuchen kannst. Ein träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Du kannst dir, wenn du dich hinsetzt und du denkst jetzt 30 Worte nacheinander, nicht raussuchen, was als nächstes Wort kommt. Exakt. Du kannst dir nicht raussuchen, welche Vorstellung du aus einem Wort machst. Da habe ich genügend Beispiele hunderte Male durchgespielt. Du kannst dir, wenn du als Brösel mit deiner Familie essen gehst und du kriegst die Speisekarte, kannst du dir nicht raussuchen, was du zum Essen bestellst. Ja. Wenn du es beobachtest. Sag das jetzt als Mensch unter Menschen, frag, behaupte das unter normalen Menschen, dann schau, wie die darauf reagieren. Und dann merkst du, das sind komplett geistlose Reaktionsmechanismen, die noch nie sich selber als Geist selbst beobachtet haben und sich bewusst gemacht haben, wie funktioniere ich eigentlich. Wie es funktioniert. Ja. Und selbst wenn jetzt einer das nicht weiß, weil er sein Programm sich aufbäumt, so was ist das für ein Blödsinn, selbstverständlich bestimme ich in einem Lokal, was ich mir bestelle, wenn ich die Speisekarte in der Hand habe, habe ich gesagt, du hast noch nie dich richtig als Geist selbst beobachtet, also das Tier, das du zu sein glaubst. Dann wirst du merken, dass du auf Gedeih und Verderb angewiesen bist, was in dir auftaucht. Du weißt, ich erkläre jetzt die Geschichte nicht nochmal, wenn man die Lösung nicht weiß. Die ist genauso einfach wie ein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Das sind vorabgestimmte Meinungen, die dir deine Logik suggeriert. Und das passiert erst einmal mit Holofeeling, dass man seine eigene Geistlosigkeit erkennt, wenn man an den denkt, der mein Leben lang zu sein geglaubt hat. Weil das, was du zu sein glaubst, ist einfach nur eine existierende Information, die nur dann existiert, wenn du an sie denkst. Gleichgültig, ob du an dich als Mensch denkst oder bloß als Körper, was ja nur wieder eine Facette von dem Menschen ist. Und dazu brauche ich nicht viel Intellekt, ich brauche Neugier. Ich garantiere dir, du kannst solche Sachen mit Kindern, ich sage immer die berühmte 13.
Kannst du das erklären? Und wenn das Kind neugierig ist, ist ja eine Grundvoraussetzung, ist ja nicht das Prinzip, jeder 13-Jährige das annimmt und versteht, wenn es ein 40- oder 50-Jähriger nicht akzeptiert. Es geht hier nicht um das Alter, sondern um das Bewusstsein. Ja. Ist ihr Bewusstsein hinter der Maske oder nicht? Und Bewusstsein zeigt sich durch Neugier, durch das Stutzigwerden, wenn mir einer was hinschmeißt, was für mich als falsch oder verkehrt ist oder etwas, was ich noch nie gehört habe, werde ich neugierig, weil da kann ich mir ein neues Wissen verschaffen, was vollkommen Neues. Nicht nur das, was mir logisch erscheint, sondern mal was vollkommen Neues. Und was vollkommen Neues ist all das, von dem du bisher nicht das geringste wissen wolltest, was dich nicht interessiert hat oder was du sogar bekämpft hast. Das Wissen von den Leuten, die du bekämpft hast, weil du sagst, das sind Spinner. Dass ich immer wieder sage, dir muss klar sein, dass wenn du diesen Intellekt zum Denken benutzen würdest, den die zum Denken benutzen, wäre dir das vollkommen logisch. Und dann wäre dir das, was dir jetzt logisch erscheint, vollkommen würde dir unlogisch erscheinen. Das erfordert eine Demut, das zu akzeptieren. Dann auch die Reife. Erinnere dich einmal, wenn wir jetzt zurückblättern, 20 Jahren, wo du das erste Mal beim Udo warst, wo du bei den Rosenkreuzer warst und deine Weisheitsschule aufmachen wolltest, weil du gemeint hast, du wüsstest schon was. Wenn du jetzt die 20 Seiten zurückblätterst, du schmunzelst doch bloß noch, oder? In was für einer Größenwahn man lebt, wenn man meint, man wüsste was und denkt noch voll einseitig materialistisch und hat keinen Hauch von Ahnung von der Vordersprache. Es ist ja nur ein Rezidieren. Du wirst merken, wenn in die Sprache, das sind so viele Sachen, ob wir jetzt Propaganda nehmen, propagieren, Propaganda machen, da steckt die Gier schon mit drin, wenn du was propagierst. Oder die Phase in der Physik, wenn du dir mal die Wörter wirklich anschaust, jetzt gar nicht groß hebraisiert, sondern bloß einmal der ursprüngliche Sinn dieser Worte. Wir wissen jetzt in der Phase, P-Hase steht schon, das Wissen wird zu was Fantasierten, zu einer Fantasie, zu einem Dachtraum. Aber was ist die Phase eigentlich? Wo kommen die Wörter her? Die Phase aus dem Griechischen. Oder das Rezidieren. Das Rezi. Was bedeutet das, wenn du reinspringst, wenn ich, so wie ich jetzt das in den Selbstgesprächen mache, und du hast da ein bisschen eine Grundlage von Vordersprache, da schüttelst du nur noch den Kopf und sagst, das ist der Wahnsinn, ich weiß doch von den Worten, die ich benutze, überhaupt nichts. Und das sind auch deine hochgebildeten Menschen. Jetzt ist es schön, ich sage, pass auf, ich benutze ja die ganz offiziellen Seiten. Offiziell haben wir natürlich wieder zwei Seiten. Offiziell ist für einen normalen Menschen das gesicherte Wissen. Das offizielle Wissen ist ja das offizielle Wissen. Dass aber das lateinische Wort officio hinterlich sein und im Weg stehen hast, das ist die andere. Im Weg stehen heißt, das ist die andere Seite. Und Kapital erhält mich am Leben, aber dass das lateinische Wort Kapital eigentlich ein todbringendes Verbrechen heißt, das ist die andere Seite, das dich das Leben kostet, das geistige Leben kostet, weil du wirst so einen Zombie. Oder die Vorsilbe End, auf die ich immer wieder eingehe. Schau, lauf einmal los, geh zu Linguisten. Selbst wenn die das lesen, ist ihnen doch gar nicht bewusst, was in den Wörterbüchern drinsteht. Und irgendwann wirst du komplett allein, weil du begreifst, offensichtlich muss ich der Erste sein, der das zu verstehen beginnt, weil die Figuren, die in mir auftauchen, die ich bisher eventuell bewundert habe, dass das ja eigentlich nur Spiegelbilder, diese Geistlosigkeit, Spiegelbilder von mir selber sind. Das ist die erste große Erkenntnis. Der Trugschluss. Wenn ich dann immer wieder dieser kleine Satz, wenn du Zeitung liest, wir haben jetzt ausgeufert, was ist eine Illusion? Wir können jetzt das Wort natürlich mit der Vordersprache, wird natürlich noch wesentlich interessanter. Aber ich sage, es ist zuerst einmal das, was es ist. Das heißt, es ist mir ganz einfach, dass ich zuerst einmal schaue, was jetzt da ist. Und dann ist es doch gleichgültig, wenn ich ein Fetzen Papier vor mir habe, ob da chinesische Schriftzeichen drauf sind, ob jetzt da was auf Griechisch, auf Türkisch oder sonst was steht. Ich muss das nicht einmal wissen. Es ist das, was ist. In dem Moment, wo ich vor mir, und ich sage jetzt bewusst normal gedacht, vor mir eine Zeitung oder ein Buch liegen habe, dann sehe ich eben sinnlich wahrgenommen die Zeitung, ein Fetzen Papier, der Papi erweckt was in dir. Und da sind Farbe drauf gespritzt und das sind irgendwelche Schriftzeichen. Ich muss das noch gar nicht auslegen. Das ist das, was ist. Eine sinnlich wahrgenommene Information. Ich lasse mal das mit der Verabredung ganz weg. Das ist ja dann schon Schritt nochmal der Zusatzwissen, wo das Ganze dann wirklich als Information in mich reinholt.
Also das ist das Erste, es ist einfach. Und dann kann ich mich beobachten, was, wenn ich hinschaue, ob ich jetzt zum Beispiel sage, das kann ich nicht lesen, die Sprache verstehe ich nicht, chinesische Schriftzeichen oder hebräische sowieso nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um das, was jetzt ist. Aber interessant ist, dass du das nochmal siehst, sobald es auf Deutsch dort steht oder auf Englisch, wenn du des Englischen mächtig bist. Und dann wirst du aus den Worten, du wirst jetzt komplett reagieren und wirst Vorstellungen in dir aufbauen. Und du musst der werden, der das beobachtet, ohne in irgendeiner Art und Weise zu werden. Und dann wird dir plötzlich klar, dass es keinen Sinn macht, irgendwas Existierendes am Leben zu halten. Ich sage auch deine Kinder, die werden nicht überleben. Es ist auch von den, jetzt blättern wir wieder zurück, du warst immer wieder jetzt. Das ist ja die Datei, dieses Buch, dein Lebensbuch im Hintergrund. Eigentlich das interaktive Videospiel, das wäre jetzt dann wesentlich genauer. Ich bleibe beim Buch, wir blättern 20 Jahre circa zurück. Oder 18, wie du das erste Mal bei mir auftauchst, bist, da warst du noch nicht so ein grauhaariger alter Sack. Du erinnerst dich. Und das, wenn du dich erinnerst, alles vergänglich. Immer jetzt. Es ändert sich alles. Ja. Und wenn du das erste Mal fortgehst, in Disco sagt man immer irgendwie in einem Club oder was, wenn es das noch geben sollte bis dahin, dann kannst du mit Anstand alt machen. Ja. Das habe ich im BC vor vielen Jahren gesagt mit so einer Easter. Ich sage, wenn du das erste Mal mit deiner Tochter irgendwie fortgehst, wenn die auf Tour geht in die Tanzclubs, sage ich, dann wirst du langsam alt. Es ist nichts mehr über von der kleinen Easter, die im Kindergarten war, außer ein Gedanke. Und das löst sich alles auf. Und das Schöne ist, dass das deine jetzige Logik, dein Schwamm, dein Wertesystem, dein Mechanimus, zwing dich, Angst zu haben, Verlustängste. Und dann sage ich immer wieder, du musst erst einmal wissen, bei dem Verlust haben wir vor, Silvia Fertig hat zwei Seiten, nämlich verstreuen und verbinden. Und die Lust liegt im Verbinden und nicht im Verstreuen. Aber das wäre wieder einseitig. Ich kann auch im Verstreuen Lust haben. Ich kann Lust haben, meine Gedanken, wie ich hier und jetzt denke, um mich herum in Raum und Zeit zu verstreuen. Aber ich muss die auch wieder zurücknehmen, wenn ich neue Gedanken verstreuen will. Es ist immer wieder mit dem Verloren, dass ich sage, du hast was aus dir verloren, wenn du dir was ausdenkst und du meinst, du hast damit nichts zu tun und du verlierst es nicht, wenn du es wieder nicht mehr denkst, weil die Gedankenwelle wieder zusammenfällt, nicht in dir, sondern in dem absoluten Mittelpunkt, der du bist. Und dann hast du das zurückbekommen und dann bist du eins. Das ist ja die Symbolik der Sexualität, dass das Plus und das Minus, das Männliche und das Weibliche eins werden in der Verschmelzung. Und erst wenn du dich mit allem, was du bisher ausgedacht hast, verschmelzt, das ist das im klassischen Sinn, was man jetzt, und jetzt ist ja das Wort Tod nur der gleiche weh, wenn du weißt, dass Tod ja eigentlich so viele heißt. Du kannst die Tod natürlich auch im Griechischen anschauen, weil wir können ja Tod, Griechisch, Lateinisch, ist oft eine eigenartige Spiegelung, diese Wandlung da. Es ist auch die Auflösung, tut auch fast weh. Was ist eigentlich? Du merkst, du kommst da fast nicht raus, wenn ich sage, wenn sich etwas auflöst. Aber da haben wir ja den Schöpfer UB, die Schöpfung. Der Schöpfer ist verbundenes Wissen und es löst sich etwas. Das heißt, es löst sich die Einheit auf in dem Moment, wo du dir was auseinanderdenkst. Mhm. Wie demonstriere ich, wie sage ich jetzt, wenn was zurückkommt, wenn ich wieder eins war und du wirst feststellen, da gibt es eigentlich fast keine Worte dafür, außer wir schreiben das in der Vordersprache, es wird wieder A-I-N-S. Es wird ein nicht existierendes Bewusstsein. Und nicht nur die Form. Ja. Es ist ja immer schon so gewesen und es wird immer so sein. Genau. Das kannst du drehen und wenn es gibt, du kannst was Existierendes nicht am Leben halten. Genieße es, solange es da ist, egal was es ist. Und da wirst du merken, Leid entsteht eigentlich durch dieses fehlerhafte Wissen, was wir jetzt Materialismus oder Religion nennen. Religion ist das, es gibt diesen Glauben, diese Weltreligion, es ist das unbewusste chronologische Denken und die komplette Selbstvergessenheit, du hast komplett vergessen, was du selbst bist. Du bist das Einzige, was in dem Traum, was ewig ist, ist der träumende Geist. Aber niemals eine Information. Und jetzt muss ich hier ganz kurz nochmal darauf ansprechen, wenn ich sage, die Glückseligkeit, wenn man das weiß, die rote Glückseligkeit, wo ich dir bewusst machen will,
kann nicht verbunden sein mit irgendwas, was existiert. Eine rote Sicherheit, die absolute Sicherheit, steht nicht in Verbindung mit irgendwas Existierendem. Jede Freude, die du jetzt empfindest, in Verbindung mit einem Reizauslöser, mit was Existierendem, ist zwangsläufig vergänglich. Diese Freude ist vergänglich, weil sie ja zwangsläufig abhängig ist von was Existierendem, und die existierenden Sachen sind vergänglich. Du kannst es zwar wiederholen, zum Beispiel einen geliebten Lebenspartner oder Kinder, aber durch das ständige Wiederholen wirst du feststellen, dass du trotzdem jedes Mal, wenn du was aufwirfst, wird es ja neu erschaffen, es trotzdem verschleißt. Das ist wie dein Körper, wenn du jetzt in den Spiegel schaust, den wiederholst du ja jeden Morgen, holst du den ja wieder raus. Jeden Moment, wenn du wieder an deinen Körper denkst, du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, erschaffst du den Körper vollkommen neu. In kleinen Zeitschritten jetzt normal gedacht, fällt es nicht so auf, aber sobald du mal 5 Jahre springen magst und dann jetzt hier immer natürlich jetzt diese Bilder dir anschaust, was du feststellst, da ist eben diese Veränderung da, die man natürlich jetzt wieder in ein ausgedehntes Zeitfenster, in eine chronologische, transversale Zeitreihe reinstellen, die man uns aber jetzt als Ganzes ausdenkt. Das heißt, es geht weg, es wird dich auflösen, auch wenn du versuchst, es ständig zu wiederholen. Also Freude, die in Verbindung steht mit was Existierendem, ist eine vergängliche Freude. Eine Sicherheit, die in Verbindung steht mit irgendwas Existierendes, ob du das jetzt ein Geldbesitz, ein großes Bankkonto, ein Haus, was auch immer nennst, das ist keine Sicherheit. Weil die Sicherheit ist das genauso ist vergänglich wie jedes andere Ding, das du dir denkst, auch wenn du das ständig wiederholst. Das ist ein Bild, einfach ein Bild. Es ist ein Wahn, es ist ein Moment, ein Gedanke, der in dem Moment existiert, wenn du ihn denkst und wenn du ihn nicht mehr denkst und du fragst dich jetzt, glaube ich, dass das Bankkonto auch dann da außen ist oder die Schatzkiste auch dann da außen ist, die mir gehört, wenn ich nicht dran denke, dann hast du durch dein chronologisches Denken den großen Wahn, dass du meinst, dass der Gedanke, den du dir jetzt da nach außen denkst, dass der auch dann da außen ist, unabhängig von dir existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Das ist aber Geistlosigkeit. Und wenn man sich das bei Zeiten bewusst macht, dass es so ist, hast du keine Verlustängste. Du kriegst es zurück. Darum sage ich immer wieder, am besten geht es dir, Geist, körperlich, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Alles, was du nicht denkst, ist in der Heiligkeit. Jeder nicht ausgedachte Mensch ist in der Heiligkeit. Und sobald er in dir auftaucht, holst du den aus der Heiligkeit heraus. Solange du ihn bloß denkst, hast du ihn innerhalb von dir. Du holst ihn aus der absoluten Nulllinie in dich hinein und dann kannst du ihn dir noch vorstellen. Aber prinzipiell ist schon das, was du als Information vorliegen hast, ist eine Vorstellung. Das heißt, wenn du jetzt an Osterhasen denkst, dann ist der zwar in dir drin, aber das ist die Vorstellung von einem Osterhasen. Als Information, die du dann dir auch als ein Stofftier oder ein Schokoladen-Osterhasen ausdenken kannst. Kannst du natürlich auch ein lebendiges Wesen, ein Tierchen, an Osterhasen ausdenken, an Hasen halt ausdenken und dir denken, das ist der Osterhase. Ob das dann der Osterhase ist, von dem du denkst, wenn du an den Osterhasen denkst, aber das ist, du hängst das in Worte. Das sind doch jetzt alles nur Worte. Was machst du draus? Ja, interpretieren und die Interpretation erweitern. Das Pessachfest, ich kenne das so, ich habe so, das sind bei mir so Worte und wenn ich jetzt anfange, das ist das berühmte 400-Seiten-Buch. Ja. Und das macht immer wieder Angst. Das musst du überhaupt keine Angst machen, weil ich das überhaupt gar nicht als wichtig ansehe. Das wie ich dich, ich betone das immer wieder, ist schlichtweg die Erkenntnis, was bist du? Mach dir bewusst, dass du der Einzige bist, der immer ist, weil du was bist, was nicht gedacht werden kann. Versuche mal an dich zu denken, ohne dich zu einem existierenden Gedanken von dir zu machen. Aber sobald der auftaucht, der jetzt in dir auftaucht, wenn du an dich denkst, egal an was du denkst, das hält nur solange du dran denkst. Denkst du an was anderes, ist es wieder weg. Also es verändert hier nichts. Die Wellen verändern nichts an dem einen mehr, an dem der immer ist. Das ist jetzt reinste Geisteswissenschaft. Ja. Und um das mir bewusst zu machen, nützt mir keine Meditation, all das, was die Gurus machen, die dich ins Himmelreich, in die Stille oder sonst wohin meditieren wollen, das ist doch alles Anstreben von einseitigen Zielen. Ich will kein Lernen mehr, ich will gesund sein.
Dein Körper ist heil, wenn du nicht an ihn denkst. Und du bist sowieso immer heil, weil du was bist, an das man sowieso nicht denken kann. Und alles, was gedacht wird, was existiert, ist schon wieder weg, wenn du es nicht mehr denkst. Ein sinnloses Unterfangen. Die rote Glückseligkeit, die du jetzt verspürst, wenn du das wirklich verstanden hast, und das kann man sofort verstehen. Das Einzige, was dich daran hindert, ist deine Logik. Der Zweite, der wird Angst in dir erzeugen. Unheimliche Angst. Vor was hast du eigentlich Angst? Weil ich dir erkläre, dass du ewig bist, dass man dich nicht vernichten kann. Macht dir das Angst? Und irgendwann einmal wirst du dann merken, umso mehr du das reine Bewusstsein wirst, was das für ein geistloses Geschwätz in deinem Kopf ist, das du ja selber denkst. Und was für ein geistloses Geschwätz das erst recht ist, wenn du dir jetzt welche ausdenkst und es nachäffst, rezidierst. Aber immer die roten und die blauen Seiten. Das ist die Phasen in den Blickwinkeln, wenn wir hier reinspringen. Also ich habe heute Morgen ein bisschen, jetzt rede ich als Udo wieder, versucht, ob es einen Sinn macht, nochmal über Hologramme zu reden. Dass hier die ganzen Physiker, wenn die benutzen Worte, ich sage, wenn ihr nicht einmal die einfachsten Worte wirklich versteht, was Kapital, dass ihr Kapital einfach so auslegt, hier alles dreht sich nur ums Kapital. Es ist so. Zumindest jetzt in der Welt, die ich in deinen Kopf rein denke. Und ich sage, das muss dich nicht kümmern. Du spielst deine Rolle, du machst, was du kannst. Wenn jetzt bei dir, wenn du auf die Arbeit gehen kannst, gehst du auf die Arbeit. Wenn du zusparen musst, machst du halt das, was deine Vorgesetzten dir sagen. Da geht dann immer, wir müssen Aufstand machen. Nein, das ist, Jesus hat keinen Aufstand gemacht. Das ist genau das, was jetzt hier propagiert wird. Heute Morgen hat er ein wunderschönes Video reingestellt, was einfach nur stimmt, KenFM. Weiß nicht, ob du das angeklickt hast. Und zwar das Letzte, der will jetzt keine Videos mehr machen. Er sagt ganz definitiv, Massenmedien ist reine Manipulation. Ich hab das reingestellt. Gestern du machst es, dann ist es ja gut. Ja. Massenmedien, dieses letzte KenFM, Massenmedien sind reine Manipulation. Das, was dich manipuliert, sind Massenmedien, was dich manipuliert, alles, ist alles. Du selbst. Schmeißt alles hin. Er schmeißt jetzt alles hin, weil er die Sinnlosigkeit erkannt hat. Das ist die Sache, würde ich jetzt das, was ich erkläre mit Holofeeling, irgendwelchen Menschen versuchen zu erklären, dann werde ich ein Lügner. Dann wäre nämlich alles, was ich erkläre, ich sage von vornherein, mir gehen die Menschen, die du dir ausdenkst, gehen mir sowas am Arsch vorbei. Alle. Ist eine einseitige Aussage. Dann doch wieder nicht. Aber nicht in der Form, dass sich die Körper interessieren. Genau. Sondern der Geist, der mit diesem Programm arbeitet. Mich interessiert nur der Geist, der mich jetzt sprechen hört. Das ist der erste große Unterschied vor Holofeeling. Weil Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was ewig ist. Und jetzt kommt wirklich diese 16 Seiten, dass ich dieses geht mir am Arsch vorbei, weil das ja für mich zuerst einmal nur Gedanken sind. Jetzt kommt aber immer wieder noch dazu, das, was du einen anderen tust, tust du dir selbst, weil du wirst ja momentan feststellen, dass du ganz eindeutig, das gilt auch für einen Udo, wenn ich, ist, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt an den Udo denke, ob ich jetzt an den Thomas denke oder ich denke jetzt an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Ich rede nur mit dem Geist, der mich jetzt sprechen hört und das ist ja nicht unbedingt der Thomas, den du dir ausdenkst, weil der Thomas hört mich hundertprozentig nicht. Der Thomas ist schon wieder ein Wort, weder das Wort Thomas hört mich, noch der Trockennasenaffe, den du dir jetzt ausdenkst, wenn du an den Thomas denkst. Denn sein Gehirn, das sind alles ausgedachte Dinge. Ausgedachte Dinge sind kein Geist. Es ist einfach nur ein Dasein-Müssen. Das heißt also, ich bin der, der uns jetzt ausdenkt. Jetzt im Moment den Thomas, den Udo und sich selbst. Wobei am nächsten, ich sehe es ja nur aus der Perspektive meines Programms. Das ist diese ausgedachten Mittelpunkte. Ich kann mir jetzt auch denken, der Thomas hat einen ausgedachten Mittelpunkt. Wenn ich jetzt Thomas-Programm habe, habe ich jetzt einen anderen Computer vor mir stehen, wie wenn ich in Udo das Udo-Programm laufen habe. Oder wenn ich jetzt mein Programm laufen habe. Mein meine ich jetzt mich, der sich jetzt dem Udo anhört, der sich dieses Video anschaut. Das ist alles meine Existenz. Aber wenn diese drei, der Thomas, der Udo und ich selbst, als Brösel vom Computer, wenn die nicht von einem und denselben Geist aus gedacht, das ist das, was uns verbindet. Das ist das, was ich dir erkläre. Das ist genau. Das ist ein JCH und es ist auch nur ein rotes Ich, aber dieses rote Ich, was dieses rote Ich erlebt, hängt davon ab, welches Programm du in dir laufen hast.
Das ist ein ganz simples Prinzip. Das ist das Einzige, was du akzeptieren und was du verstehen musst. Und dann ist natürlich durchaus, dass man sich gegenseitig hilft auf der unteren Ebene, weil du kannst ja nur innerhalb deiner Lebendigkeit was erleben. Aber du wirst dir sehr, sehr genau überlegen, ob das einen Sinn macht oder keinen Sinn macht. Wenn du durch eine Fußgängerzone gehst und du hast einen Bettler mit einem Mitleidprogramm, wenn das in dir anspricht, das macht keinen Sinn, einem Bettler irgendwas zu geben. Vergiss es. Genau. Kannst du es in die Mülltonne klatschen? Das Geld ist ja so oder so weg in einer Hilfe. Geld hilft sowieso nicht, aber du weißt, was ich meine. Das heißt, unterstützt dich. Genau. Du kannst immer bloß das geben, was du besitzt, wenn du helfen willst, aber investier das dort, wo es Zinsen bringt, und es bringt Zinsen in Geistesfunk, wenn du investierst. Also muss ich zuerst einmal die Fähigkeit auf der Bröselebene, ist hinter der Maske, denk dir wieder ein Geist. Ein Spiel. Wenn du einen Singleplayer-Modus spielst, ist kein Mensch, der auftaucht, den du begegnest in GDA, ist hinter der Maske irgendein anderer Geist, es sind nur KIs. Man kann es aber auch in einem Multiplayer-Spiel spielen. Dann weiß ich schon, beim Multiplayer-Spiel, da sind jetzt so und so viele Gegner, die ich habe, wenn ich alleine spiele, und im Multiplayer weiß ich jetzt, da sind auch bei Autorennen, sind bei 5, 6 oder 7, je nachdem, wie sie sich zusammenschalten, sind hinter diesen Figuren, sind Geistesfunk. Ja. Das ist das Erste, wo du den Fokus drauflegen musst. Und das ist natürlich dann ganz, ganz schlimm, wenn du feststellst, dass genau deine Hausgenossen meistens in der Regel, gibt immer wieder verschiedene Situationen, dass die dir am nächsten sind in dieser Trockennasen auf der Familie, die Hausgenossen deine größten Feinde sind, weil die damit nichts zu tun haben wollen. Ganz klares Zeichen, dass es nur KI sind. Deswegen hast du die trotzdem. Denn so, wenn ich Tiere habe, die liebe ich doch auch. Es sind nur Tiere aufgrund ihres eigenen Glaubens, weil die sich nicht eines Besseren besinnen. Klingt natürlich mit materialistischer Logik, wenn man sich das auch nicht alles extrem herzlos, aber das ist das genaue Gegenteil dafür. Das ist jetzt wieder die Spiegelung. Alles, was dir deine materialistisch-religiöse Logik als gut suggeriert, genau das ist die Falle. Du brauchst die Kehrseite. Und darum betone ich nochmal. Und das macht mich flexibel. Darum betone ich jetzt nochmal, dass wenn du ganz wertfrei jetzt dir bewusst machst, wenn du deine Mitmenschen beobachtest oder jetzt ganz bewusst auch diese von dir ausgedachten aufgrund von Medien, von Fernsehshows, von Nachrichten, es geht um die ausgedachten Menschen, die diese Reizauslöse in dir erzeugen. Bei der Zeitung zum Beispiel ist ja nur ein Reizauslöser, wo du dir aufgrund von Worten Menschen ausdenkst. Und das kann jetzt auch ein Computermonitor sein. Diese Pixelmännchen mit der Lautsprecherstimme löst ja aufgrund deiner Interpretation von dir die Vorstellung von Menschen da außen aus. Immer blau gelesen. Und wenn du die jetzt einfach wertfrei beobachtest, die ganzen Besserwisser, die Rechthaber. Ich habe im letzten Selbstgespräch angesprochen, jetzt mit dieser Polizei, dass alles, was Hass ist, ganz speziell jetzt Fernsehsendung hier, Sommerhaus der Stars, dieser Prinz von, gekaufte Titelprinz von Anhalt, dass wenn du wertfrei schaust, dass jetzt das so blockiert wurde, ich mache jetzt wieder raumzeitliche Geschichte, nicht nur, dass diese Folge komplett aus der Mediathek gestrichen wurde, sondern das ist ja voraufgezeichnet, dass jetzt die neue Folge, die Woche kommt, immer dran denken, ich rede jetzt bewusst chronologisch, dass hier über eine halbe Stunde, hat man die Morgen gesagt, haben sie jetzt vor Aussendung schon rausgeschnitten, was eigentlich vorbereitet war, weil hier so die massive negative Reaktion war aufgrund seiner Hassattacken. Und ich sage immer wieder, haben die einen anderen Film gesehen wie ich? Der war besoffen und dann hat er sich über den Schwulen aufgeregt, dass er sagt, er empfindet es widerlich. Okay, das ist doch eine freie Meinungsäußerung. Und danach, auch drauf, hat er sich entschuldigt. Er sagt, wenn ich besoffen bin, dicke ich nicht ganz richtig. Dann dreht es bei mir durch. Und er hat sich entschuldigt und hat dann ganz klipp und klar zu dem gesagt, wo er sich entschuldigt hat, dass ich aber trotzdem dazu stehe, dass ich es widerlich finde, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich würde einen Mann in Auschwitz. Weil ich hetero. Ich habe aber nichts gegen Schwule. Es ist bloß, ich empfinde es widerlich. Ich würde jetzt als Udo im Prinzip dasselbe sagen, weil ich ja als Udo mit meinem Udo-Programm oder mit dem Thomas-Programm, ich hoffe, dass das bei dir genauso ist. Und ich habe immer schon das Thema, hat man schon ein paar Mal, dass es sehr interessant ist, dass gerade immer diese Programmierung, ich mache kleine Geschichte, wenn mir zum Beispiel, wenn irgendwas über Schwule kommt, meine Marion liebt es, diese Filme anzuschauen, und mich dreht sie morgen um, wenn die sich an Zunges reinlassen.
Aber sie finden es total irgendwie schön für sie, wenn sich zwei Männer küssen. Umgekehrt, sobald ihr aber zwei Lesben sieht, sagt sie, mach das weg, da ekelt's mich. Und ich sage, ich habe da kein Problem, das anzuschauen. Ich auch. Und es geht ja nur, ich sag, du sollst doch nur dein Programm wertfrei beobachten. Aber das Thema ist jetzt, diese extremen Hassattacken von Leuten, die sagen, wie kann man bloß so menschenverachtend sein und so weiter und so fort. Und jetzt kommt die Sache mit der Welt der Spiegelung. Falls das nicht drüber gekommen ist, dass die, jeder, der glaubt, der gehört zu den Guten und er hätte die richtige Logik und er regt sich unheimlich über eine Kehrseite, über eine andere Meinung auf. Ja. Dass die Guten gar nicht wissen, wie viel Hass die verbreiten. Das heißt, das, was man den Arnold halt vorwirft, dass der so menschenverachtend voller Hass ist. Was sind dann die, wenn sie ihm das vorwerfen? Er ist doch nur ihr eigenes Spiegelbild. Genau. Ich kann das nur nachvollziehen. Ich sage, das ist nicht in Ordnung. Und ich betone immer wieder, wenn ich jetzt das sage, ich sage immer beim Prokuristen, Mann Erich, das war meine rechte Hand, mein bester Freund und den zuverlässigsten Partner, den ich je gehabt habe. Der hatte mein volles Vertrauen, sonst hätte ich ihn kein Prokurator gegeben. Ja, der 17 Jahre alt, ich wusste wirklich ganze Bankgeschäfte, ich bin nicht auf die Bank, der hat alles gemacht. Der ist schwul. Kann ich dann sagen, ich habe was gegen Schwule? Es sucht sich doch keiner raus. Du suchst dir doch das genauso wenig raus. Ich wette auch gegen welche, die gegen Schwule wettern, weil du suchst dir deine Rolle in deinem Traum genauso wenig raus, wie du dir jetzt als Trockennasenaffen deine Hautfarbe, deine Augenfarbe raussuchst, dein Abi, dein Charakter, dein Schwamm mit Halbkopf, das du dir nicht raussuchen. Was ich fordere, ist eine allumfassende Toleranz, das ist die rote Liebe. Aber meinst du, diese Gutmenschen sind tolerant, wenn sie einen Untoleranz vorwerfen, sag ich mit Druck erzeugt Gegendruck, wenn du schreist in den Spiegel, schreit er zurück. Wenn du lächelst, lächelt er. Kann man natürlich jetzt unsere Zweierspiegel, Dreierspiegel nochmal verschiedene Spiegelungen aufbauen. Und jeder Mensch, Thomas, lass mal es gut sein für heute, jeder Mensch, der sagt, mir geht es ja bloß so schlecht, weil die Welt um mich herum so schlecht ist. Ich sage, nein, dein Glaube, dein Wissen ist so unendlich falsch und fehlerhaft. Dein Programm, das du zum Denken benutzt, nennen wir es Glaube, ob der politisch oder religiös ist, solange du ein einseitiges, arrogantes Programm laufen hast, hast du um dich herum eine Traumwelt, die genauso ist, wie du sie dir ausdenkst. Und das, was du denkst, steht und fällt mit dem Programm, mit deinem Glauben, wo du ja so hundertprozentig sicher bist, dass du den einzig richtigen Glauben hast. Ja. Wenn du so einfache Sätze nicht verstehst, wie wenn ich sage, jeder Glaube, jedes Denksystem, das im Widerspruch zu einem in dir auftauchenden, angeblich anderen Denksystem steht, ist unvollkommen. Das ist die Sache mit der Perspektive. Wir brauchen ja die Widersprüche. Alle. Wertfrei, du brauchst, es gibt keinen Berg ohne Tal. Es gibt auch keine Gesundheit ohne Krankheit. Sonst erleben wir nicht. Was ich dir erkläre, ist, was Heiligkeit ist. Sobald wir uns Heiligkeit ausdenken, ist es schon keine Heiligkeit mehr. Sobald du eine Ewigkeit ausdenkst, ist es keine Ewigkeit. Es ist eine Vorstellung, wenn du dir einen Gott ausdenkst. Das war ja das Schöne, was du heute Morgen... Das ist ein Geschöpf, das sind doch so einfache Sätze. Ja, dieses STR, was du reingestellt hast, ist ja auch im Widerspruch. Stehen. Das ist aber, ne? Wir machen das nochmal schnell her. Genau das, sag, wir machen das ganz kurz nochmal schnell her. Das ist genau der Punkt. Du stehst eigentlich und um dich, also du spannst gerade das auf und das ist der Widerspruch. Das ist immer wieder ich strecke eine Ecke, immer wieder dieses Spiel. Diese Kleinigkeit kannst du alles heilen. Wenn du jetzt das einmal der Konsonante Radix nimmst, das geht, ich bleibe jetzt das in den Konsonanten, dann schaust du diese SDR an, wir haben natürlich noch ein anderes SDR, das kann man es auch anschauen. Und das, die kleine Tabelle lernen, das ist das einmal, das rote S ist das absolute Bewusstsein. Ich weise darauf hin, dass das die 6 auf der 10er-Ebene ist. Die rote 6 heißt verbinden, die 60 ist dann Bewusstsein auf der 10er-Ebene, die 10er-Ebene ist rot gelesen, die Welt des kleinen Gottes und 600 ist das Endman. Wissen wir. Daher 660. Das ist das Endmem. SM wäre jetzt das. Wenn ich hier, ich springe mal ganz kurz rein, das sieht man natürlich nicht. Da muss man das wissen, was ein S, ein Endmem ist. Schau, du hast jetzt auch 660. Genau. Und da hast du jetzt praktisch, sagst du mal, der äußere Wert ist eine Affinität.
Der Atbash ist ich, ich. Mhm. Und das ist das ja. Bewusstsein, das immer ist, das geistige Meer. Das ist die sechs, das ist übrigens der Unterschied, wenn es einer nicht weiß, der äußere Wert wären jetzt diese zwei Werte und dort ist das Endmem ist, wird es zur 600 und dann ist es 660. Und statt hier, dann ist es Endmem dran. Okay? Da ist das Gift. Und jetzt hast du zum einen das Gift. Jetzt haben wir natürlich das Gift, der Geist Gottes wird zu FD, eine Facette, die ja in Erscheinung tritt. Aber dieses FD, wissen wir, ist PD, diese gewusste Erscheinung. Und jetzt wirst du plötzlich merken, dass das zuerst einmal die weibliche Scham ist. Die Vulva. Scham hm. ist wieder dort, ist das Wort. Das ist aber im Adam. Und Bissen, ja. immer B ist auch W, ist es Wissen. Ein Wissen von irgendetwas Besonderem im Adam. Dann ist es ein Brocken. BR ist das Äußere. Rock, englisch gelesen, ist der Fels. Fels ist wieder zur Formwertung. Aber dazu brauche ich eine Scheide. Mhm. Aber das wird jetzt zu weit führen. Wir wollen ganz kurz zurück. Also, und dann ist es ein Medikament. Und da wissen wir, das heißt eigentlich wirklich Medikament heilen, Medikamente heilen durch geistreiches Denken. Darum haben wir das Mendior, etwas überlegen und Lügen verbreiten, habe ich jetzt rot gemacht. Ja. Das ist hier immer wieder dieses Spiel zwischen Gut und Böse. Und Gift und ist das Gift ist auch das Geschenk. Darum ist es ein Wohlgeruch. Ruch sind die vier Weltgegenden oder der Geist. GE-Quadrat ist der Geist. Da bringt mich wieder zum Geist. Das musst du jeden Moment muss dir das bewusst sein. Also ich war jetzt bloß hier erklären, wie das zusammenhängt und das ist der geistige Kopf unser Rotes. Das ist das Geheimnis. Ja. GE-Quadrat ist Hayom. Bei dem ja. Nis habe ich heute Morgen schon reingestellt. Das ist Hayom, ist das Licht, die Lichtkeit, wie buchstabiert. Und jetzt wird das Ganze versteckt. Jetzt sind wir in unserem Tetraeder, Geruch. GE-Quadrat steckt in den vier Weltgegenden und jetzt wirst du deine ganzen Blickwinkel, und das führt dich dann zu dem Wort Phase. Also mal auf, die Phasen. In der Physik, was ist eigentlich eine Phase? So. Sehr interessant, es ist erst einmal ein kleiner Zeitabschnitt, aber ein kleiner Zeitabschnitt ist doch ein Moment. Ist ein Moment. Zwei M's, die du aufspaltest, das ist ein Zeitabschnitt, ist jetzt etwas, was du schon aus dir rausmachst. Das sind die Ecken, das sind die Ecken, das sind die kleinen Momente, immer mit dann Vorher und Nachher, wenn du das anschaust und du bist immer im Zentrum zwischen Vorher und Nachher. Denk an unsere Linien, das absolute Jetzt. In dem Jetzt ist das verbunden, diese zwei M's. Das wäre jetzt das Meer unten und die Gestaltwerdung drüber. Und das Meer, unser El Hayom, ist ja nichts, das ist die 600. Ja. Die 6 auf der 10 Ebene ist dann der wirkliche Mensch. Schau, dieses Mom hast du jetzt. Jetzt hast du deine 2, 6. Die 600 öffnet die 6, die oben auftaucht. Mhm. Dann hast du 86, das ist Kup. Der Kup ist dann mehr oder weniger dieser UB, El Hayom, UB, blau gelesen. Da hast du jetzt immer wieder das Äußere, OB, die Schöpfungen aufgespannt. Polarität sind zwei Sachen erweckt. Darum hast du das Äußere. Mhm. Das ist eine Affinität. Hm. Ja. Und der Redo dazu. Hi Redo. Oh. Ich denke gerade ein bisschen was auf. Ich muss gleich weiterlaufen. Bild hast du. Schau, das ist ein simples Spiel. Und das lernst du und dann wirst du merken, wenn wir das blau machen, dann kriegst du raumzeitliche Erscheinung, ist immer eine persönliche Berechnung. Das heißt, du denkst dich in irgendeine Ecke hinein, um dich herum, das sind diese Blickwinkel. Mhm. Wir sind übrigens ganz normal hier, zuerst einmal bei der Phase, der Zeitabschnitt. Und das ist auch eine Stufe in der Entwicklung. Wechselnde Erscheinungsformen, Zustandsformen und so weiter und so weiter. Und wenn wir jetzt da runterfahren, schauen wir uns mal die Etymologie an, da wird es jetzt sehr interessant. Das Phase ist zuerst einmal ein Erscheinen der Sterne, das stimmt nicht ganz. Das müssen wir uns genauer anschauen und schauen mal hier, unser Vieh, Ein ist Hai. Unser Schöpfergott ist sichtbar werden. Anfangs. Wir schauen uns das einmal, dieses Vieh, und da sind wir in einem der letzten Selbstgespräche gut drauf eingegangen. Schauen wir da mal, das erste Mal, wenn ich ganz von vorne anschaue.
Wenn man zuerst einmal das Fahr, das macht immer wieder die ersten, was dann kommt. Glänzend am hellsten, die am glänzendsten, unregelmäßig glänzend hell. Wie ohne, du musst immer das Deutsche mit benutzen. Eine Polarität ohne Existenz. Mhm. Steht doch da, oder? Eine Polarität ohne Existenz, GE Quadrat macht es. Diese gestaltgewordene Schöpfung ist JD eine kollektive Erscheinung und das aus den Schrecken versetzt werden. Wir kommen aus diesen Ecken nicht heraus. Jetzt ist ja immer die Christus-Taube. AOB ist unsere Beschwörung. Fresssucht, Heißhunger, krebsartiges Geschwirr. Ich würde jetzt hier, jetzt kommst du dann irgendwann, kommst du schon ins Leuchten. Ein Beiwort für einen Sonnengott. Okay? Leuchten glänzend. Jetzt kommen wir die ganzen Leuchtformen, ein klares Leuchten. Jetzt kommt hier, schau, ein Reiniger. Geil ist ja die Welle. Im Kopf. Ja. Alles, der in seinen Kopf alles einigt. Reinigen, reinigen. Sich die Haut, die wahrgenommenen Zeichen, reihen, waschen. Denk an meine Gehirnwäsche. Holofeeling ist eine Gehirnwäsche. Ist auch so eine Sache, so ein Umdrehen, Gehirnwäsche ist was Negatives. Und wir springen jetzt da gleich in die S rein, in die Phasis. Schauen wir uns mal, was jetzt passiert. Und jetzt kriegst du einen Anzeiger, einen Angeber. Immer dran denken, Geber, GBR ist die Potenz, die männliche Potenz. Ja. Anzeigen heißt, du schaust in einen Blickwinkel rein. Ja. Wir sind Phasachs. Kleines Messer, ein schneidendes Werkzeug, du musst einen Unterschied machen zwischen vorher und nachher, zwischen oben und unten, zwischen innerhalb und außerhalb. Es dreht sich eigentlich alles um diese Mitte. Okay? Und jetzt wird es interessant, jetzt kommt langsam den Folgen, denn betreffend, jetzt kommt langsam zum äußeren Schein, jetzt haben wir einen Fluss, denk an die Phasen, unseren Einheitskreis, denken wir uns ja die Phasen heraus. Das sind ja nur Blickwinkel. Ja. Wenn wir feststellen, wenn wir viel gebeten, sind schöne Zeichnungen drin, die Phasen sind da nur als Blickwinkel dargestellt. Ja. Phase ist Erscheinung, Anfang eines gestirnten Phasenblickwinkel. Schaut, das ist im Einheitskreis, sind das nur die Winkel. Da haben wir im letzten Selbstgespräch, bin ich immer drauf eingegangen, da mit so einem Sinus, ein Cosinus, egal was es ist. Und jetzt macht man den Fehler, dass man aus diesem K-Reihe-S, aus diesem Spiegelbewusstsein, denke ich mir dieses Gläsern und mehr die Gedankenwelle vor mich hin und plötzlich kommt Wellenberg und Wellendorn aufeinander, obwohl im Einheitskreis das übereinander steht, in der Transversalen. Oben ist Plus und unten ist Minus. Und jetzt ziehe ich das in die Länge und das siehst du hier in dem Wort Phase, kriegst du das jetzt schon mit, weil jetzt kriegst du diesen Fluss von der Phasis her. Das heißt, zum äußeren Scheine. Das Außen haben wir wieder, schau, AOB, die Schöpfung, zwei Bündchen drüber, aufgespannte Polarität ist eine erweckte Existenz. Das hast du deine Sinuswelle oder die Cosinuswelle. Und das ist zum äußeren Schein, weil dieser Ablauf, dieser chronologisch angeblich oder räumliche Ablauf in verschiedene, in einer Strecke, SDR-Ecke, ich strecke die Ecke. Dann kriegst du unsere Kamera, unser Gewölbe, das ist dein Gesichtsfeld, aber was sich in dir abspielt, spielt sich hier und jetzt in deinem Kopf ab. Und das Ganze ist aufgebaut auf einer Phasis. Wir sind bei der Phase auf der Sprache, auf der Rede. Und das ist eine B in Ja. Ja. Du kannst jetzt Ja lesen oder das A als Vokal rausschmeißen, hast du JH ist Gott, ist die Gott. Aufgespannte Existenz dieses Geistes. Das Ganze ist auch eine Behauptung, eine Behauptung. Im Haupt. Du zeigst etwas an. Und jetzt kriegst du wie eine Lage. Ich sage immer Koll, alles, Age, alles ist Age, ist alternierend. Anklage. Jetzt wird es dann interessant, gegen Schle, ich muss wissen, Shell, Shin-El, ist ein Partikel des persönlichen Besitzes. Ja. Wichtig ist hier der Schmuggler, ganz interessant, sein Dort, sein Wort ist Gag. Das ist das Ausgedachte und es ist leer, eine auseinandergeschmissene Berechnung. Ja. Und das Ganze kommt dann von einem Schein. Und die Gestirne hat nichts zu tun. Ich verweise hier auf ein altes Buch, das habe ich hier 1521 geschrieben, als Paracelsus. Da weise ich in der Astrologie darauf hin,
Wenn du ein guter Heiler sein willst, dann musst du dich hier mit dem Siderischen auskennen, mit dem Gestirn. Aber wisse zuerst einmal, dass dieses Gestirn nicht um dich herumläuft, sondern es ist in dir, hinter deiner Stirn. G E Quadrat ist hinter der Stirn. Aber in der Stirn hast du schon wieder dein SDR. Das ist das Geheimnis, das Versteck. Die Sprache ist nicht rein zufällig, tausendmal sage ich das hier, aus unartikulierten Tierlauten in Jahrmilliarden entstanden. Und wenn irgendein Physikprofessor dir erklärt, seit dem Urknall in dieser Entwicklung über Jahrmilliarden hat sich dann die Materie so organisiert, dass sie zu einem Gehirn geworden ist und dann ist das menschliche, das Bewusstsein als Ding an sich entstanden. Was ist das für ein geistloses Nachgehilfe? Ja. Es sind einfach nur Gedanken, die du dir denkst. Mach dir über die Gedanken keine Sachen. Und jetzt kommen wir zu Fa, Schau, Fas, Ma. Das ist jetzt die Gestalt, das Traum, der Traum, Beelet heißt im Kind, hebraisiert mit der Vatersprache. Der Traum im Kind, das sind die Phasen, deine Lebensphasen. Ein von einer Gottheit gesandtes Zeichen, ein Warnzeichen am Vorzeichen. Das ist das, was ich dir zurzeit schicke in deiner ausgedachten Traumwelt. Aufbauend auf dein fehlerhaften Wissen, das du zum Denken benutzt. Das übrigens alles auch richtig ist, aber unvollkommen ist. Du hast diesen Schwamminhalt zu vervollkommnen. Mit all dem Zeug, das dich bisher nicht interessiert hat, was du bekämpft hast, was du nicht haben wolltest, du denkst dir doch das aus. Du denkst dir die bösen Menschen aus, du denkst dir die ganzen Wissenden aus, von denen du sagst, die glauben an Scheißdreck. Das ist doch, weil du dir das ausdenkst, dass der dieses Wissen hat, das verkehrt ist und der hat das Wissen, das verkehrt ist. Es ist die Kehrseite zu deiner einseitigen Vorstellung von richtig. Ich sage, der Henkel ist links und da ist jetzt so ein Idiot, der behauptet, der Henkel ist rechts. Das ist genau dieses simple Beispiel. Jegliche Form von Leid, was du Geist zu erleben hast, beginnt durch Unwissenheit, Bezug auf Weisheit. Und ich kann immer sagen, sobald du was bekämpfst, denkst du an das, was du bekämpfst, egal an was du denkst. Dein Körper ist heil, wenn du nicht an ihn denkst. Und wenn du an ihn denkst, wenn er da ist, schaust du halt ganz einfach, wie er jetzt ist. Dann ist er das da mal nur. Jetzt sind aber da Gefühle mit da. Die nennst du entweder, ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund. Oder du sagst, da ist was nicht in Ordnung, ich bin krank. Das ist eine Einseitigkeit. Das ist genauso, wie wenn du sagst, bin ich jetzt krank oder gesund? Ist jetzt der Henkel rechts oder ist er links? Ja. Weil du von dem heiligen Körper nichts weißt. Von der heiligen Tasse. Stimmt oder stimmt? Ja. Und dann beginnst du an, von deinen Erscheinungen zu sprechen. Logio. Und das Ganze wird jetzt irgendwann einmal gespenstisch. Da wird es natürlich schon interessant, weil jetzt hast du hier dein GE-Quadrat, das wir brauchen, und dann haben wir unser raumzeitliches Wissen. Und dein raumzeitlich erscheinendes Ich, diese Gestaltwerdung. Und so weiter und so weiter. Und das ist jetzt jede Kleinigkeit, wenn du anfängst, nur rezitierst, schauen wir uns mal das Rezitieren an. Re, wissen wir, heißt zurück. Re heißt das doch mal zurück. Das ist übrigens, halt, na, da muss man ins Lateinische. Schau, wir machen Re. Re ist ja zurück. Zurück. Entgegen, da jetzt. Und jetzt machen wir Zi. Das wird ja so geschrieben. Rezi. Wenn du etwas rezitierst, das ist das doch mal Rezi. Die Vadus ist ein Wiederherstellen, eine Erneuerung. Rückfällig, bildlich, wiederkehrend, wieder zum Vorschein kommen. Rezitieren heißt, dass immer wieder dieselbe Scheiße, die du wiederholst, immer wieder zum Vorschein kommt. Das ist jetzt übrigens, hat es mit unserem SDR zu tun. Du bist das da mal hier, dieses große Geheimnis in dir selber. Du bist das Bewusstsein, das Dasein, immer Dasein ist in dem roten Kopf. Ich sage, alles spitzt sich in dem roten Kopf ab. Wir haben natürlich auch eine blaue Hilfe, eine raumzeitliche Erscheinung, die jetzt hier ständig widerlegen, dieses Wieder. Wie doppelt aufgespannt ist ein generiertes Legend. Und zerstören heißt nicht, dass es kaputt geht, sondern die Geburt von etwas Erweckten, die Geburt an der Berechnung ist zu fahren werden. Und jetzt wird das SDR mit den Ö, mit den zwei Bündchen drüber, ist eigentlich O ist ja U, weil jetzt warst du stur. Blau gelesen, ungeordnet, widerlegt, wild durcheinander. Das Wild ist natürlich wieder im Bild. Okay. B ist gleich B.
Ein Bild ist ein doppelt aufgespanntes Kind. Diese Polarität ist ja auch weh. Am Anfang ist es hier gerade dieses Stur, schau her, dann sage ich dir, was das ist. Du trägst das Zeichen des Tiers auf der Stirn. Ja. Aber nicht das Zeichen des wirklichen Menschen. Ja. In der Holoarithmetik zeige ich dir, dass in dem griechischen Vers zweimal 666 vorkommt. Wir haben was vor der Stirn und hinter der Stirn. Das sind die Gestirne. Du hast ein Gestirn, das Siderische ist inwendig in dir. Doppelt aufgespannt in dir. Und es ist außerhalb, wenn du dir es ausdenkst. Mhm. Jetzt denk dir deine Stirn als Spiegel. Hast du vorne die 666 blau drauf oder innen drin rot? Ja. Das ist unser Prinzip. Ja. Und dann hast du den Abbaschwert im Hintergrund, hast du deinen Test Udo. Das ist die 92, der hat sie baut. Ja. Der Test Udo zeigt. Schau, jetzt wird es dann interessant, rückfällig. Pass auf, du weißt, wenn du ständig was rezitierst, da ist Rezidivus, da steckt die Division mit drin. Wenn du ständig urteilst, immer nur einseitig wiederkehrend, immer wieder zum Vorschein kommend, immer wieder dieselbe Scheiße wiederholst, du wirst bis in alle Ewigkeit mit deinem Körper aufwachen. Hoffe nicht drauf, du wirst jetzt zwar dich älter empfinden, aber irgendwann bleibst du dann hängen, wenn du dich nicht auflösen willst. Du holst dir immer wieder denselben Körper, weil du nicht loslassen willst. Das ist es, wenn ich sage, wie dumm ist es, lass es doch durchlaufen und wenn du dich auflöst, kommst du auf die nächsthöhere Ebene. Wenn sich das Säugling auflegst, hast du zwar wieder einen neuen Körper, dann bist du ein Schulkind. Und das ist jetzt ein Zyklus, solange du dich als ein Säugetier verwechselst und irgendwann einmal wirst du merken, ich bin ein ewiger Geist. Und dann wirst du nochmal Säugetier wach, sondern das passiert übrigens jetzt. Dann begreifst du, mein Körper ist nicht dieser eine Gedanke an meine momentan entfällten Körper, den ich mir ausdenke, sondern es ist meine ganze Traumwelt. Das bedeutet Holofeeling. Jeder Augenblick, der in mir auftaucht, ist ein Körperteil von mir, ein Glied, ein Körperglied, eine Welle. Mhm. Das ist jetzt, du musst es zurückfallen lassen, wieder in dich reinfallen lassen. Da kommen die Sachen her. Wegschneiden, abschneiden, abhauen, ausrotten, ausdünnen. Das heißt, ich denke es einfach nicht mehr. Aber es ist doch eins mit dir, das Heilige ist doch die totale Auflösung. Mhm. Aufgötten, losgötten, lösen. Das ist immer wieder die zwei Seiten. Und jetzt kommt auch dieses Wiederdünnen, das Widerhallen, das führt dich dann zum Echo. Ja. Das ist, wenn HD. Was vollkommen echt ist, nennen wir das ja HD. Mhm. Diese wahrgenommene Öffnung. Ja. Wenn es vollkommen echt, der HD-Fernseher. Das ist jetzt das Echo, das Freudengeschrei. Geh-Shin. GE-Quadrat ist der logische Spiegel. Und da passt Sinus-Existenzen singen, erzeugen den Widerhall in den Spiegel. Mhm. Spiegelhüben, Spiegelgrüben oder der große Spiegel mit seinen Spiegelungen. Da steckt es, das ist jetzt natürlich, wenn wir das rot machen, ist es die geistige Quintessenz im Zentrum unseres Tetraederspiegels geschlossen. Das ist der fünfte, um den die vier rum sind. Das absolute Mittelpunkt. Und das kann man schön nachlesen hier mit dem 5D-Mittelpunkt im Farbenspiel Gottes. Gehe ich da auf den 5D-Mittelpunkt ein. Ist die ewige Heimat, dieser Mittelpunkt ist die fünfte Quintessenz von allem Existierenden. Das ist wie ich dick, das ist dieser Punkt. Das heißt, wieder zurücknehmen und dann nochmal was Neues ausdenken. Nicht immer nur hier dasselbe wiederkehren, was mein Programm hergibt. Unsere Ausgangsbasis Redo war übrigens, was heißt das Basic ausreizen? Das ist alles Basic-Logik. Ich arbeite mit ganz normalen Basic-Schriftzeichen mit Basic. Die Sachen wieder ja, zurückbringen. Alles wieder, wo es herkommt. Wo kommt alles her? Wieder zurückbringen. Ich verweise ganz, ganz kurz hier nochmal. Machen wir das weg. Ich verweise ganz kurz nochmal, was hier ist. Das steckt ja auch ist. Dieses zurück zu. Der Calvinismus. Das ist so ein wunderschönes Beispiel, diese christliche, calvinistische Auslegung dieser Vorherbestimmung. Immer wieder das Spiel, die Guten kommen in den Himmel, die Bösen kommen. Das ist dieses Drohen, dieses geistlose Geschweck. Zeig mir die Weisen deiner Welt. Warum sind die Weise? Die sind erst einmal nur, wenn du sie denkst und egal, wen du jetzt denkst, der wird so sein, wie du ihn dir ausdenkst. Das ist eine Erkenntnis, die dich tief erschüttern wird.
Kann ein Gedanke, den du denkst, anders sein, wie du ihn denkst? Was sind jetzt die Politiker? Was sind jetzt, egal an wen du denkst, die Illuminaten? Ein Ken FM haben wir gerade angesprochen, der darauf hinweist, dass Medien nur manipulieren. Medien manipulieren dich nicht. Ein Reizauslöser manipuliert dich nicht. Das ist auch ein Schwätzer mit Feindbildern, der jetzt resigniert. Du manipulierst dich. Dein Wissen, dein eigenes Wissen manipuliert dich, weil du dir Ahnung machst, über alles und jeden zu richten und zu urteilen. Über Menschen, die nur existieren, weil du sie denkst, die genauso sind, wie du sie denkst, und dann denkst du, sie sind totale Arschlöcher. Stimmt oder stimmt? Der Einzige, der dich manipuliert, ist dein derzeitiges Wissen, das du zum Denken benutzt, das überhaupt noch nicht dein Wissen ist, sondern das ist geistlos nachgeäfftes, rezidiertes Wissen, das du ständig zum Vorschein bringst, immer wieder zum Vorschein bringst, bis du das Spiel abbrichst. Also diesbezüglich ist jetzt die Aussage von einem jetzt ausgedachten Ken FM, der in mir aufgetaucht ist, gar nicht so schlecht, wenn er sagt, er hat es jetzt genug, es ändert nichts, wenn er noch 1000 Videos reinstellt. Genau. Ich werde jetzt auch irgendwann sagen, ich habe es genug, es ändert nichts, wenn ich noch 1000 Videos reinstelle. Der Unterschied zwischen mir und zwischen ihm besteht darin, dass er versucht, es von ihm ausgedachten Menschen zu erklären. Genau. Und dann kann er irgendwann einmal sagen, das macht keinen Sinn mehr, ausgedacht Menschen was zu erklären. Ich versuche das aber an ewigen Geist zu erklären, und da kann ich ewig erklären, bis er das verstanden hat, notfalls. Ja. Ewigkeit muss verstanden werden. Du musst das verstehen lernen, was du selbst bist. Du musst dich wieder mit dem verheiraten, der du bist, weil du meinst, es ist ja andere. Du magst ja Gott, die große Einheit, den absoluten Mittelpunkt, magst du ja zu was ausgedacht. Mhm. Und ich sage, wenn sich da welche aufregen, umso mehr dir diese simplen kleinen Sätze, die jeder 13-Jährige, die Betonung liegt auf der 13, verstehen kann, der begreift, was 13 im Symbol, im Broten ist, die Einheit, die Heilung, die Liebe, rot gelesen, allumfassend. Ich brauche keinen Intellekt dazu. Also du musst auch nicht Wörter auffächern können. Du könntest diese einfachen Sätze auch verstehen, ohne dass ich dir einen Beweis liefere. Na klar. Ja. Und dann wird dir dieser Schwachsinn unserer Physiker bewusst, unserer Chemiker bewusst, die Äffen nach, es sind Affen bei eigener Definition. Und spiel doch wirklich, probier es aus einmal, ohne jetzt böse zu sein, ohne Unruhe zu stiften, diese kleinen, vielen kleinen Beispiele, wo ich immer dir sage, mal spiel mit den Tierchen in deinem Traum als Tierchen unter Tierchen. Geh doch, wenn dich traust, zu deinem Chef, wenn du irgendwo angestellt bist, und sagst, ich habe heute Nacht nicht schlafen können, mir ist heute bewusst worden, dass du eigentlich bloß ein Affe bist. Mhm. Kannst du mal Affe dazu sagen, das steht du MM. Du MM. Mhm. Materie, was aufgespannt ist, was existieren ist. Und wenn du das ernst sagst, schau, wie er reagiert. Und dann merkst du dann die Schizophrenie, an der du bisher gelitten hast. Dass du beleidigt bist, wenn ein Affe zu dir sagt, aber auf der anderen Seite alles Mögliche tust, um diesen Affenkörper am Leben zu halten. Mhm. Das ist Schizophrenie. Dass jeder normale Mensch in dir, junge Leute, meinen, sie hätten eine eigene Meinung. Ich sage, du hast deine eigene Meinung, wenn du wirklich was vollkommen, was überhaupt kein anderer hat, dass du nichts nachäffst, was Mode anbelangt. Das Thema hat mir jetzt hier mit Frisuren, hier mit meinem Jo, wo ich sage, wenn wir 76, 77 in die Disco gegangen sind, weil der so Haare gehabt hat, so einen Block gehabt hat. So, wenn du jetzt eine saubere Frisur, so wie wir jetzt die sehen, wir haben so einen stylischen Friseur, einen Männerfriseur in Weißenburg, in Jefferson heißt der, wenn du die raussiehst, die sind ja gebügelt hier vom Feinsten, ganz glatt und oben hingehübscht, soll ich die, wo sich jetzt schick machen, wenn sie auf die Biss gehen, gut, wir haben jetzt Corona, geht es nicht, soll ich, die hätten sich zu unserer Zeit, wir hätten die sich gar nicht mehr auf die Straße drauf, bloß ja, mit der klar. Da hätte man nämlich gesagt, das sind ja Nazis. Nein. Es ist, und jetzt kommen die langen Haare wieder und nachher laufen wieder alle mit langen Haaren. Es sind Äffchen, die zitieren, und wichtig ist, du musst erkennen, inwieweit ist das noch in mir drin. Eine eigene Meinung haben, meine wunderschöne Geschichte mit dem Banker und mit dem Penker. Das bringt es auf den Punkt. Wenn die große Aufruhrzeit war in die 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre, die Punker in England, die hier rebelliert haben gegen das Establishment, wie man das so schön nennt. Die schönen, korrekten, mit den Anzügen und mit den Krawatten. Haben die wirklich rebelliert, haben die eigene Meinung, haben die was Neues in die Welt gesetzt?
Mit Sicherheit nicht, das sind erst einmal Reizausleser, die hochkommen. Jeder, der das jetzt nachäfft, der rebelliert eigentlich nicht, sondern der verwirklicht bloß wieder ein nachgeäfftes Programm. Mhm. Und ich sage immer eigenständig, wenn du, um das nochmal zu sagen, wenn du ein Banger bist, dann läufst du mit der Krawatte und mit dem Anzug rum. Und wenn du wirklich ein eigenes Programm bist, dann müsstest du das genaue Gegenteil machen. Und der Banker genauso. Ein Banker, der gegen Spießigkeit rebelliert, das ist sein Programm. Der müsste ein Spießer darstellen, dann hätte er sein Programm überwunden. Mhm. Um in die Mitte zu kommen, genau. Mhm. Das ist, und die zwei Seiten brauchst du beide. Du musst erst die Seite wechseln und beides, was sich widerspricht, dann eins machen. Alles, was sich widerspricht, führt dich auf einen höheren Bewusstseinszustand. Bist du jetzt ein ausgedachter Geist oder bist du ein ausgedachter Körper in Trockennasenaufen? Keins von beiden. Der ausgedachte Geist und der ausgedachte Körper, die können eins werden. Mhm. Weil ausgedachter Geist kannst du auch Gott dafür setzen. Ja. Und nirgends wird es schöner beschrieben wie in deinem Physikbüchern. Und das sage ich immer wieder, das musst du nicht wissen. Hättest du jetzt Physik studiert, dann könnte ich dir das zeigen, weil dann die Grundlagen da wären. Das mühselig ist, dass ich ja jeden Kleinigkeit, ich merke das bei normalen Menschen, die sind ja schon mit der Sinusfunktion komplett überfordert. Das ist, ich sage immer, in meiner Welt, ich gehe mal davon aus, dass eine gewisse intellektuelle Bildung, aber die Schwierigkeit ist, dass das, was ich in meine Köpfe als Allgemeinbildung mir hineindenke, als Blackbox jetzt, ich sage, ich spreche jeden Menschen, der in mir auftaucht, der jetzt erst einmal von mir geträumt hat, spreche ich eine gewisse Allgemeinbildung zu. Und du bist dann komplett entsetzt, wenn du nachfragst, was da eigentlich an Allgemeinbildung drin ist. Mhm. Das ist die Masse in einem Supermarkt, wenn du die ansprichst, da ist nichts mehr da an Schulbildung. Mhm. Ist wirklich so. Nein. Ich sage, es sind Wählerstimmen, zumindest sind es Wählerstimmen. Für unsere Politiker müssen wir ja gar nicht reden. Das spielt sich dir zurzeit ein Spiel in Deutschland, das ist so unendlich erbärmlich, dass dir irgendwann einmal bewusst wird, da geht es wirklich nur um Macht. Und um Postengeschachere, um ein einziges Postengeschachere, das Thema hat man so oft. Es ist die Intronisierung von absoluter Unfähigkeit. Was sie sind Machker und sie können gut aufsprechen. Aber das Problem sind wieder nicht die Sachen, die du dir ausdenkst, sondern das sind die, die drauf reinfallen. Und die orientieren sich eben an den Massenmedien. Und die Massenmedien ist ein altes Spiel seit Ewigkeiten, die alte Hitlerrede über das Kapital anhören. Und dann wirst du feststellen, so dumm war der nicht, so böse war der nicht. Außer du äffst natürlich wieder deine Schulerziehung und deine Mattenmedien noch. Zugehört, was der gesagt hat, hat eigentlich gar keiner. Dasselbe ist es hier, wenn einer die neue Holo-Feeling-Seite aufmacht und die sehen dann dieses komische Christuszeichen, dann ist es sowieso eine Sekte. Interessiert mich nicht, weil mit Sekten will ich nichts zu tun haben. Und begreife gar nicht, dass in der größten Sekte ich eigentlich drin bin, nämlich in der Sekte, wo ich meine, das ist der wirkliche Glaube. Genau. Ja, die sind es, Udo, die sind es aber auch nicht wert, wenn die so, so oberflächlich sind. Wenn ich mit dir jetzt ausdenke. Die dann immer wieder auf in mir. Wieso denkst du die dann immer wieder rein in deinen Kopf? In mir meine ich jetzt rotgelesen. Weil ich dann doch irgendwie nicht loslassen kann. Es ist wie beim Auto auf der Autobahn. Du fährst vorbei und es sieht so gruselig aus, dass man gar nicht wegschauen kann. Irgendwie hat es eine magische Anziehungskraft. Irgendwas ist in den Fingern wieder drin. Nimm's leicht. Du nimmst es ganz einfach, ganz leicht. Es ist wirklich nur der Schlüssel liegt darin, einfach sich zu disziplinieren, was habe ich für einen Reizauslöser und wie reagiere ich drauf. Ich schaue mir das an, ohne was verändern zu wollen. Ich muss auch mit meinen Wertungen einverstanden sein, auch wenn ich jetzt mir bewusst bin, dass die immer einseitig sind. Mhm. Dass die Wertungen immer einseitig sind, dass du so Hirnwichsereien betreibst auf kleine Reizauslösungen, dann, das soll immer wieder, das ist wie so eine Gedankenblase, wo du aufbaust. Mhm. Aber das ist nur, weil du es jetzt denkst. Und dann kommt der nächste Reizauslöser, du kommst vom Hundertste ins Tausendste. Und immer natürlich unbewusst chronologisch. Und wenn man jetzt, du kannst ja auch dir deine Gefühle bewusst machen. Es kann so ein Gefühl in dir auftauchen, einer absoluten Gewissheit, dass es so ist. Jetzt ist natürlich das GE-Quadrat, wie es in Rot geschrieben hat, nichts mit der Gewissheit, mit dem Wissen zu tun, das du in dir trägst. Ja. Das ist deine Logik, weil die immer suggerieren, dass das, was dir logisch erscheint, irgendwie total richtig ist. Was ja auch stimmt, das ist ja auch richtig, das ist eine Richtung. Aber die ganzen Kehrseiten, die dir unlogisch erscheinen, die bekämpfst du jetzt, weil du willst ja nichts Unlogisches glauben, du willst ja nichts Verkehrtes glauben.
Und das ist immer, halte ich an dem einfachen Beispiel. Ich sehe doch, dass der Henkel rechts ist. Jetzt behauptet er, der Henkel ist links. Was ist das für eine Spinne? Wie kann man sowas glauben? Das ist das Spiel. Das klingt so easy und es ist so easy. Das Problem, das Vorgelegte. Das ist das mit Holofilling, wenn man mal die Grundlagen hat, aber das muss ich jetzt dem Brösel, der mit Thomas oder mit dem Redo-Programm arbeitet, muss ich das überhaupt nicht erklären. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es mit deinem Programm aus? Hast du das schon insoweit vervollkommnet? Der Geist, der mich jetzt sprechen hat, der jetzt nicht unbedingt Redo oder Thomas ist, hast du dich schon so weit vervollkommnet, dass du zumindest die rudimentärste Grundlage der Vordersprache verstanden hast? Nein. Und vor allem musst du wissen, was du selbst bist. Ohne in einen Größenwahn zu verfallen in Bezug auf den, der du zu sein glaubst. Du bist der Schöpfer, du bist der Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. Und ich sage das ganz geht zu den Geist. Die kann nicht anders sein, wie sie von dir gedacht wird. Und im Großen, Kleinen, zwei Seiten, in deinem Denken muss dir das schon klar sein, alles, was du denkst, ist hier und jetzt in deinem Kopf. Und es kommt aus dir, was du jetzt denkst. Das gilt auch für das heliozentrische Weltbild. Wo war das die ganze Zeit? Das ist jetzt nur ein Wort, heliozentrisches Weltbild. Das ist wieder ein Ordner. Und jetzt schauen wir, was du für Vorstellungen, komischerweise stellst du dir das zwar vor, aber sehen kannst du das nicht mesokosmisch. Man kann das auch im Mesokosmos. Es ist ja immer, man geht ja davon aus, dass die Naturwissenschaftler hier das, was sie entdeckt haben. Und ich sage, die große Masse von Mikro- und Makrokosmos gibt es überhaupt nichts zu entdecken. Ja. Nicht einmal ein heliozentrisches Weltbild kannst du entdecken. Das sind logische Konstrukte. Absolut. Du äffst geistlos logische Konstrukte nach und baust Vorstellungen in dir auf. Ja. Ich kann nicht sagen, du bist der Computer, du hast eine Programmierung und dieses Programm zwingt dir gewisse Vorstellungen, Bilder auf dem Bildschirm aufzubauen. Die Ursache ist das Programm und nicht, dass da außen die Bilder schon da waren, bevor ein Programm existiert hat. Das ist das Umdrehen der Kausalität. Deine Mutter existiert auch bloß, wenn du an die denkst. Absolut. Und vorher gibt es sowieso nicht. Das zu erkennen und Ja zu sagen, das ist es. Das verwandelt dich. Das lässt die Wunde in dir passieren. Und dann wirst du auch irgendwann den Mund halten können. Wir haben so schön mit unseren Uhr, habe ich immer wieder gesagt, wenn du dich jetzt nicht hinsetzen würdest, dann würdest laufend uns auch toll erklären, dass du ja erkennst, dass du eigentlich blöd bist, dass du nichts verstehst. Ich sage, wenn du dir nicht immer einreden würdest, dass du blöd bist und wenn du nicht die Zeit, ich sage immer wieder, die Zeit, die der Mensch verschwendet, eben aufgrund von einseitigem Interesse, was übrigens nichts verkehrt läuft, dass du dich zumüllst, zum Beispiel bloß hier in Chats oder im Internet drin hängst, war heute Morgen übrigens auch dieser wunderschöne Bundestagsausschnitt drin. Es ist so unendlich erbärmlich, irgendeine Rede von der AfD, wo nur steht, beachte auf die anderen Politiker, wenn die Kamera in die Ränge der Abgeordneten reinblendet. Da ist ein Bild, ich wollte es fast reinstellen, das waren 7, 8 oder 9 CDU-Politiker. Einer hat eine Zeitung gelesen und 8 Stück, glaube ich, haben in ihre Handys geklotzt. Ja. Das ein komplett. Waren, die meisten Ränge waren erst einmal leer, aber einer hat eine Zeitung gelesen und 8 Stück waren an ihren Handy gehängt, während die AfDlerin ihre Rede gehalten hat. Das und der Großteil war jetzt nicht da. Von den Plätzen. Und ich sage immer wieder, was ist es für ein Bundestag, wenn ich von vornherein das, was ich mir anhören sollte, nämlich die Gegenseite, was mich interessieren sollte, die anderen Perspektiven, die anderen Meinungen, die genauso unvollkommen sind wie meine Meinung, dass ich mir mal andere Meinungen anhöre und dann versuche, nicht einen faulen Kompromiss zu finden, sondern wirklich eine Synthese und was vollkommen Neues mich auszudenken. Das kann aber nur der Geist, der sich das ausdenkt und nicht diese Figuren. Das sind die vielen Führerscheinprüfungen. Genau. Und ich sage, wenn du da eine Ordnung haben wolltest, die jetzt sich aufgebläht haben mit Idioten, von machtgeilen Idioten, wohlgemerkt Idioter, keine Beleidigung, einfache Menschen, Menschen bei eigener Definition sterbliche Trockennasenaffen, die zuerst einmal sich selber über die Runden bringen wollen, dann müsste man Folgendes machen, ich sage, das wäre jetzt einmal das Erste, immer nur Hirnwichserei, was wir jetzt betreiben, dass wer im Bundestag ist, wenn irgendwelche von irgendeiner Partei eine Rede hält, dass die alle aufmerksam zuhören und wenn irgendeiner nicht zuhört, dann muss der aus dem Bundestag rausfliegen. Ja. Weil er mit anderen Meinungen nichts zu tun haben will. Ja, klar. Das ist ja der Kampf, nur Intronisieren von einseitig. Da kommen gerade das Bild von Matrix, wo die da mit Zion in diesem hohen Rat sitzen und alle hören zu, alle, weil sie haben alle ein Schiff zu verantworten. Das ist
Es ist immer die Geschichte, die Weisheit der Alten auch. Die Weisheit der Alten ist, wo ich immer wieder auf dem Plaudern starte, meine Schiffsmannschaft, die rausgesucht wird, da reißt sich keiner, der muss befohlen werden, dass man kennt, der hat die Weisheit, der hat die Demo, die Großmäuler, die Söder, Schröders, die Kohl, egal wie sind. Es ist doch alles, wenn du hinter die Fassaden schaust, das ist hochgradig korrupt. Und das kannst du dir schön denken, so viel du willst. Die Schwierigkeit ist, es sind Spiegelbilder deines Charakters. Inwieweit ist das noch in mir drin? Wenn das noch mal in dir drin ist, hast du eine kleine, kleine, sehr überschaubare, wundervolle Welt um dich herum. Ich sage jetzt, wenn ich mir jetzt mich als Udo denke, Namen sind austauschbar, ich kann auch an Redo sagen, dann ist es, du reduzierst einmal dein Umfeld extrem und du hast eigentlich nur, was du jetzt täglich zu tun hast, mit liebenswerten Menschen zu tun. Das müssen nicht unbedingt Geisterdehinder sein, das können auch KI sein. Ja. Ich habe es nur mit die Handvoll Leute sind extrem liebenswerte Menschen und jetzt brauche ich das Gegenteil und die Masse, wenige und viele. Ja. Der weiteste Weg der Masse in die Verderbnis, das ist der Kontrast im Hintergrund. Den Zustand, den musst du dir jetzt erst einmal hier aneignen. Und da gilt immer die, ich weiß immer wieder, das Wertvollste, was du besitzt, sind deine Sprichwörter und die Märchen. Und ein Geschichtsbuch ist ein Märchenbuch vom Hitler. Das sind Märchenbücher. Das gibt ja bloß jetzt. Verstehe die Symbolik im Hintergrund. Und die spricht ganz einfach ein Sprichwort. Zum Beispiel, sag mir, mit wem du gehst als Trockennasenaffe und ich sage, wer du bist in deinem Inneren. Weil du ja nur mit Leuten zusammen bist, die in einem gewissen selben Interessensbereich liegen. Wenn das nicht derselbe Interessensbereich wäre, würdest du ja nicht laufen, mit denen nicht zusammen sein. Und dann wird innerhalb dieses Interessensbereichs geht es um irgendein Thema. Zum Beispiel Welt verbessern wollen. Wie kann ich einen polaren Rand verbessern? Welt ist das Brandopfer. Und natürlich immer einseitig. Es ist egal, es ist mir vollkommen klar, dass das, was dir richtig erscheint, für dich vollkommen logisch ist. Aber dass die Logik, es ist auch richtig, aber extrem fehlerhaft richtig. Jetzt könnte ich wieder mal einen Kabelstecker zitieren. Du behauptest, der Auto ist ein Kabelstecker. Und der andere sagt, nein, ein Auto ist ein Stück Schlauch. Der andere sagt, nein, ein Auto ist eine Schraube. Eine Küche ist ein Salzstreuer. Nein, eine Küche ist ein Messer. Ich sage, ihr habt ja ein bisschen recht, ein bisschen, ihr seid so unendlich weit weg von der wirklichen ganzheitlichen Wahrheit. Ja. Aber die ganzheitliche Wahrheit ist keine sinnliche Wahrnehmungseinheit mehr, die vorstellbar ist. Es ist das Wissen, was eine Kollektion ist. Genau. Schöne Beispiel jetzt mit der Küche im letzten Selbstgespräch, wo ich sage, das Wort Küche, müssen wir jetzt erst einmal kleine Ordner reinmachen, die mir Küchen nennen, spezielle Küchen nennen. Die Küche vom Thomas, die Küche vom Redo, die Küche von dem, die Küche. Aber das ist, die speziellen Küchen sind immer noch Chats in den großen Ordnerküche. Ja. Und genauso ist es mit Religionen. Das Christentum hat viele kleine, kleine, kleine Facetten. Katholiken, Protestanten, Calvinisten, bla 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 bla. Und da geht die Streiterei schon los, die einseitige Vorstellung von richtig und verkehrt. Bei Moslems, bei Juden ist überall gleich. Es gibt nicht den Juden. Die haben genauso eine ganze Palette von verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten. Zionisten, und so weiter, Ultraorthodoxe und so weiter und so weiter. Bei Moslems überall hast du das. Kiste in Kiste in Kiste in Kiste. Jetzt fängst du an, einmal hier dir größere Komplexe vorzustellen. Da geht es nicht um Wissen, das ist halt mit Arbeit verbunden. Das war ja das schöne Gespräch. Wenn du lesen und schreiben lernen willst, dann musst du halt erst einmal dich hinsetzen und lesen und schreiben lernen, zumindest in einer Sprache. Wenn du Fremdsprachen verstehen willst, musst du dich halt hinsetzen und Fremdsprachen lernen. Es geht aber nicht um dieses Wissen. Bei Holofeeling geht es erst einmal darum, was bist du selbst? Da musst du dir halt einmal eigene Gedanken machen, was du selbst bist und dann wirst du feststellen, du bist kein Gedanke. Du bist keine Information. Du bist was ganz was anderes. Und so ausgedrückt ist es komplett anders, wie wenn die Esoteriker sagen, ich bin ja bloß Geist, ich bin ja ewiger Geist, wir sind ja schon. Das ist wie wenn ich sage, ich bin ein Gott. Ich sage, ja. Bist du nicht. Du bist nichts. Ja. Aber dann doch wieder Gott, wenn ich was, das Ei, der Schöpfergott, Ei hier auch nichts ist. Genau. Und überprüfbar. Es ist sofort auf der Stelle sogar von einem 13-Jährigen überprüfbar. Nur mit dem Beispiel mach dir mal bewusst, dass wenn du an dich denkst, taucht in dir eine Information auf. Und sobald du an was anderes denkst, taucht eine andere Information auf. Und du bist immer noch derselbe, der sich das ausdenkt und anschaut.
Und in dem Moment, wo du dir das denkst, ist der, der immer gleich bleibt, auch schon wieder was Ausgedachtes. Ja. In deinem normalen Alltag, im ewigen Hier und Jetzt, ist eigentlich nur deine ständig wechselnden Informationen, die du erlebst, das ist dein Leben. Der Traum ist dein Leben. Und die Erscheinungen in deinem Traum sind deine Körperglieder. Darum steckt auch die Lieder mit drin. Darum habe ich ja vor jetzt normal wieder gedacht, hier, das Spitz hast du mal auf Lieder aufgebaut. Ja. Egal, was sind die Auftrag, das ist ein winziges Puzzlestückchen von dir selber. Und du nimmst es wieder, mir spiegeln bloß diese Facetten heraus, so wie du jetzt beim Film die einzelnen Bilder aus der Datei heraus spiegelst und diesen jetzt, diesen Komplex im Arbeitsspeicher herausgespiegelt hast aus deiner Festplatte, wenn da viele Filme drauf sind und die Festplatte wiederum, was da drauf ist, ist eine Facette aus dem Internet. Unser Spiel. Buch, Bücherregal, Bibliothek, Bibliotheken. Das ist eine Hierarchie. Ja. Vorstellen kannst du dir das nicht. Du kannst es sein, dieses Wichtige, der Mittelpunkt sein. Und alles andere sind unsere Phasen um uns herum. Der Einheitskreis ist natürlich eine Vereinfachung, weil wir hier das Ganze nur immer flächig sehen. Das Ganze kann ich ja in der Kugel auch machen. Jetzt kriegen wir dann unser KGL. Das heißt, das sind Kugelwellen. Und ich sage, jetzt kommst du zu unserer atmenden Kugel. Mein Sternwerferbeispiel. Die Bilder, ich rede in einer Metaphorik zu dir. Das ist, weil ich eben gezwungen bin, im Basic das auszudrücken. Also das wirkliche Holofeeling ist Windows, ist vom Basic überhaupt nicht verstehbar. Aber ich zeige, weil Wolfgang die Ausgangsbasisrede war, was heißt Basic ausreizen? Basic ausreizen heißt, sämtliche Wissensgebiete, sämtliche Glaubenssysteme der Menschheit zu benutzen, zum Denken zu benutzen. Nicht nur das, was dir logisch erscheint und alle, die unlogisch erscheinen, zu ignorieren oder wegzuwerfen. Du musst sämtliche Glaubenssysteme, Religionen und Unterreligionen musst du zum Denken benutzen. Dann wirst du die Fehlerhaftigkeit merken, aber wie sich das irgendwie ganz wundervoll ergänzt. Überall ist ein Quäntchen Wahrheit drin. Das ist das, was die jetzt richtig anziehen. Das ist das Quäntchen, was du wahrnehmen kannst, wenn du mit dieser Logik denkst. Aber alles, was die falsch verkehrt ansehen, ist in der Logik ja nicht drin. Das Quäntchen Wahrheit ist all das, was eine Logik dir suggeriert, dass es richtig ist, Richtung ist. Und all das, was diese Logik sagt, das ist verkehrt, falsch, haben die in ihrer Logik nicht, weil sie es bekämpfen und nicht haben wollen. Genau. Und jetzt merkst du, das passt dann irgendwie mit die Puzzlestückchen zusammen. Und das gilt dann auch für jede Erscheinung. Ich kann jetzt beim Puzzle sagen, wenn ich jetzt wieder so mache, das Ding, das Puzzlestück mit der Nase, das ist die Gesundheit, das ist der Mann und das mit der Nu drinnen, das ist die Frau, das ist die Krankheit. Und jetzt, wenn ich es aneinander lege, was passiert dann? Dann verschmelzen die zu was vollkommen Neuem, zu einer Einheit. Und das ist, was du rausspiegelst, sind Puzzlestückchen, die du nicht verändern darfst, sonst kannst du sie nicht anlegen. Das sind Metaphern, die du mit Basic verstehen kannst. Das ist Liebe deine Feinde. Ja. Und Lieben ist nicht deine blaue Vorstellung von Liebe, ganz, ganz wichtig. Ich kann an, also mit meiner Logik, jetzt sind wir wieder am Anfang hier mit den Schwulen, ich kann mir Schwule ausdenken und ich kann die lieben. Ich kann aber, die stehen im Widerspruch zu meinem Programm. Hetero, sexuell, homosexuell. Ja. Egal, ob du jetzt ein Lesbisch bist oder ein männlicher Homosexueller bin. Und dann kommt dann irgendwie so diese Sätze, wahre Liebe gibt es eh bloß unter Männern. Weil Programme selber können sich Frauen, Weib, Frau, das Wilde, unsere Frau ist ja wild, doppelt aufgespannt, ILD, wild. Aber W ist B, wild. Im Kind. Im Kind sind die eins. Darum ist ja auch Mann und Frau erzeugen ein Kind. Das ist Ille. Aber das Kind ist das Bild und es besteht aus unendlich vielen Facetten. Ja. Wer hören kann, der höre. Ja, schön. Die Aussage, dir etwas zu Gehör bringen, ist ganz interessant. G-E-Quadrat wissen wir, Hör, die Ohrenbadungen, Bri, Unterform von Bader, Bri, Heilungsprozess. Ja. Herr, göttlich, ne? Es ist göttlich. Das ist auch immer wieder mal irgendwann sich ein bisschen hier am Riemen reißen und dann immer wieder gleich uns wieder zurückholen in die Ebene der Realitäten, dass ich sage,
du sitzt jetzt da wie ein Brösel und dann wirst du aufstehen und wirst Essen kochen auf dem Klo gehen, das lässt du ganz normal weiterspinnen. Da mischt sich komischerweise Holofeeling überhaupt nicht ein. Ja. Das machen aber alle anderen. Die sagen dir, was du essen sollst oder was du nicht essen sollst, die Christen zum Beispiel, und sind ja so Fans vom Neuen Testament, und da schauen wir mal nach. Lass dir nicht vorschreiben, was, welche Feiertage du halten sollst, was du essen und was du trinken sollst. Nein. Sei das tiefgläubiger Materialismus. Nein. Nein. Unbewusstes chronologisches Denken. Ein Hin- und Hergerissen sein. Das macht es nicht besser, wenn man es jetzt glauben, in die Hardcore-Christen in Amerika ausdenken, die ja den Darwinismus ablehnen. Man müsste meinen, dass die einen ganzen Schritt weiter sind. Wenn man jetzt mich sprechen hört und Darwinismus Vergangenheit, nee, die Vergangenheit, nein, sie glauben ja trotzdem an der Vergangenheit. Ja, klar. Das heißt, die biegen sich bloß ihre Märchengeschichte materialistisch-chronologisch an. Ja, aber es ist dann irgendwann einmal die Erkenntnis, was erwarte ich eigentlich von meinen Gedanken? Es geht um den einen Satz, kann ein Gedanke, eine Information, die ich jetzt in mir wahrnehme, egal was mich jetzt zwingt, das, was ich jetzt denke, um mich herum in Raum und Zeit zu verstreuen, es dann als gut oder böse oder richtig oder verkehrt zu definieren, kann sich das raussuchen, dass ich das jetzt denke und dass ich das so definiere, wie ich es definiere? Und ich sage, das Einzige, worum es geht, du bist ein Geist, wenn du mich jetzt sprechen hörst, und du hast prinzipiell die Freiheit, ganz wertfrei zu beobachten, was der, mit dem du dich ein Leben lang verwechselt hast, was er, für was er sich interessiert und wie er seine selbst aufgeschmissenen Gedanken, selbst produzierten Gedanken aufgrund des Intellekts, den du zum Denken benutzt. Du bist ja der, der diesen Intellekt zum Denken benutzt, den du jetzt beobachtest. Was du für Einseitigkeiten produzierst. Und das hast du immer dran denken, nichts zu verändern. Die Veränderung besteht darin, dass du der wertfreie, absolut wertfreie Beobachter von dir selbst bist. Der Sinn des Lebens ist, rauszukriegen, wie funktioniert mein blaues Ich? Wie funktioniere ich Mensch eigentlich, dieses Menschenprogramm eigentlich, das ich zurzeit in meinem Kopf verwirkliche? In Form, dass ich dieses Programm in mir selber durchlebe. Als ein kleiner Brösel, als der, der ich zu sein glaube. Weil das Programm wirft ja die ganzen anderen Menschen auch auf. Genau. Dein jetziges Programm wirft eindeutig jetzt auch an Thomas, an Redo und Bruder auf. Und alle anderen, die du dir ausdenkst, die kommen doch aus diesem Menschenprogramm. Das Buch, wo ich immer wieder sage. Ja. Das Problem ist, dass du nur glaubst, einer von denen zu sein. Ja. Das ist halt, wenn du jetzt glaubst, du bist der Redo, sitzt du halt jetzt, wenn du dir Gedanken machst, nach deinem Programm in der Schweiz und hast einen gewissen Computer auf deiner Verabredung. Also in einer gewissen Entfernung vor dir. Ist ja nur Feuerbrille. Und wenn du glaubst, du bist der, der du jetzt zu sein glaubst, dann sitzt du wieder vor einem anderen Computer und sagst, ich bin jetzt in der Stadt, ich bin der und der. Das ist dein Programm. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Das Komplexere kriegt bloß der, mit der vom Bücherregal steht. Das heißt, das checkst du dann, wenn du Windows kriegst, dann bist du nämlich JCA, dann bist du ich. Fenster zur Wirklichkeit. Das sind diese schönen 8 Stufen von unseren, ganz simpel und einfach. Jetzt sind ja immer wieder, du hast heute Morgen auch ein paar Sachen aus Ich bin und du bist dich reingestellt. Es ist sehr interessant, Redo, hast du das kurz gesehen im Chat? Nein. Er hat einen kleinen Ausschnitt von Ich bin du wieder gemacht, wo ich über Politik gehe, so Kleinigkeiten, und dann vom Finanzamtbrief natürlich wieder gewisse Stellen rauszogen. Und es ist interessant, ich höre jetzt das von vielen Geistesfunken, die jetzt in ihrem Programm schon sich 15 Jahren oder was mit Holofeeling beschäftigen, die sind so tief erschüttert, dass die sagen, oder, das habe ich vor 15 Jahren schon gelesen. Vor 20 Jahren schon gelesen einige. Und die sagen, das ist komplett jetzt anders. Ich sage, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, wie unendlich tief das ist für mich. Ja, ja. Diese ganz einfachen Sätze. Ja. Wie das auf den Punkt präzise formuliert ist, was Politik ist. Das ist ein ganz simples Beispiel. Und ich sage, das ist auch ein Erkenntnis, wenn du das jetzt irgendwelchen Menschen gibst, und jetzt haben wir wieder, jetzt hast du mal zwei Seiten. Erwartet dich nicht, selbst als normal gedacht, sprech hinter einem Menschen an Geist, an Geistigkeit zu, hinter der Maske. Wir haben 3 Schichten. Das heißt, die Persona, die Maske, der Mensch ist das Programm. Das wäre jetzt in einem Videospiel, siehst ja du nur die Person auf dem Bildschirm, und hinter dieser Person steckt immer ein KI, ein Reaktionsprogramm, und dann brauchen wir noch einen Geistesfunken. Beim Singleplayer-Modus bist der Geist hinter den Masken immer du selbst.
Und im Multiplayer-Modus machen wir jetzt Geistesfunken draus. Ja. Wenn da einer mitspielt, ein anderer. Und das ist drum, genau deshalb ist Computer da. Ja. Und das zeigst du mal, es geht wirklich nur, indem du zuerst einmal die elementare Grundlagen aneignest, und da geht es nicht um das intellektuelle Wissen, sondern die Bemühtheit, in einer ständigen Selbstbeobachtung zu sein, kann das immer nur wiederholen. Meditationen, wo du dich auskoppelst, in ein Zimmerchen hinsetzt, einen Schneidersitz, ein Räucherstäbchen anzündest, das bringt nichts. Eine momentane Ruhe, aber das hast du auch, wenn du dir die Birne zusaufst oder ein halbes Stückchen hinlegst und einschläfst. Ja. Abzuschalten. Mhm. Aber wir wollen das ja nicht abschalten. Spielen. Und du spielst doch. Du bist doch ständig im Fluss. Du musst jetzt nur begreifen, dass du nicht da, aber da bist, als dem du dich erlebst in deiner Matrix, mit ständig wechselnden Bildern um dich herum, sondern eigentlich der Protagonist, auch der Regisseur ist, der den Joystick in der Hand. Das heißt, du wirst jetzt merken, dass der Regisseur aber nicht selber bestimmt, sondern das ist ja seine KI, das Programm. Das heißt, du wirst jetzt dann, das Video wird zu Ende sein, beobachte, es wird jetzt passieren. Jetzt wird dieses Video zu Ende sein, weil alles jetzt ist, und dann schaust, was in dir auftaucht. Weißt du schon, was du dann machst? Du kannst jetzt eine grobe Planung, wie ich das immer wieder nenne, aber das kann von einer Sekunde kann das umkippen. Na klar. Dass du zum Beispiel sagst, oh, ich muss jetzt dringend, wann hört er endlich auf, wie lange habe ich noch, ich muss dringend pinkeln. Halte ich es nur aus oder halte ich es an? Oder, kennst du, gell, Thomas? Ich muss jetzt dringend pinkeln. Und dann sagst du, jetzt muss ich dann dringend pinkeln. Dann ist das Video zu Ende und dann stehst du auf und dann gehst du 4 Schritte und dann klingelt dein Telefon. Nein. Dann ist zack, so wieder weg, dann ist das Telefon. Dann labert dich vielleicht der andere zu. Wenn das jetzt im ersten Moment interessant ist, ist kein Hauch mehr, dass du pinkeln musst, bis das dann zeigt wird, und dann kommt wieder diese Macht des Pinkelnmüssens, und schau dir dieses Bild an. Einfach nur anschauen. Ständig wechselnde Bilder. Es ist immer nur das Existent, was gerade als Information vorliegt. Wie die Blues Brothers, ne? Ganz einfach nur schauen und lass dir machen. Schau, wie du reagierst, was du dir wünschst, was du nicht wünschst, was dich nicht interessiert. Und dann wirst du bei ständiger Wiederholung, erst wenn der Beobachter da ist, wird dir die Sinnlosigkeit von Wiederholungen bewusst. Du weißt, Redo, seit 20 Jahren soll ich, wenn dir die Sinnlosigkeit von Alche bewusst wird. Alche ist ja nicht etwas, was ohne Grund in dir auftaucht. Es ist ein wertfreier Reizauslöser, auf den dein Mechanismus zwanghaft negativ einseitig reagiert. Und dann fühlst du dich scheiße, du ärgerst dich. Dann kann aber der Reizauslöser nichts dafür, dass du dich drüber ärgerst. Ich spiele dir irgendein Pixelmännchen, einen Politiker ein, der macht auf einem Monitor auftauchen oder bloß in Form einer Zeitung, in Form von Farbspritzern auf einem Papier. Und du resonierst so heftig, du begreifst deine Hirnwichserei und regst dich gnadenlos drüber auf. Das sind übrigens die ganzen Gutmenschen. Zum Beispiel wieder mein Prinz von Anhalt. Das dann, und alles denke ich mir doch. Du wirst irgendwann einmal erkennen, dass du ich bist. Ich denke mir doch das dann aus. Und dann kann ich beobachten, wie mein Programm, mein einseitiges Programm, so wie es ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt absichtlich die Gegenseite benutzt beim Prinz von Anhalt. Für mich hat er überhaupt nichts Schlimmes gemacht, wo er gesagt hat, ich finde es widerlich, wenn hier Männer rumschwuchteln und sich gegenseitig die Schwänze in den Arsch stecken. Mein Programm sieht es genauso. Ich habe aber nichts gegen Homosexuelle. Okay. Weil ich wäre auch einer, wenn ich das Programm hätte. Ah ja, klar. Und dann würde ich danach gieren. Ja. So wie ich jetzt nach Sachen giere, vielleicht, wenn ich dann noch abhängig bin, das löst sich mit Holofeeling alles komplett auf. Solche Sachen, ausgedachte Sachen, sind wirklich nur im wahrsten Sinne des Wortes am Rande von Interesse. Ja. Wichtig ist plötzlich was ganz was anderes. Interessant, wie wichtig ist plötzlich für mich nur noch etwas, was man gar nicht mehr existieren kann. Ich selbst, Rotke lesen. Ich selbst und meinesgleichen. Das ist die Betonung Quelle. Nicht auf die Leichen, wenn ich es blau lese. Aber das immer, es gibt kein Blaues ohne Rotes. Es gibt aber auch kein Rotes ohne das Blaues. Es gibt keine Wellen, keine Veränderung ohne dem, der immer ist. Und der immer ist, ist ein absolutes Nichtgedachtes Nichts, wenn keine Wellen da sind. Das ist das Schöne. Das wirst du nie mehr
aufheben und jetzt immer dran denken, der ausgedachte Immerseiende ist nicht immer, er ist ja nur, wenn ich ihn denke. Das, wenn ich verstanden habe, wenn ich diese Kleinigkeit verstanden habe, was rot ist, was es bedeutet, ja. Rot, Adam, ein Adam zu sein. Ein Adam ist ein Gotteskind. Ja. Es ist ein Gott. Das ist das Schöne an Holy Feeling. Und das ist Jahwe. Und das ist ein intimer Akt, ein wundervoller Akt. Dass du niemals, das wirst du niemals einen Gedanken von dir erklären können, niemals irgendeine existierende Erscheinung erklären können. Ja. Es kann auch nicht der verstehen, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Es ist ein komplett, es ist das Jenseits, nennen wir es einfach Jenseits. Das Jenseits vom Diesseits. Ja. Aber selbst dieses Jenseits, das wir uns jetzt ausdenken, ist ja nicht es ist der Punkt, wo Jenseits und Diesseits entspringen. Ja. Und all das findest du wirklich in allen Religionen, du findest es in den Physikbüchern. Mhm. Ich könnte jetzt dir die Wellengleichung, Schrödingers Wellengleichung hinmachen, wo es dann immer nur hast, dann siehst du irgendwelche kryptische Zeichen, die kein normaler Mensch versteht, ist gleich Null. Nein. Dann nochmal, was ist gleich Null? Und Null ist Null. Aber das hier im Punkt macht nicht den da. H2O. Zwei Wahrnehmungen. Mhm. Ein Kreis. Und ein nicht denkbarer Mittelpunkt. Das ist auch der Hebelpunkt, der Dreh- und Angelpunkt. Man gebe mir einen festen Punkt, der Hebelpunkt, wie du das nennst. Hebel, Habiel, das ist unser Abel in der Bibel, der vom Kain, von dem der unstet und flüchtig beweglich ein Bewegtbild wird, der unstet und flüchtig wird, das ist der Kain. Affine intellektuelle Existenz, schreibt sich das. Der hat doch den Hebel, den Abel erschlagen. Du hast deinen eigenen, du bist der Kain, du hast deinen eigenen Geist erschlagen mit dem geistlos nachgeäfften materialistischen Wissen. Mhm. Das gilt für jeden Geist, ist von egal welches normale materialistisch-religiöse Programm du hast. Holy Feeling ist der Tür öffnet, ja, dann ist kommt eine neue Welt. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ja, wer denn sonst? Das ist der Endpunkt. Du wirst aber nicht glauben, dass jetzt irgendwer, den du dir ausdenkst, ich ist jetzt natürlich nicht dieser Lautsprecher, du bist es. Du hast es doch jetzt den Thomas, wenn du träumst, hat der Thomas das jetzt, der ausgedachte Thomas, der Lautsprecher, das gesagt, weil du das träumst. Alles, was der Udo spricht, spricht er, weil du das träumst. Ja. Ich spreche mit dem, der mich jetzt ausdenkt, der sich den Thomas ausdenkt, den Redo ausdenkt und sich selbst vorstellt, um sich herum denkt, wenn du an deinen Körper denkst. Das ist der Einzige, wo mich interessiert. Und wie gesagt, die anderen am Rande auch ein bisschen, da reiße ich mir auch hin, ausschaffe, aber nur dann, wenn ich weiß, dass der Geistesfunke hinter der Maske ist. Ein Fischlein, das angebissen hat. Und da Holy Feeling auf Freiheit aufbaut. Es war immer, du redest, du weißt, wo ich gesagt habe, es wäre mir ein leichtes, dich unendlich glücklich zu machen. Aber dann würde ich dich erzwingen. Ich weiß ja gar nicht, ob du glücklich sein willst. Und für mich ist Freiheit das Wichtigste. Wenn ich dich jetzt einfach glücklich mache, dann bist du zwar glücklich, aber weiß ich, in deinem tiefsten Innern, ob du glücklich sein willst, du darfst es selbst entscheiden. Entscheiden. Ja. Aber jetzt ist doch wieder die ausgedachte Form von Glücklichkeit und das Unglücklichsein. Die Entscheidung ist das rote Glück. Ja, eben. Wenn das ein blaues Glück ist. Die Seligkeit, die jenseits einer Vorstellbarkeit von dir ist. Es ist übrigens immer, Redo, kannst dich erinnern, ich habe mal gesagt, wenn Holy Feeling, die erste Ahnung, das erste Heureka, was man selbst ist, man zu verstehen beginnt. So ist es, das ist es. Dieses Ja, wo man in der Physiognomie bei unserem Pixelmännchen Helene aufzieht, wenn man so ein tiefen inneres Ja sagt. Einfach nur, das ist ein Komplex, wo da im Denken ist, den man mit Worten nochmal ausdrücken kann. Mein Erwachen als Udo, ich mache jetzt mal eine Udo-Geschichte hier, wie ich Ohrbohrungen war, ja, ich habe meine Physik, ich habe meine Sternanlagen gebaut und dann ist das erste große Erkenntnis, die Physikbücher sind so massiv voller Fehler. Ein Riesenprozess hat lange gedauert, weil das waren für mich Götter. Die Lesch waren für mich Götter. Ich habe Wissen reingefressen, Bücher gelesen, mir Vorträge angehört und das waren für mich Götter, bis ich merkte, was das für Schwätzer sind. Das muss man natürlich auf, du hast ja keinen Einfluss mit einem Programm, das ist ein Geschenk. Dann habe ich gesagt, ich muss das mal auf die Reihe bringen, dann habe ich bin du geschrieben. Inspiriert. Und dann, wenn du dieses Ja kriegst, ich sage das extrem spektakulär, es ist so unvorstellbar spektakulär. Und jetzt ist das Verrückte, die verborgene Harmonie der Dinge,
Das Spektakuläre besteht darin, dass es überhaupt nicht spektakulär ist. Man hat ja Vorstellung, wie Erleuchtung ist. Ja. Wie ist das, wenn ich plötzlich, ich sag mal, aus dem Traum aufwache, jetzt nicht wieder als Brösel weiterschlaf, sondern wirklich wach werde, aus dem Diesseits in dieses Jenseits reinkommt. Das Himmelreich, wo man sich immer vorstellt. Ja. Und das ist ja eigentlich nichts, wie ich dir das erkläre. Ja. Darum sage ich, diese absolute Erkenntnis ist so extrem spektakulär, weil es total unspektakulär ist, nämlich von einem Augenblick auf den anderen Augenblick verändert sich oberflächlich überhaupt nichts. Ja. Wenn du an dich denkst, setzt du ganz normal mit dem Körper da, den du jetzt gedacht vor 3 Sekunden hattest. Der einzige Unterschied besteht darin, dass du jetzt 100%ig sicher, und du weißt, keiner nimmt diesen Satz 100% IG. Und immer zu Prozent sein, wenn du anschaust, schau mal auf die Tastatur. Wieso ist dieses Prozent sein über der 5? Weil jetzt bist du die Quintessenz. Mhm. Und das Prozent sein, machst du jetzt einfacher, gespiegeltes Aleph draus, die 2 Kreischen, wo da drauf sind, sind wie 2 Zahnräder, sind unsere 2 verzahnten Js. Es wird jetzt eigentlich dann auch das Kaff wie dein, JJ, verbunden plus minus. Und du sitzt dann da, wenn du an dich denkst, und es ist komplett alles genauso, wie es vor 3 Sekunden war, ja. Oberflächlich betrachtet. Ja. Aber du hast jetzt das in dir. Es ist die 100%ige Gewissheit, was du bist. Und es gibt ja keinen von Zweifel mehr, dass das nicht so ist. Dass du ewig bist, und dass nichts passieren kann, dass du nichts Existierendes auf Dauer festhalten kannst, dass du deine Rolle ganz normal weiterspielst, aber du gehst plötzlich mit jeder Kleinigkeit anders um. Du wirst zu Liebe, du wirst keinem Menschen mehr was vor, egal wie er ist, weil du weißt, der ist ja jetzt, weil ich ihn träume, ich habe das zu lernen, mich über nichts und niemanden aufzuregen. Ich habe alles rot zu lieben, das heißt genau so, einverstanden zu sein, wie es ist. Ich will an den Tieren im Zoo, sagte oder immer, wenn ich diese unendliche Vielfalt von Tieren, diese Fauna beobachte, in einem Zoo zum Beispiel, die ich mir ausdenke, ich habe nicht das Geringste daran zu verändern. Ich habe kein Bedürfnis, das zu verändern. Ich will diese Vielartigkeit von Kreaturen, wo ich der Creator bin, weil ich der träumende Geist bin. Und dann beobachte ich die Tiere und dann komme ich in die Sprache und dann denke ich mir, den Ari habe ich jetzt letztendlich gesagt. Ich rede immer von den Arien. Arithmetik hat ist was ganz, die geistige Physik und die göttliche Arithmetik, die Holo-Arithmetik des JHWH hat mit der Mathematik, mit den geistlos nachgeäfften, gelernten Wissen von Mathematikern nicht das Geringste zu tun. Genau. Nomen ist Omen. Und der Ari, wenn du jetzt an Löwen gehst, jetzt studiere ich, jetzt gehe ich wieder in Bücher, die hole ich ja aus mir, das sind ja nur Märchengeschichten, Beschreibungen, dann wirst du feststellen, eigentlich bin ich ein Ari. So habe ich jetzt hier mit im letzten Selbstgespräch mit Michael gesagt, weil er sagt, du, seit ich jetzt bin, ich kann ja kein Karateunterricht, das hat sich jetzt alles so aufgelöst, aber die Dagi, sie bringt ja eigentlich das Geld heim, hat ja einen guten Job und sie ist so happy, dass er bei mir kochen gelernt hat. Weil er bekocht sie jeden Tag, wenn sie kommt, oder die hat ein Homeoffice gemacht, dass er immer kocht und super kocht, wenn er ein bisschen was gelernt hat von mir. Kochen. Mageiros, der Koch. Mageiros. Der die Kochkunst betrifft, das ist das griechische Wort Magie, baut auf dem, der die Kochkunst betrifft. Schau mal, Magie, Mageiros. Ja. Und jetzt ist es also so, also, ja, weil du jetzt langsam ein Arier wirst. Dann schaut er mich an, so ich, ein Arier ist ein Löwe. Dann geh mal jetzt in Tierbücher rein, hol die aus dir raus und dann wirst du feststellen, was machen Löwen. Ich werde dir sagen, was Löwen machen. Löwen, die einzige Beschäftigung von Löwen, sie liegen da, sie grübeln den ganzen Tag nach über irgendwas, sie schlafen, sie fressen und sie begatten die Weibchen. Löwen gehen nicht auf die Jagd. Schau dir das an. Die Löwenweibchen sorgen dafür, dass was Essen heimkommt. Der Löwe ist der Boss. Der lässt sich von den Frauen bedienen. Jetzt ist das natürlich, jetzt kann man wieder sagen, hier. Jetzt ist doch normalerweise, früher war doch dieses Sittenbild, die Männer haben dafür zu sorgen, Frauen zu sein. Es sind doch nur Perspektiven. Ich sage, hör doch endlich einmal auf, dich an einer Einseitigkeit festzumachen. Genau. Das ist das Thema, wo ich habe. Jegliche Form von einseitiger Vorstellung, jeder Glaube, der im Widerspruch zu einem anderen Glauben steht, ist unvollkommen. Wenn du jetzt die beiden Einseitigkeiten nimmst, eigentlich die 16-Seitigkeit,
Das ist ja immer wieder, wenn ich sage, ins Geviert, war heute Morgen auch ins Geviert setzen. Das ist so ein Begriff. Aber wenn du es anschaust, ist GE Quadrat ist 4T, sind 4 Spiegel. Ja. Und wenn du dich ins Geviert setzt, setzt du dich in das Zentrum von den 4 Spiegeln. Du bist dann der Geist, rot gelesener Ruch, hebräisch Ruch, im Kopf verbundene Kollektion. Aber sind es nicht die 4 Weltgegenden, Gegenden? Ja. Um dich herum? Jetzt baut sich diese Arithmetik, dieser ganzen Holo-Arithmetik langsam auf. Ja. Das sind jetzt basic, kompatible, bildliche, metaphorische Vorstellungen für eine ganz, ganz extrem tiefe arithmetische Zahnstruktur. Ja. Da kannst du einen Hauch kriegen, wenn du die Holo-Arithmetik-Bücher liest. Ja. Und wer hat es gemacht? Ich. Da stehe ich dazu. Jetzt ist die Frage, jetzt müssen wir wieder sagen, was denkst du, wenn du nicht denkst? Schon die Gedanken, wenn ich sage, wenn ich dieses und jenes, an was denkst du, wenn du das Wort ich denkst? Denkst du an deinen Körper oder denkst du an dich als Mensch? Oder denkst du an den Geist, der jetzt in Verbindung mit seinem blauen Ich sich dann zu einem ganz bestimmten roten Ich macht? Darum brauchen wir die 4 Ich. Es ist ganz simpel, ohne esoterischen Hick-Hack, ohne irgendwelche geistlos nachgeäffte Phrasen, die ich aus das Buch heraus habe. Hat doch jetzt unser neuer Fan hat doch so schön reingestellt, einen Auszug hier aus dem, warst doch du, glaube ich, hast den reingestellt. Den neuen Holo-Feeling-Fan, wo Bleinfeld, wo ich mit der Ruth sage, dass egal wen du mir bringst, den dann drauf. Aha, ja, ja. Hat, der, hat schon wieder, der ist doch goldig, oder? Hat schon wieder ein neues gestern, habe ich gesehen. Ich muss schauen. Er ist goldig, ja, aber ist der ist ganz schnell, das ist so viel, der ist nur begeistert. Ja, du musst das Neue anschauen. Da ist ein Ausschnitt von Ellingen oder Lothar am Grill steht und so und er versteht die Welt nicht, sagt, das sind ganz normale Leute, die schauen aus, Mittelstand, die sitzen am Grill, fressen Fleisch, trinken Bier und so, das ist total. Und da macht er so eine Selbstreflexion und sagt, jetzt, ich bin durch die ganze Welt gereist, habe Gurus gesucht in Indien, jetzt sitzt er in Franken, sagt er, in Deutschland. Ja, das ist unpräzises Denken, wenn du das anschaust. Ja. Das ist in dir, im Zentrum in dir, die Zwiebelschalen. JCH, UB ist das Allerinnerste, dann erste Schicht ist JCH, dann kommt das rote Ich, das bist du, und dann kommt erst die blaue Peripherie, die sich drumherum aufbaut. Ja. Hi, Kleines. Hi. Du weißt ja, du unser Diana. Ja. Großes Lob. Nomen ist Omen, sage ich immer wieder. Das ist alle, teilweise haben die so tolle Namen, meine Ritter Richter zum Beispiel, das ist ja Richter, Geruch. Richter, wieder ganz interessant, die Ritterie ist ja die Flüssigwerden und Rotricht, das hebräische Rarix, ist ja Geruch. Eine Form von Ruch, ist Geruch, das heißt der Geist im Ruch und TR, das sind dann die gespiegelten Erscheinungen. Und dann weißt du dich von welchen irgendwie fragen, wie kannst du mal Namen aufwächeln? Ist ja selbstverständlich, kann ich das. Aber ich rate dir an, du kannst es in den Offenbarungen lernen, wie man das macht, und dann machst du das selber und dann kannst du dir sicher sein, dass ich dich nicht anlüge. Verlass dich nie auf andere. Eigne dir das Wissen an und dann kannst du es auch. Und wenn du meinst, das ist nicht meins, ist es auch in Ordnung, dann hast du was anderes zu lernen. Das ist immer wieder herausstellt. Bloß dann kommt natürlich wieder das Ego, weil das wird ja hassen, dass ich blöd bin. Ich sage, das kannst du ganz leicht überprüfen, wenn du der wirst, was ich jetzt die ganze Zeit erwähnt habe, dass du der wirst, der sich selbst beobachtet. Das ist das Erste, was ich von dir fordere. Beobachte dich selbst, du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Und jetzt beobachte dich über diese Kleinigkeiten, die du dich aufregst. Wie oft du komplett der Beobachter sich ausschaltet und der kommt dann zwar immer wieder zurück, dieser Beobachter, aber mit Kleinigkeiten bist du sofort wieder weg. Jetzt habe ich ein kleines Ego drauf. Ich höre das auch, redest du den Kopfhörer raus? Ja, ich habe den Kopfhörer rausgenommen. Dann ist es bei dir, dann musst du ihn wieder leiser machen. Das kann sein, dass es zu laut ist. Warte, nein, machen wir so. Das ist die Technik, das können wir jetzt wieder erklären, was die Ursache ist. Weil manchmal weiß ich es halt auch mit Rauschen. Im letzten Selbstgespräch war immer so, schwingt sich ein Rauschen hoch, da weiß ich jetzt immer, das ist immer irgendeiner. Bei der Verbindung, das ist jetzt Computertechnik, aber ich betreibe jetzt wieder Handwichserei. Reines logisches Wissen. Logische Konstrukte. Das ist auch immer mit den Fachleuten, wenn du meinst, da hätten welche Ahnung. Ja. Das ist immer wieder, wenn ich sage, jetzt gerade jetzt hier Physiker, die
wenn sie hinsetzen, oder wenn du Fragen stellen, wo sie nicht damit rechnen. Und du kannst so leicht aufdecken, dass du ab einem gewissen Punkt plapperst du wirklich bloß noch. Nein. Mir fällt jetzt ganz spontan wunderschön ein, wenn wir die Lichtgeschwindigkeit des Lichts selber unser C-Quadrat nehmen. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, wenn die Definition Licht ist eine dimensionslose Geschwindigkeit. Was heißt das eigentlich? Nein. Das ist doch ein kompletter Widerspruch in sich selber, ein Oxymoron, nein, weil für Geschwindigkeit, so wie die definiert ist, mit Kilometer pro Sekunde, Einheiten kann man austauschen von der Größe her. Braucht also rein und aus? Ist im Hintergrund ein Raum und Zeit. Genau. Und das sind Dimensionen, die wir uns jetzt ausdenken. Eine dimensionslose Geschwindigkeit ist ein von komplett statisch stehendes Jetzt. Aber jetzt wird es ja noch definiert mit einer Sekunde. Sekunde pro Sekunde. Pro Sekunde. Was ist das für Definition? Und jetzt wirst du feststellen, irgendwann kommst du an einen Punkt, wenn du sowas studierst, dass du es einfach hinschreibst und dann wird es, wenn du es oft genug hörst, zitierst du das und du merkst gar nicht mehr, was für einen Scheiß du daherlaufst. Und jetzt kann ich dann wieder ganz, ganz genau das rezitieren, unsere Gassner, unsere Lesch, das, wie gesagt, muffige Kerlchen, ich verfüge über das Bewusstsein, dass nichts, den ich mir jetzt ausdenke, vorwerfe, dass es so ist, wie er von mir gedacht war. Bloß ich habe jetzt wirklich eine eigene Meinung, ich lasse mich nicht mehr blenden, weil ich immer sage, da komme ich nicht mit. Nein. Und dann ist eben solche Aussagen vom Lesch, das ist, da schüttelst du nur noch in den Kopf. Ja, ja. Oder Gassner hier, mein Schönes, das ist ein Photon. Und deutet auf den Monitor mit einer mystischen Begeisterung und ich stelle Ihnen die Publikation rein, die Internetseite, dann können Sie nachlesen, wie die das gemacht haben. Ja. Und dann liest du wieder was nach, ist doch kein Beweis, wenn was da steht. Ja. Das Verrückte ist, du bist ein Gott. Sobald du das glaubst, kannst du das auf die Farbe nehmen. Mhm. Aber nicht unbedingt das, immer nur Zwischenstufen. Ja. Alles, was hier Meso- und Makrokosmos ist, siehst du auf dem Computerbildschirm. Genau. Auch die Konstruktion, wo ich immer ins Detail mit dem Faden zum Beispiel, mit transzendentem Licht, das war auch hier, warum die Sterne so Kreuze haben. Das kann man ansprechen, aber schon die große Problematik des kohärenten Lichtes. Wenn ich einen Laser zum Beispiel baue, Laser geht nur mit kohärentem Licht, das wäre ein Thema, das war heute Morgen, bevor er angerufen hat, und man dachte, ich mache mal wieder was über Hologramme, mal ein bisschen genauer wissenschaftlich und dann gehe ich ganz kurz das durch, was ich erzähle und habe gesagt, lass es. Wenn ich das die Grundlagen aneigne, müsste ich sagen, studiere das selber, hol dir 5, 6 Bücher über Hologramme und studiere das so, wie du das als Physiker an der Uni studierst. Da reicht Abiturwissen nicht aus und dann kann ich dir erklären, wo deine Fehler sind. Ja. Obwohl alles richtig ist, was du glaubst. Aber du hast das Prinzip nicht verstanden. Ja. Es ist ja, aber schon cool, sein Gespräch über Hologramme. Also ich bei der Erfüllung des Lichtes. Erinnere dich mal ganz kurz, wenn ich jetzt hersuche, die 100 Sekunden. Wir können mal ganz kurz mal laufen lassen. Warte mal schnell. Ich tue mal hier. Siehst du, habe ich nur einen Phasenwinkel. Die Phasenwinkel, dann habe ich den Laser, und den brauchen wir nämlich. Die Propagation ist ganz wichtig. Was ist Propaganda? Propagieren. Wenn wir jetzt den Laser hier nehmen, in dieser Kurzform, wenn du das schaust, das ist elektromagnetische Wellen, hast du schon mal unsere, das ist eine total falsche Darstellung. Dann haben wir Glühlampe. Schau, unser Gall, unsere Welle. Das Lamp immer dran denken, wir können das spiegeln, wir können, unser P ist ja hier. Mhm. Und das Lamp, wenn ich jetzt das spiegeln, du kriegst die Lampe, kriegst das Lamm. Das Lamm wiederum hat ja einen Sinn, LAMM. Dann hast du dein Glüh, deine Welle ist ein schwingendes, doppelt aufgespannte Wahrnehmung. Mhm. Unser Schwingen, was das alles hier bedeutet. Die Bündelung eines Strahls, die Divergenz, das sind alle Wörter, die man versteht. Und da ist wichtig, nicht in Physikbücher reingehen, wenn du das willst, sondern zuerst einmal die Wörter anschauen, so wie die Diana das macht in ihren Büchern. Mhm. Und wenn du jetzt da runterfährst, schau, das ist zum Beispiel auch, wir springen mal hier, brauchen wir, warte mal schnell. Holosdeutsch, ganz vollständig Graphie. Das lassen Sie jetzt schon wieder los, was die Graphie eigentlich ist.
das eingegrabene Wellencharakter. Und jetzt kommt halt das gleiche in Wellencharakter. Und schau. Wobei der Blickwinkel wichtig ist. Das sind jetzt alles Begriffe, die extrem, die Facetten vor, da haben wir jetzt schon die vier Facetten. Ja. IER. Was ist IER? IER. Ja. Jetzt kriegen wir einen Strom. Wir sind bei unserem SDR, bei unserem Strom. Fließen, scheinen lassen. Etwas scheinen, leuchten. Ein Fluss. Ein Ausfluss, der eigentlich gar nicht herausfließt. Okay? Ja. Interessant ist, wenn du da jetzt 70 reinschiebst. Ja, eben IER. So hätte ich es gedacht. Das ist IER. Ich mache, die haben ja die beiden Sachen. Das ist Aufforsten. Das Aufforsten, weil jetzt kriegst du deine Gedankenwellen. Beim Wald wird es natürlich interessant, doppelt aufgespannter Gott, der sich öffnet. Immer Illet, das ist das Gebären. Jawohl. Doppelt aufgespannter Gott ist eine Lichtöffnung, der fängt jetzt an, was zu gebären, zu auffassen. Aber wir wollen nicht in die Sprache rein, ich will ganz, ganz kurz in dem Hologramm. Du merkst nur, wir haben ja schon in der Mutation, gehe ich auf die Fourier-Transformation ein. Die sagt eigentlich letztendlich, dass alles nur Sinuskurven sind. Und das ist F-Rei im Raum, Shin-Weben. Die Facetten im Spiegel sind immer im Raum. Das A machst du weg, hast hochheben. Ja. Ich sage immer, das RM ist wichtig. Zwei Arten. Diese berechnete Gestaltwährung. Wenn ich so mache, kriegst du zuerst einmal eine Höhe, dann haben wir das HBH. Ja. Schau mal, Gott ist J, HBH. Ja. Und das ist über, immer dran denken. U, doppelt aufgespannt, Polar erweckt. Ist Mut, heißt Sterben, ist die Erben, heißt raumzeitliche Erscheinungen sind erweckte polare Existenzen. Ja. Steht doch schon da. Ja. Und da können wir jetzt ein Waff dazwischen schieben. Dann hast du es, die Berechnung ist eine aufgespannte Gestaltwerdung. Und jetzt kriegst du den Hochmut, die Höhe, da haben wir wieder unser HBH, das hohe Wesen. Wir können das natürlich auch rot machen. Jetzt haben wir im Kopf vereinigt im Meer. Der Kopf ist das Meer, da ist alles vereinigt. Es ist eine Berechnung zu einer aufgespannten Gestaltwertung. Ja. Und das ist jetzt Raum, alle Frauen, Ruhm, zu, Shin, Weh, eben. Schwa ist ja nichts, die Nichtigkeit ist eben. Ja. Aber jetzt ist das aus diesem Schwa, aus dieser Nichtigkeit, Expen eine polare Polarität rausspringt. Genau. Und dann gibt es jetzt natürlich mit unserer Fokale, die können wir zuerst einmal draußen lassen. Und das ist jetzt das Spiel mit den Zeichen. Und sofort kriegst du beim selben Wort Blickwinkel aus dem einen Wort. Ja. Okay? Das kommt zuerst einmal hier, altgriechisch, das Hologramm kommt von Gramma. Was heißt Gramma? Es ist eine geschriebene Botschaft. Ja. Holos ist das Ganze. Und die ganze geschriebene Botschaft, Holo-Feeling, ist ein Hologramm. Ja. Botschaft wiederum auf Hebräisch, Becher heißt auch Fleisch. Ja. Fleisch heißt das Wunder der Gestaltwerdung oder das Geschenk des Einen, von rechts nach links hebräisiert oder von links nach rechts hebräisiert. Ja. Jetzt werden dann, wir wissen das alles, aber wenn das einer nicht weiß, das sind lauter zu sagen, was ist die Botschaft? Da ist übrigens auch der Bot mit drin, der Cleverbot. Ja. Das ist halt unser Becher. Da glaube ich, haben wir es bei Becher, haben wir es mit drin stehen, oder? Das mit dem Fleisch. Da habe ich es doch. Ja. Für eine, die das nochmal machen. Becher ist das Hebräische. Nehmet hin, das ist mein Fleisch und esst es. Ja. Seid es selbst. Und dann kriegst du die Botschaft verkünden. Das heißt, die göttliche Botschaft verkünden. Ja. Du musst meine Botschaft, mein Fleisch essen. Und jetzt haben wir natürlich, wir brauchen wieder Deus Ivri, das deutsche Wort Fleisch. Für eine, die es jetzt nicht checken, wir hebraisieren das. Wir können ja von rechts nach links lesen. Das wäre jetzt zum Beispiel F-L-E I-Shen. Von P ist F, L, Elef, Ishin. Ja. Heißt das Wunder des Daseins. Ja. Das habe ich jetzt so übersetzt. Das ist ja, Ish ist ja unsere Gestaltwerdung. Das Wunder der Gestaltwerdung. Genau. Die göttliche Botschaft. Ja. Wenn ich das rückwärts lesen du, ist es interessant, dann heißt es das Geschenk des Einen. Des Einen. Ja. Wir haben nämlich dann hier Elef. Ja. Shi Elef, von rechts. Shi ist das Geschenk Elef. Shi Elef. Fleisch. Ist das alles Zufall?
Immer wieder wenn sich einer nicht damit beschäftigt. Das hast du übrigens auch im Abel. Ja. Schur ist nämlich Abel im Vatergott. Ja. Habe ich jetzt, weil das nämlich der Befehlshaber ist. Ja. Genau. Das sind zu viele. Hast du übrigens dann auch Sänger, der dir was vorsingt. Schur, schier, ja. Wir wissen das. Stimmt oder stimmt? Fleisch essen ist nur eine andere Bezeichnung für das lateinische Wort Inkarnation. Mhm. Aber was ist unser Kar? Und das bedeutet zu einem in Fleisch geborenen, auch nicht fleischliche Geburt, weil in ist ja auch eine Verneinung. Genau. Interessant, in Fleisch geboren, ohne fleischlich geboren zu sein. Ja. Beide Seiten lesen. In inmitten, aber auch nicht. Karo ist Fleisch. Natio Geburt. Ein Kar, englisch das. Gelesen, ist aber ein Automobil, okay. Ein Selbstbeweger. Ja. Selbstbeweger. Sanskrit heißt Kar übrigens gehen. Eine geistige Eheexistenz. Ja. Das Wort Ehe wiederum kommt von ewig. Ja. Und so weiter und so weiter und so weiter. Aber schau mal, was da ganz toll ist. Und das ist jetzt die geschriebene, das Hologramm ist eine geschriebene Botschaft. Mhm. Und du merkst jetzt, dass das hier sehr vielfältig wird. Schau mal, 1947, ersten Ansätze von dem Denken, hat es aber natürlich noch keinen Laser gegeben, ist von Dennis Gabor, Geber. Ja. Du wirst jetzt merken, dass das alles Nomen ist, Omen. Ist, kann ich dir genau erklären, in jeder Kleinigkeit. Schau mal, was da steht. Nobel Dias Dudos. Fragen? Ich habe doch überall meine kleinen Duftmarken hingesetzt. Genau. Aber jetzt schau her, wenn du jetzt dann gehst, da gibt es verschiedene Hologramme, verschiedene Arten, eine Volumen. Volumen hat nichts mit Raum zu tun, das ist Licht. Ja. Das sind Licht, sind die ganzen Zeichen in sich selber. Dann haben wir Amplituden, Transmissions-, Reflexions-, Bildebenen und ganz interessant, schau mal bei 3.9. Die Reihe mit seinen Spiegelungen. Ja. Jetzt hast du Light in Flight. Wunderschöne Bezeichnung. Facetten von Licht. Siehst du das? Ja. Dieser Flight, der Flug. Ja. Der Flug. Ja. Holographie. Ja. Facetten sind Flug. Das Licht im Flug. Ja. Es sind die, das Licht rot und dann die Facetten von Licht. Ja. Das ist die Facetten sind Lügen. Das ist Licht im Flug. Jetzt ist das die Bedingung eines Hologramms ist, dass die Kohärenzlänge des Lasers größer sein muss als die optische Wegdifferenz zwischen Lichtweg und Strahlteiler. Das heißt dazu, da muss ich jetzt das noch mal wissen, es funktioniert nur mit kohärentem Licht. Was ist Kohärenz? Was ist kohärentes Licht? Das wissen Physiker zwar, und zwar wissen sie das, was drinsteht, aber das, was drinsteht, klingt sie wieder vollkommen einseitig aus. Ich kann immer wieder bloß auf die Vorsilbe End hinweisen. Wer nimmt das Vorsilbe End stehen eigentlich wirklich? Wirklich. Aber was ich jetzt zeigen wollte, deswegen sind wir da reingesprungen. Physik. Schauen wir, das glaube ich war eins der neuesten. Nächstes Mal. Das hier, das war's. Ist nicht das Muster in den Aufnahmen? Kannst du dich da erinnern? Habt ihr den Ton mit dabei? Ja. Strahlen für- ja. Wir haben uns 100 Sekunden einmal an. Ich habe das schon angesprochen gehabt, aber ich mache jetzt das einmal nur ein bisschen weiter. Seit Anbeginn der Zeit romantisieren Menschen den Nachthimmel. Etliche Gedichte und Kunstwerke sind über den Anblick der Sterne entstanden. Außerdem wurden Konstellationen von Himmelskörpern immense Bedeutungen zugesprochen. Doch heute wissen wir... Das Siderische ist das Gestirn. Gestirn ist hinter deiner Stirn, inwendig in dir und nicht vor dir. Du kannst jetzt in einem gewissen Maß sagen, so wie du deine VR-Brille hast, wenn du das kleine Bild anschaust, verschmilzt es ja zu einem dreidimensionalen Bild und das ist das, was du von innen auf deine Stirn vor dich als Gesichtsfeld hinstellst. Und genau genommen sind die Sterne eigentlich nur kleine Bündchen. Du siehst auch nicht, dass die mehr oder weniger weit voneinander entfernt sind. Das beweisen dir dann die Physiker anhand von Berechnungen. Da gehen die aber schon in Denksysteme, in Vorstellungswelten rein. Das, was die dir erzählen, sehen sie ja nicht. Das ist, wenn einer sagt, das ist jetzt ein Phonton. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das sind Sterne, das ist eine Illusion, weil das jetzt ein Monitor ist mit flackernden Lämpchen. Ja. Und wenn wir einen im Zeitraffer einen Nachthimmel uns anschauen, müssen wir mal, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz...
Das ist jetzt hier, je nachdem, wie wir die laufen lassen. Den Nachthimmel in Zeitraffer schicken, da haben wir nicht mit Punkten auch. Warte mal einen kleinen Moment. Ja, sieht schön aus. Da kann ich jetzt mein Computerprogramm hier einschalten, aus dem Weißenburg-Vortrag. Da bewegt sich keine Punkte von rechts nach links, sondern es brennen eigentlich, weil mir auf dem Monitor klotzen bloß Punkte an einer anderen Stelle und die sind alle jetzt durch diese Entfernung, die wir uns ausdenken, kann ich da überhaupt keine Tiefe feststellen. Und wenn die jetzt berechnen, schauen sie wieder auf den Monitor, der mit Programmen arbeitet. Das sind Interpretationen von Interpretationen, wo du in eine Sackgasse reindrängst, die dir vollkommen logisch erscheint, wenn du mit der Logik arbeitest. Aber das, was du jetzt siehst, mach dir bewusst, was jetzt da ist und schau, was deine Logik dir alles einredet und wie du das interpretierst. Okay? Das ist einmal hier das Erste. Und jetzt, das sind auch keine Sterne, das ist das da mal der Monitor. Aber jetzt pass auf. Hier, dass die Sterne weder unser Schicksal bestimmen, noch eine zackige Form besitzen. Und auch da, ja oder nein, ist eine einseitige Aussage. Ich sage, es ist so, die Astrologie stimmt auf den Punkt, wenn du das Programm installiert hast und es glaubst, aber nicht die Astrologie als Ding an sich stimmt, sondern es ist ein Computerprogramm, ein definitorisches System, ein Programm. So wie I-Ging auch. I-Ging funktioniert auch 100%. Tarotkartenlegen funktioniert auch 100%. Aber nur, wenn du das umrechnest, es baut auf den Glauben auf. Es funktioniert aber nur dann, wenn du es glaubst. Und dann hast du das Programm installiert und dann lässt du auch aufgrund eines Glaubens die entsprechenden Vorstellungen erzeugen. Ich bin oft auf Astrologie eingegangen, was übrigens aufbaut, die klassische Astrologie, genau auf unsere 22 Zeichen von unserer hebräischen Schrift von der Vordersprache vom Übrigen. Sie sind kugelförmig. Die Wissenschaft hat uns das ist schon mal eine Sache, wo du überhaupt nicht siehst. Das ist jetzt nicht kugelförmig. Es ist schon eine Vorstellung, weil man es mir erzählt hat. Ja. Ich sehe nicht das, was jetzt da ist. Nochmal, ihr Menschen, die als Affen außerhalb von euch selbst, außerhalb von dem eigentlichen Zentrum zu leben, glaubt, ihr seht laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Wir wissen doch, dass Planeten, dass die Erde eine Kugel ist und die Sonne eine Kugel ist. Ich sage, zeig's mir. Was du mir jetzt zeigst, sind entweder Bilder oder Zeitungen, du kannst das nicht sehen. Selbst wenn du jetzt eine 3D-Brille auf hast, ist das so weit weg, dass das, wenn überhaupt, als winzige Fläche erscheint. Und wenn du es größer haben willst, musst du dann schon wieder in ein Teleskop oder vom Computermonitor reinklotzen. Dann hast du schon wieder eine Vorstellungstransformation von Größe. Illusion des magischen Nachthimmels genommen. Doch so kann man das nicht sagen. Ein Blick auf die Physik zeigt, dass die Darstellung von Sternen in Zackenform gar nicht so falsch ist. Außerdem kann uns bei näherer Betrachtung der Nachthimmel geradezu poetische Einblicke in das Universum geben. Wunderschön, da bin ich drauf eingegangen, um unsere Seiten. Das ist unser Gesichtsfeld, wo sich aufspannt. Ja. Licht verhält sich durch seine Welleneigenschaften manchmal anders, als wir es spontan erwarten würden. Richtet man einen Laserpointer auf eine Wand, so sieht man dort einen Punkt. Das ist das erste große Problem. Punktförmigen Licht. So, wenn du denn, das ist kohärentes Licht. Du wirst jetzt das feststellen, dass in der Natur nahezu kein kohärentes Licht gibt. Es gibt zwar kohärentes Licht, aber nicht, das müssten wir jetzt kohärent erklären, da gehe ich nicht so weit. Du siehst kein Licht, das ist einmal hundertprozentig sicher. Du drückst da drauf und du hast einen Punkt. Da bin ich tausendfach drauf eingegangen. Wenn ich jetzt da einen Rauch oder einen Nebel reinblasse, sehe ich auch nicht das Licht, sondern dann sehe ich kleine Partikel, die ich mir jetzt ausdenke, winzige Partikel, entweder Dampf oder Nebel oder Rauchpartikel, wo manche rot sind beim Heliumlaser oder grün, je nachdem, was es für ein Laser ist, und andere wiederum sind halt so, wie sie aussehen drumherum. Und die Logik jetzt zu sagen, die sind rot, weil sie vom roten Licht angeleuchtet wird, so ich zeige mir das rote Licht. Ich kann auch sagen, wenn ich eine rote Rose anschaue, wird ja die rote Wellenlänge, die ich mir jetzt denke, weil man mir das erzählt hat, von der roten Rose reflektiert. Und die Rose, diese rote Wellen, dieses rote Licht, dieses reflektierte, von der Rose reflektierte Licht, geht dann in mein Auge rein. Dann müsste ja, wenn ich einen Rauch reinblieb, müsste ich ja auch das sehen. Dann sagt der Physiker, weil ja, prinzipiell schon, aber das ist so schwach, dass du das da nicht siehst. Nein. Alles Blödsinn. Nein. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Alles. Du bist als Trockennasenaffe in der Vergangenheit von deiner Mutter geboren, wenn du das glaubst, und du bist ein sterbliches Säugetier, wenn du das glaubst, und du wirst in der Zukunft sterben müssen, wenn du das glaubst, obwohl du das nie erleben wirst, sage ich dir von vornherein, weil du hängst in dein täglich größtes Murmeltier doch fest. Und jetzt machen wir zuerst einmal den Punkt, aber jetzt kommt's, pass auf. Fleck. Hält man jedoch ein Haar in den Lichtstrahl, kann es an der Wand zu einem eigenartigen Muster kommen, das in etwa so aussieht. Das liegt da. Das funktioniert übrigens.
Wenn du das jetzt ausprobierst, funktioniert das, weil jetzt ist der Witz, du musst es nicht wissen, was Physiker denken, aber da du im tiefsten Innern, in deinem Programm an das physikalische Wissen deiner Physiker, die du dir ausdenkst, glaubst, verwirklicht sich der Glauben der von dir ausgedachten Physiker, die ja nur in dir drin sind. Es ist ja einer von vielen Glauben. Du musst deinen Glauben gar nicht selber wissen, du musst nur glauben, dass die was wissen, was du nicht weißt, aber das so ist. Dann gilt dieser Glaube für dich und du verwirklichst zurzeit den Glauben deiner Physiker in dir, auch wenn du von Physik selber keine Ahnung hast. Und das funktioniert jetzt übrigens mit dieser Interferenz. Es ist eine umgebaute Form letztendlich vom Doppelspaltexperiment. Das Licht von Hindernissen beeinflusst werden kann. Wird das Licht also von einem Stab blockiert, kann es von diesem gebeugt werden. Wir haben jetzt wieder zwei Sachen. Wir können da zwei kleine Löcher machen im Doppelspalt. Dann kriegen wir die Interferenzwellen und dasselbe passiert jetzt durch den blockierenden Stab. Jetzt haben wir drumherum rechts und links zwei Öffnungen und einen kleinen Stab. Das ist das H. Wichtig ist, dass dieses Objekt muss eine gewisse Größenverhältnis haben zu der Wellenlänge von Licht. Und dann haben wir eine verschiedene Laufzeit um den Stab rum. Können wir übrigens auch mit Wasserwellen wieder machen. Weil dann ist ja hier eine längere Laufzeit rechts und links und dann sind die hier in einem gewissen Maß gebogen und dann kriegst du hier auch Interferenzen. Ja. Funktioniert auch mit Licht, wenn man das jetzt aufbaut. Das bedeutet, es bewegt sich um den Stab herum und durch das erneute Zusammentreffen der Licht- und stehenden Stäbe... Wir machen jetzt Physik. Okay. Aber das große Problem, ich springe mal nochmal zurück. Das hier siehst du hier nur, wenn du hier einen Laser hast. In dem Moment, wo ich hier Glühbirne hinmache oder einen Scheinwerfer hinmache, sehe ich hier einen Schwanz mit einem ganz feinen Haar als Schatten. Ja. Das heißt zu sagen, dass das Licht da drum herum läuft, das geht nur, wenn ich einen kleinen kohärenten Richtstrahl drauf mache. Ja. In dem Moment, wo ich hier nicht kohärentes Licht laufen lasse, wirft das Ding einen Schatten. Ja. Nämlich mit dem Schwanz und mit dem Haar, das hochschaut. Ja. Stell dich doch einfach mal hin vor einer weißen Wand, nimm mal irgendeine Lampe oder einen Diaprojektor, wo weißes Licht kommt und dann stell dich und halt den Finger hin. Ja. Und dann wirst du deinen Schatten sehen. Ja. Jetzt ist aber diese Laser als Ding an sich ist schon etwas, was du dir ausdenkst, wo du vielleicht ganz grob weißt, wie er funktioniert. Oder du weißt gar nichts. Das Einzige, was du weißt, wenn du jetzt einen Laserpointer hast, dass wenn du drauf drückst, hast du einen Punkt und wenn du einen Rauch reinbläst im Dunkeln, ist dann in der Regel ein roter Strahl drin bei dem billigen Laser. So, jetzt machen wir weiter. Also das ist schon hier mit den Spaltversuchen oder mit den Hologrammen, die funktionieren nämlich bloß mit kohärentem Licht. Ja. Jetzt müssen wir wissen, was Kohärenz ist. Und da geht jetzt das Problem natürlich noch weiter los. Muster entstehen. Ein vertikal stabförmiges Objekt beeinflusst das Licht so, dass ein horizontales Muster entsteht. Wirft man nun Licht auf zwei im rechten Winkel zueinander... Das heißt jetzt, den müssen wir jetzt wegmachen. Stehende Stäbe kreieren sie ein kreuzförmiges Beugungsmuster. In astronomischen Aufnahmen sind Sterne oft mit strahlenförmigen Zacken zu sehen, wie diese Aufnahme vom Hubble-Weltraumteleskop. Das ist jetzt die Aufnahme, das Bild, was du siehst, ist so, weil im Arbeitsspeicher eine Reihe von Nullen und Einsen ist und drum hat, siehst du das jetzt. Und nicht das, was du dir jetzt an Erklärungsmodellen hast. Die Zacken, die du jetzt siehst, ist nicht irgendeine Lichtquelle, die hier so gebrochen wird, sondern das sind unendlich viele kleine Lämpchen, wo jetzt die hier halt hell sind. Genau. Und das Ganze bestimmt diese Kollektion von Nullen und Einsen, die gleichzeitig da sind, auf deinem Arbeitsspeicher. Und aus denen wird jetzt diese Situation herausgerechnet. Genau. Okay, was passiert jetzt, wenn du in den Nachthimmel schaust? Dann schaust du auf eine VR-Brille. Und dann ist es im Prinzip dasselbe, weil du den Glauben der Physiker drin hast, von dem du bis dato noch nichts gewusst hast, der aber schon seit Anbeginn der Zeit in dir drin ist. Und jetzt mache ich kurz den Ordner auf, was Physiker glauben. Und den Glauben verwirklichst du, weil du glaubst, das, was die Physiker sagen, stimmt ja. Bist dabei? Jetzt bin ich etwas genauer wie beim letzten Selbstgespräch. Dieses Teleskop besitzt einen Sekundärspiegel, der das eingefallene Licht zu den Instrumenten... Jetzt muss man wissen, was ein Hubble-Teleskop ist, wenn die gibt es auch für daheim zu kaufen. Siehst du, und da haben wir jetzt das Problem schon, das ist jetzt kein Laser mehr, das ist kein kohärentes Licht. Ja, genau. Da ist übrigens hier, das eigentliche Teleskop ist das Ding, ist die eigentliche Kamera, ich nenne es einmal so, da ist, auf der Seite ist die Kameralinse und da hinten ist ein Parabolspiegel. Ja. Und das Licht, wo hier einfällt, wird hier praktisch, ich hoffe, man sieht es mit der Maus, wird hier in dem Punkt konzentriert. Ja. Dass diese Fläche, dieses viele Licht wird praktisch hier
wie wenn ich jetzt da ein weißes Blatt Papier hinhalte, würde der jetzt hier dieses Bild in die Stelle projizieren. Das ist eigentlich eine komplexere Form unserer Kamera Obscura. Genau. Aber das hier, dieses Licht, das hier einfällt, ist kein kohärentes Licht. Ja. Nein. Das heißt, werde ich jetzt das aufbauen und würde hinten statt dem Parabolspiegel ein weißes Blatt Papier hinmachen, hätte ich hinten ein Kreuz als Schatten. Ja. Als normalen Schatten. Genau. Aber was jetzt wichtig ist, dass diese reine Auffächerung, wenn du jetzt in die Wellenlängen reingehst, das ist zuerst einmal sofort vom Tisch, sobald du sagst, wir machen jetzt Hirnwichserei. Ob ich jetzt das spreche oder ob du das selber denkst, mit deinen Worten in deinem Kopf sind nur Worte da. Es sind nur Worte da, im Anfang war das Wort. Und dein eigenes Interpretationssystem baut aus diesen Worten wieder entweder gedankliche Vorstellungen oder Vorstellungen auf deiner VR-Brille, die auf deiner VR-Brille dargestellt waren, auf. Ja. Das ist der eigentliche Kern. Und wenn dir das jeden einzelnen Moment bewusst ist, dann ist das ganze Geschwätz vom Tisch. Ja. Gerne gemalt haben, bevor es überhaupt Teleskope gab. Die Linsen unserer Augen bestehen aus Fasern, die sich an Nahtlinien treffen. Diese Nahtlinien sind sehr fein, stellen aber sehr ähnlich sind. Wie ist dann aber zu erklären, dass Menschen schon zackenförmige Sterne gemalt haben, bevor es überhaupt Teleskope gab? Die Linsen unserer Augen bestehen aus Fasern, die sich an Nahtlinien treffen. Diese Nahtlinien sind sehr fein, stellen aber genau wie beim Teleskop. Du kommst, der Materialismus, ich sag, das Gemeine an dem Materialismus ist, dass der dir alles erklärt, aber nur innerhalb dieser Gefängnislogik. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine VR-Brille aus dem Fenster rausschaue, ist ein absoluter grauer, gleichmäßiger Himmel. Das heißt, ich sehe jetzt, wenn ich rausgehe, in den ganzen Himmelszelt, nicht im geringsten in irgendeiner Form, könnte ich definieren, wo die Sonne ist. Ja. Sterne sowieso nicht. Ich kann nicht einmal sagen, in welche Richtung die Sonne steht, wenn ich nicht auf die Uhr schaue. Ja. Das ist immer wie, wenn ich jetzt eine Milchglasscheibe, die eine lichtquellige Form, total divus praktisch zu einer kleinen grau-weißlichen Masse der Himmelszeit, du siehst da keine Wolke. Zurzeit ist ein absolut gleichmäßiges Grau bei mir am Himmel oben. Ja. Kannst du dir ja vorstellen, wie das aussieht. Und ich weiß ja jetzt, dahinter, wir Physiker wissen ja, dahinter ist ja die Sonne und er erklärt jetzt, wieso du die Sonne nicht sehen kannst. Wenn jetzt die Wolken ein wenig durchlässiger sind, dann siehst du plötzlich zumindest eine hellere Stelle in den Wolken, hinter den Wolken. Und wenn sie ganz weg sind, sehen wir unsere runde Sonne. Und ich weiß natürlich auch, dass da oben laufend Sterne sind, die ich natürlich nicht sehe, weil es jetzt hell ist. Das heißt, Materialismus erklärt dir sogar genau, wieso du etwas nicht sehen kannst. Aber er ist hundertprozentig sicher, dass es trotzdem da außen ist, auch wenn du nicht hinschaust. Welche Vorstellung von hundertprozentig sicher ist eigentlich diese Art von hundertprozentig sicher, das nur auf Dogmen und Vermutungswissen aufbaut? Ja. Dieses Auge, AGNs in unsere Becken, das wird jetzt übertragen wieder auf eine Kameralinse, weil die Kamera, ich sage immer, dein Auge kann so viel sehen wie eine Kamera und dein materialistisches Gehirn kann so viel denken wie ein Computerchip. Dass diese Retina nicht zweites Gebot halten, es wird nicht von außen von irgendwelchen von dir ausgedachten Photonen, die noch nie irgendein Mensch oder von irgendwelchen Lichtwellen, die auch noch nie irgendein Mensch gesehen hat. Materialist, das ist ja logisch, das ist so unvorstellbar klein, dass man das nicht sehen kann, aber es ist trotzdem so, dass die jetzt von außen diese Rezeptoren angeregt werden. Wir waren doch bei dem Rezidierchen. Ja. Rezept. Diese Rezeptoren und die geben dann das Signal an den Thalamus weiter. Ich sage, nein, du denkst jetzt, dein Schädel wäre ein Computer, deine Augen sind die VR-Brille, der Thalamus, dein Schlafzimmer, ist diese Punkte in der Kamera Obscura und das sind jetzt dieser gewisse Intellekt in den Arbeitsspeicher und du gibst jetzt Daten an diese kleinen Lämpchen von deinen VR-Brillen und die erzeugen dann praktisch das, was du dir jetzt denkst, wenn du eine VR-Brille aufhast. Aber wenn du an die VR-Brille nicht denkst, scheint alles, was da außen ist, ist letztendlich nur in den Thalamus. Das ist dieses Zentrum, jetzt wieder medizinisch, wo 4 deiner 5 Sinne jetzt Organe hingehen. Das Einzige, was nicht hingeht, ist dein Geruchssinn. Genau. Geruch. Das ist das Einzige, was da nicht hingeht. Es geht direkt hier. Es ist in deinem Geruch. Es ist das Zentrum. Aber alle anderen Sinnesorgane sehen. Das ist der Beamer.
Das ist der Videobeamer umgedreht, aber bleibt bei der Vorabrede. Es ist jetzt nur das Gegenteil von dem, was behauptet wird. Das ist wie beim Klingelingeling-Beispiel. Teleskop, ein Hindernis für das Licht dar. Folglich wird das Licht von den Nähten beeinflusst, wenn es in unser Auge fällt. Auch hier entsteht also ein Beugungsmuster in Form von Strahlen. Dadurch erscheinen die Sterne ähnlich zackenförmig, wie sie der Mensch seit jeher zeichnet. Aber da die genaue Anordnung der Nahtlinien einer jeden Augenlinse einzigartig ist... Ja, das heißt, ich denke mir jetzt Menschen in die Vergangenheit, wir Physiker wissen ja, und wir wissen jetzt, dass die Menschen, die ich mir ausdenke, wieso die Sterne so zackenförmig gezeichnet haben. Aber kann ein Mensch, den ich mir denke, eigentlich existieren, bevor ich ihn denke? Kann dann der Mensch eigentlich was anders tun, wie ich mir denke, dass er getan hat? Und die Ursache wird immer das sein, was ich denke. Was denken dann die Leute von mir? Das, was ich mir denke, was diese Leute von mir denken. Aber ich bleibe immer der ausschlaggebende Parameter. Sieht auch jeder von uns. Rotes Ich, mit meinem Blauen Ich. Sterne ein klein bisschen anders. Die Vorstellung, dass wir Menschen alle den gleichen Sternenhimmel mit unterschiedlichen Sternen sehen, ist also in Wahrheit umgekehrt. Der Anblick der Sterne ist einzigartig für jedes Auge. Hingegen sehen unterschiedliche Sterne für das gleiche Auge weitgehend ähnlich aus. Wir sehen die Sterne... Ich vorstelle, dass wir Menschen alle denselben Traum träumen? Nee, das ist umgekehrt. Jeder, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen komplett eigenen Traum. Und wenn sie wach werden, sehen sie die Wirklichkeit, das ist Holophilie. Dann siehst du nicht mehr das wirkende Licht, dann bist du das wirkende Licht in dir, die Lampe im Projektor. In allen Projektoren. Aber jetzt ist dann wieder so, die Lampe im Projektor symbolisiert ja dein rotes Ich. Dann bist du die Energiequelle, die sich jetzt die roten Ichs ausdehnen, die du letztendlich selbst bist. Bei Energie ist Energie. Rot gelesen. E-Quadrat. Das macht das E-Quadrat aus. Also nicht nur wie sie sind, wir sehen sie vor allem auch wie wir sind. Doch es verbirgt sich noch eine weitere Faszination. Du siehst, wenn du an deine Welt denkst, ich lasse das einmal gut sein, wenn du an deine Welt denkst, siehst du, wie du selbst bist. Nicht das rote Selbst, sondern dein blaues Selbst. Du siehst deinen Charakter, du siehst das in dir Eingeprägte. Dein Abi, dein schöpferisches Wissen deines Intellekts bekommst du zu sehen. Du siehst, wie du selbst bist. Und wenn du sagst, die Welt ist scheiße und die Menschen sind böse und sind so voller Hass, wie kann man bloß so sein? Dann siehst du bloß ein Spiegelbild von dir selbst. Und in dem Moment, wo du vergibst, ins Verzeihen gehst, in dem du erkennst, dass nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, anders sein kann, wie er jetzt von dir gedacht wird, dann gehst du in dieses, ich nehme alle Schuld auf mich, ich habe es doch gemacht, ich denke es mir doch jetzt, ich bin doch dafür verantwortlich. Wer sollte denn für einen Gedanken sonst verantwortlich sein? Zuerst einmal der sich diesen Gedanken denkt. Was passiert jetzt aber, wenn du zu einem geistlosen Rezitierchen so nachher warst? Bist du trotzdem verantwortlich? Das ist die Negativseite, sage ich jetzt einmal normal gesprochen, in Holofeeling. Ich sage, solange du mit Holofeeling nichts zu tun hast, bist du freigesprochen. Mhm. Wenn sich ein Mensch an einen Stein stößt, wenn er blind ist, kann er nichts dafür. Alles, was du als Blinder, als geistlose Figur machst, bist du freigesprochen, du kannst nichts dafür. Mhm. Ein Tier, egal was ein Tier macht, ist instinktgesteuert. Egal was ein Mensch macht, er ist intellektgesteuert. Mhm. Er kann nicht anders. Ein Computer kann nichts dafür, wenn er irgendeinen Scheiß baut. Wenn er nicht das macht, was du willst, mein Beispiel, ob du ein Virus oder ein Update kriegst, es ist eine Programmveränderung an der Software, wo der Computer keinen Einfluss drauf hat. Und diese Veränderung wird ihn andere Sachen machen lassen, andere Reaktionen, eventuell andere Daten auftauchen lassen. Der Computer hat keinen Einfluss drauf. Darum sage ich auch immer wieder, du setzt dich als 200 Gramm rote Gnede oder als Computer. Das sind zwei Metaphern, die ich für Basic Logik benutze, zum Denken. Und jetzt, wenn du davor sitzt als Geist und du beobachtest den, siehst du, was sich verändert. Und du wirst jetzt wiederum merken, dass du darauf reagierst, wenn er jetzt nicht mehr das macht, was du von ihm erwartest. Aber der Computer ist nicht dran schuld und es macht auch keinen Sinn, dem Computer das zu erklären. Nein. Jetzt sehen wir, was ein Tier, auch ein Affe, mit seinem Intellekt macht. Solange es nur ein Affe ist, ist er frei zu sprechen. Das heißt, jeder von dir ausgedachte Trockennasenaffe ist frei zu sprechen, weil er so ist, wie du in dir ausdenkst. Für dich ist es ausschlaggebend in dem Moment, wo du anfängst, Holofeeling zu akzeptieren, dass du die Verantwortung dafür tragen für das, was du dir ausdenkst. Ja. Das ist, wenn ich jetzt sage, die negative Seite. Du solltest dir sehr wohl jedes Mal ganz bewusst überlegen, wenn dein Ego wieder einen einseitigen Richterspruch raushaut,
ob das unbedingt sinnvoll ist. Früher habe ich immer gesagt, lass, bevor du was aussprichst oder was tust, bevor du einen Eintrag machst, auf Facebook oder im Internet, lass das zuerst einmal durch einen Holophilen-Scanner durchlaufen, ob das sinnvoll ist. Ja. Warum? Frag dich, warum mache ich das jetzt eigentlich und was bezwecke ich damit? Mhm. Und wenn du dann sagst, ich will Menschen aufklären, dann lass es. Ja. Du kannst Menschen nicht aufklären. Du kannst nur dich selbst aufklären. Darum ist das jetzt ein Selbstgespräch. Ich erkläre das den, der sich jetzt dieses Gespräch anhört. Ich könnte jetzt als Udo sagen, ich erkläre es den, der mich jetzt ausdenkt. Mhm. Als Pixelmännchen zumindest und als Udo, den du dir vielleicht nach Weißenburg denkst. Das Weißenburg existiert nur, wenn du dran denkst. Der Udo in Weißenburg existiert auch bloß, wenn du dran denkst, weil das Pixelmännchen auf dem Monitor ist ja hier und jetzt, auf deiner Farbbrille. Das ist einfach nur schauen, was da ist. Das meine ich, schau, was da ist. Ja. Und wisse, willst du eine andere Information, musst du die bestehende Information opfern. Mhm. Wenn du was anderes auf der Farbbrille hast, dann musst du jetzt in deiner Logik an deinen Kopf denken, zumindest muss der da sein und du drehst ihn um 90 Grad und ändert sich das Bild auf der Farbbrille. Es bewegt sich aber dabei nichts. Das ist ja das Schöne, du kannst jetzt das so einstellen, dass ich dieselbe Illusion erzeuge, wenn du den Kopf nicht drehst. Ich muss ja, hängt davon ab, wie ich das mache. Das wäre jetzt immer der Joystick, der Kopf ist nur ausgedacht. Ich kann nur die neue Technik, wenn du jetzt hier jetzt mit den neuesten Farbbrillen, gerade jetzt dann, wenn du mit den neuen Greifern, wenn du die Hände anschaust vor dir und du machst es so und deine Finger machen genau das, du siehst wirklich genau an derselben Stelle, wo deine Hand ist, obwohl die hier in der Regel bei diesem Programm abgeschnitten ist, hast du komplettes Gefühl, weil die macht voll synchron das, was du machst. Ja. Und dann wird dir irgendwann bewusst, es kann wirklich ganz anders sein. Ja. Und dann schaust du wieder den Läscher an über Farbrillen. Ja. Man kann hier in andere Welten eintauchen, aber das ist gefährlich. Gefährlich, ja. Das ist gefährlich. Weil du verlierst ja dann ganz schnell den Bezug zur Realität. Ich sage, keiner hat mehr den Bezug zur Realität, zur wirklichen Realität verloren, wie die ganzen Physiker. Weil die sehen laufend Sachen, die sie überhaupt nicht mehr sehen. Die leben nur in ihren logischen Konstrukten und noch schlimmer sind die ganzen religiösen Menschen. Die sind wahnsinnig, sagt mein Redo immer. Stimmt oder stimmt, Redo? Und das, jetzt kommt die Umformung, dass wir das mit einem Lächeln quittieren innerlich. Und dann wirst du es immer noch wiederholen, du magst es ja, je nachdem, wenn ich jetzt das Redo-Programm nehme, das zieht dich dann doch immer wieder mal magisch an, dass du so einen Physiker anschaust. Ja, ja, klar. Aber du amüsierst dich eigentlich bloß. Ja, genau. Und man muss immer wieder mal selber sich fragen, inwieweit ist es wirklich jetzt schon, dass ich einfach nur wissend schmunzel, oder ist da doch nur gewisses Entsetzen, wann begreifen die das endlich? Nein. Und ich sage, glaub mir, das haben viele, haben schon ansatzweise Holofeeling, viele Holofeeling-Seite aufgeschlagen, zufällig draufgestoßen. Aber das Problem ist halt das Christuszeichen. Wenn du Physiker bist, ist das religiöse Scheiße, dann ist es ewig. Oder die schöne Aussage hier von der Zeitungskritik, wo der den Sektenbeauftragten fragt. Ja, ganz unlogisch ist es ja nicht, was er sagt, aber es ist gefährlich. Es ist alles, was deine jetzige Logik bedroht, ist gefährlich. Genau. Ich sage nochmal, dein Gehirn ist so unendlich verdreckt. Was du brauchst, ist eigentlich eine geistreiche Gehirnwäsche. Ja. Kannst du übrigens dann gleich machen, Holofeeling, eine geistreiche Gehirnwäsche, dann hast du gleich... Haben wir das schon mal gehabt, den Titel? Nicht, ja, das war, glaube ich, schon mal. Gehirnwäsche haben wir schon mal. War schon mal. Gibt sogar mehrere Teile. Mach absolute Gehirnwäsche oder geistreich. Musst halt einmal nachschauen. Mach Holofeeling, Bindestrich und nachher brauche ich nichts reinstecken, weil das ist ja jetzt eh drauf. Alles klar. Mit Ariel. Mit Ariel gewaschen. Ja, so ist das Leben. Mit Ariel. Das ist immer schön. Es gibt eine unendliche Freiheit, wenn du merkst, dass deine Erlösung, dein Erwachen nicht abhängig ist von irgendeinem Menschen, den du dir ausdenkst. Ja, auch nicht von einem ausgedachten Gott. Ja. Und jetzt könnte ich wieder 20 Jahre zurückgehen. Es sind so viele Sachen, wo ich eigentlich auch schmunzel, wenn jetzt welche Erkenntnisse haben, wie unser Gandot und so weiter, die wo was reinstellen. Und ich sage immer wieder, was jetzt da in denen neu auftaucht, die müssten einfach in den ganz alten Selbstgesprächen, wie die Lieder, ob jetzt das hier Pink Floyd oder Genesis, was da Updates drin waren, weil die Texte so tief sind, die nie in der Vergangenheit von irgendwelchen ausgedachten Menschen erschaffen wurden, sondern immer von denen, der sich diese Menschenaffen, die diese Liedwerke erschaffen, ausdenken.
Auch die ganzen philosophischen Schriften waren von dem erschaffen, der sich die ausdenkt. Und du Max hat immer noch mal einen dazwischen, den du dir jetzt ein paar tausend Jahre oder was, ein paar hundert Jahre in die Vergangenheit denkst. Und dann sagst du, der hat es geschrieben. Aber den erschaffst du hier und jetzt und in die Kiste denkst du dann, die Kiste ist die Quelle für das, was letztendlich immer aus dir sprudelt, wenn du weißt, dass du Geist bist. Mhm. Und jetzt betone ich nochmal, dass diese Aussage kannst du hier und jetzt sofort auf der Stelle überprüfen, dass es so ist. Ich bin der Erste. Es ist nicht eine Mutmaßung. Eine Mutmaßung ist, dass du glaubst, dass der Sokrates dem Platon geschrieben hat, der Platon dem Sokrates, die Sokrates-Geschichten geschrieben hat oder den Menon-Dialog. Das ist eine Mutmaßung. Mhm. Was hundertprozentig sicher ist, dass ich aufgrund meines Schwamminhalts, mein Wissen, das ich vom Hörensagen kenne, mir jetzt einen Platon ausdenke und ich bestimme, dass der Platon, der sich hier und jetzt in meinem Kopf befindet, dass aus der Kiste der Menon-Dialog herauskommt. Genau. Aber genau genommen kommt ja, wenn ich jetzt da sitze, die Menon-Dialog sind jetzt nur Worte. Aber was muss ich jetzt machen, wenn ich den sehen will? Dann setze ich mich auf meinen Computer, gebe auf dem Computer eine Internetadresse oder Suchmaschine Menon-Dialog ein und dann taucht die hier und jetzt auf dem Bildschirm auf. Ja. Aber was taucht dann eigentlich auf? Es verändert sich das Arrangement von den Linken auf meinem Bildschirm. Genau. Und dann habe ich im Menon-Dialog, aber der kommt doch nicht vom Platon, sondern der kommt aus mir, wenn ich jetzt ein träumender Geist bin. Ich zapfe mit der Suchmaschine bloß diese Datei an. Der war schon immer da. Vergangenheit, es ist alles in dem Jetzt. Ja. Ich beschreibe das, was hundertprozentig sicher ist. Ja, ich hab mal eine Frage. Udo, ich kann mich an einen Vortrag erinnern. Da hat der Udo eine Metapher gebracht. Ich lasse dich jetzt mal ganz tief in die, hinter die Schleier des Göttlichen blicken. Und dann hat er die Metapher gemacht, der Menschensohn ist da, im Stadion, alles, Filmkameras, die ganzen Medien und so weiter. Ja. Die Metapher, ne, ich weiß nicht mehr, welche Metapher. Ihr wisst Bescheid, schon. Dass die Metapher im Prinzip sagt, die ganze Masse, für die Masse ist Holofing sowieso nicht, sondern nur für diejenigen, die wirkliches Interesse haben. Und das ist im Grad der Test. Der Test besteht darin, wie belastungsfähig bist du, wie viel Glauben hast du, dass wirklich das aus dir kommt. Und ich sage, was machst du dir so schwer? Beobachte dich doch einfach, dann wirst du es merken. Ja. Schau, ich kann jetzt immer wieder sagen, ich mache jetzt wieder Schnipp und jetzt denkt man an die Sonne oder an die Erdkugel. Ja, komm, das sind jetzt Worte, wo kommen die Worte eigentlich her? Was sagt deine Logik? Ja, aus dem Lautsprecher. Warum kommt das aus dem Lautsprecher? Weil es auf der Datei drauf ist. Wo kommt die Datei her? Ja, die haben das in der Vergangenheit aufgezeichnet. Aber wo kommt das ganze Wissen her? Ein ständiger Wissen von Gedanken. Ja, die haben das aufgezeichnet und das hat dann der Redo ins Internet reingestellt. Ich sage, das Internet ist der innerste Punkt, das absolute Mittelpunkt ist das Internet, in dem sich alles und nichts befindet. Mhm. Das ist die Energie. Und die Energie kann unendlich viele Formen annehmen. Sie kann weder vernichtet und du siehst immer nur die Form von der 200 Gramm rote Knete. Darum rede ich von 200 Gramm rote Knete. Es sind logische Konstrukte, dir jetzt Gedanken zu machen, wo diese Stimme herkommt. Ja, weil der Lautsprecher Schallwellen von dem Lautsprecher, Schallwellen, longitudinale Schallwellen zu meinem Ohr gehen, dann trifft es auf mein Trommelfell, dann geht es Amboss, Steigbügel, Cochlea. Die Cochlea ist übrigens dreieinhalb Kreise, die findest du, habe ich ein paar Mal gesagt, auch im Danielbuch. Die sind die Zeiten, eine, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Ja. Zweimal auf Deutsch dasselbe dastehend, wortwörtlich habe ich jetzt nicht im Kopf, muss man nachschauen, aber du weißt, was ich meine, aber auf Hebräisch sind es zweimal verschiedene Worte für Zeit. Und das ist im Prinzip fürs Hören der gespiegelte Akt von den Augen. Und wenn ich jetzt rein in die reine Psychoakustik gehe, Psychoakustik, ein Hauptthema von mir, wo ich mich fast 15 Jahre intensiv, jetzt rede ich als Udo, beschäftigt habe, was die Welt an Physik hergibt. Und du merkst plötzlich die Widersprüche und dass das Hören unendlich komplexer ist wie das Sehen. Das Sehen, die Feuerbrille kann man so leicht mit den Rot-Blau-Zäpfchen, wie dann das Stereobild, dieses dreidimensionale Stereobild, ist ja schon wieder Stereo, ist sofort räumlich. Obwohl es eigentlich unbeweglich heißt. Wie das aufbaut.
Das Hören ist noch wesentlich interessanter, gerade mit den Wellen, aber im Hintergrund ist das ja alles gleichzeitig. Denk an mein Beispiel mit der Analogplatte, dass das Orchester, das ich über Analogplattenspieler höre, dass wenn du das anschaust, ich habe die Geschichte erzählt, hier mein Toningenieur in Martin Heidinger, der hier gleich, wo er das Selbstgespräch gehört hat, runter ist in sein Studio und hat mit der Lupe seine Analogplatten angeschaut und sagt, er stimmt, da ist ja fast nichts drauf. Wieso höre ich ein Riesenorchester und jede Kleinigkeit und da ist ja nichts drauf? Das ist ja ganz fast neu zu glatte Welle an manchen Stellen. Weil der Komplex der Einzelinstrumente, die ich mir jetzt ausdenke, durch die Fourier-Transformation sich fast eine totale Gleichmacherei ist. Es ist so, für dich, wie du glaubst, dass es ist, bis du nach Fehler suchst. Jetzt sind wir beim stochastischen Denken. Mhm. Die erste Grundvoraussetzung in deiner Traumwelt, ich mache jetzt einmal, und das wirst du ja nicht erleben, wenn du jetzt glaubst, dass du einer bist, der Zweifel an Holofeeling hat und der sucht gezielt, ich gehe ins Internet und schaue mal nach, was ist, hast du ein komplett anderes Suchergebnis von der Suchmaschine, wie wenn du das nicht hast. Mhm. Wenn du jetzt reingehst, ist bei Holofeeling fast nichts drin. Mhm. Weil du als Redo ziemlich aufgegeben hast, dich über irgendwie was zu suchen, ob da was negativ über Holofeeling ist. Und wie gesagt, wenn du das jetzt machst, ist fast nichts drin. Ich kann in die Welten, wenn du jetzt wirklich die Traumköpfe in den ausgedachten Köpfen wechseln kannst, da sind welche, da ist wie wenn du über Scientology oder was eingibst. Ja, klar. Ja. Weil ja alle Möglichkeiten gleichzeitig da sind. Ja. Und was du siehst, macht dein Abi, dein Charakter. Das heißt, wenn du was glauben willst, dann suchst du nach Argumenten und es wird für dich immer klar, egal an was du glauben willst. Wobei dein Glaube sich ja immer noch an ausgedachte Objekte bezieht. Bei Holofeeling ist das ja vom Tisch, weil wir, alles was zu existieren beginnt, eine Randerscheinung ist. Und uns existieren eigentlich nicht mehr die Formen der Gnede. Ich erkläre jetzt erst einmal, was die Gnede ist, die sich nicht verändert. Ich kann das einfach einen träumenden Geist nennen. Und ein träumender Geist ist immer derselbe träumende Geist, egal welche Informationen er von sich anschaut. Und die kommen aus ihm selber. Und ich kann dich auch einen Computer nennen, symbolisch. Und der Computer ist immer derselbe Computer, egal welches Betriebssystem, welches Programm, welche Daten, welche Bilder er im Moment aufschmeißt, welche Verknüpfungsregeln er in sich abspielt. Das ist eben die blauen Ichs. Es ändert nichts am Computer. Und wenn ich dir jetzt erkläre, wie das Auge funktioniert, müsste man schon was ausdenken. Das sind symbolische Sachen, das merkst du über die Sprache. Wenn ich dir erkläre, wie dann das Ohr, die Cochlea funktioniert, das ist das, was dir der Lesch erzählt, da kommen longitudinale Schallwellen, Trommelfell, Amboss, Steichbügel, Cochlea und so weiter und so weiter. Innen dann sind kleine Härchen drin und das sind jetzt die Rezeptoren, die du bei dem Auge Stäbchen und Zäpfchen nennst, sind in den Härchen kleine Rezeptoren und diese winzige Schwingung, die gibt es dann an den Thalamus weiter, genauso wie die Rezeptoren von den Augen. An den Thalamus weitergeben. Das Schlafzimmer. Das ist schon, die waren schon genial, die sich die Namen rausgesucht haben. Aber meinst du, dass irgendjemand sich einen Namen raussuchen kann, den er hat? Irgendjemand, den du dir ausdenkst, du gibst ihm doch den Namen. Du denkst dir einen Menschen und du gibst ihm einen Namen. Oder du denkst dir einen aus und sagst, ich weiß nicht, wie der hast, dann fragst du. Dann hast du aber wieder was vom Hörensagen. Wenn ich jetzt dir sage, dass ich in Wirklichkeit, ich Geist gar nicht Udo Böttcher heiße, sondern Jakob Lorber. Oder wenn ich dir sage, dass ich in Wirklichkeit gar nicht Jakob Lorber heiße, sondern Lordon. Was sagst du dann? Unmöglich. Es sind Gedanken. Ja. Es sind alles Gedanken. Es geht bei Holofeeling um den, der sich das ausdenkt. Und welche Vorstellungen baust du mit den Namen auf? Oder die Diana. Meinst du, die Diana hat sich das raussuchen können, dass sie die Diana ist? Oder der Redobrösel, der Redobrösel? Der Oberhänsli? Ich sage mal wieder, eigentlich heiße ich ja Hans Udo nach Bass. Eigentlich Johannes Hans ist ja nur die Kurzform. Jetzt haben wir wieder den Jesus und den Johannes den Täufer. Das ist die Geschichte, findest du, diese Zwillingsbordungen findest du in der Bibel zigfach. Es wiederholt sich und unser Redo ist halt der Redo-Schlumpf ist der Oberhänsli. Ein auftauchender Hans. Ein BR vom das Jenseits. Sehr, sehr tief. Und das ist natürlich, wenn du alles nur vergleichst mit einem tiefgläubigen, materialistischen, chronologischen Denken, ist das alles Geschwätz. Mein Wissen, das ich dir vermittle, ist in den einfachen Aussagen von jedem Kind sofort überprüfbar. Zeig mir doch die Schallwellen, die aus dem Lautsprecher rauskommen. Zeig mir doch die Photonen oder die Lichtwellen, die zu deinem Auge hinflügen. Zeig's mir. Zeig mir die Erdkugel. Zeig mir Wassermoleküle. Würdest du dir die auch ausdenken, wenn man dir das nicht erzählt hätte, wenn man dich Computer nicht so programmiert hätte?
Abgesehen davon hat der Lautsprecher gar nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Deine Ohren haben auch nicht existiert. Kann dein Mikrofon, das nicht existiert, irgendwas registrieren? Und wer hört es dann? Das Gehirn hat, kann ein Gehirn, das du dir nicht denkst, das gar nicht existiert, was hören? Selbst wenn du dir das jetzt denkst, hört das, was du jetzt hörst, dein Gehirn? Das ist Materialismus. Das ist Materialismus. Das ist der tiefe Glaube, dass das Gehirn das hört. Und dass die Ohren das machen, dass das Gehirn das hört, weil da von außen Schall reinkommt. Zeig's mir. Ja, das kann man nicht sehen, aber es ist hundertprozentig sicher so. Das ist Glaube, das ist Religion, das ist Materialismus. Ich kann jetzt auch sagen, irgendwie das biblisch-religiös auslegen oder in die Esoterik gehen, wenn es dir was von Chakren erzählt. Nein. Das sind ausgedachte Dinge, angelesenes Wissen. Jetzt springe ich wieder rein hier, das Gespräch mit der Rute, egal wen du mir bringst, brösel in unseren Traum. Wenn dieses Brösel, diese Figur, diese Ausgedachte, dieser Gedanke jetzt, wenn der im Mund, die Kiste, den Mund, seinen Inhalt äußert, sage ich dir genau, wer das aufgefüllt hat, wo er das her hat. An welchen Glauben, welcher politischen Strömung, welcher religiösen Strömung, intellektuellen Strömung er festmacht, mit dem er gefüllt wurde. Das ist ein Schwamminhalt. Ich weiß aber auch, wo der herkommt, aus mir. Bist du schon nicht? Nein. Du willst doch jetzt eine Veränderung. Ich habe die Umwelt, deine Randerscheinungen habe ich jetzt so gesteigert in der Grenzen, in jeder Kleinigkeit, wenn du reinschaust, ob das die Politik ist in der Schweiz, ob das in Deutschland ist, dass du zuerst einmal kleine machtgeile Trottel dir ausdenkst, die überhaupt keine Macht haben, auch ein KenFM, wenn er sagt, hier, was die Zeitungen schreiben, ist reine Manipulation, was Zeitungen schreiben, bestimmt zuerst einmal die Besitzer von den Zeitungen, dann schaust du dir die Heute Show, den Welge an, der ist mittlerweile, was Corona anbelangt, so ein tiefgläubiger Materialist, dass er in seiner Physiognomie des Pixelmännchen förmlich ein Entsetzen an manchen Stellen hat, wie die Menschen es immer noch nicht begreifen, wie gefährlich das Ganze ist. Ja, ja, ja. Und du wirst dann, wenn du es realisieren willst auf deiner Vorabrede, wirst du absolut schonungslos deinen tiefsten inneren geistlos nachgeheften Glauben zu sehen bekommen. Ja. Wenn du es nicht glaubst, siehst du was anderes und bist dann immer entsetzter, wieso checkt das keiner? Unsere Bevölkerungsdurchschnitt, das immer noch Untersterblichkeit ist. Ja, aber die fallen Krankenhäuser, ja, wo kennst du? Hast du es gesehen? Hast du es überprüft? Ja, ich hab's doch in die Nachrichten, ich hab's doch mit eigenen Augen in der Bild-Zeitung gesehen. Pixelmännchen, marschier doch einmal los und schaust dir an. Jetzt ist aber die Gefährlichkeit, was du siehst, ist wirklich, was du glaubst. Du kriegst nur die Bestätigung deines Glaubens. Ja. Es funktioniert nur, wenn du vollkommen wertfrei absolut keinen Glauben gegenüber hast. Das ist dasselbe wie Migrantenwasser, wo ich sage, selbst dann funktioniert es, auch die Tabletten, die Homöopathie, all das Zeug funktioniert. Keiner stellt sich die Frage, warum? Weil du es glaubst. Ein Verbrennungsmotor, den du dir ausdenkst, das hat nichts mit irgendeinem physikalischen Gesetzen zu tun. Er ist dann, wenn du ihn denkst, und er funktioniert genauso, wie du glaubst, dass er funktioniert. Und wenn du sagst, ich weiß ja gar nicht, wie er funktioniert, denk an den Anfang vorne gehen, sage ich, aber du hast in dir Physiker, die Ingenieure, die den entwickelt haben, und die wissen das ja. Und damit magst du ein Wissen, von dem du keine Ahnung hast. Für deinem Wissen. Und Lesch und Konsorten, gut, er ist Astrophysiker, aber machen wir andere normale Ingenieure, magst du zu deinem Wissen, auch wenn du es nicht weißt und darum funktioniert es, aber die wissen das ja. Also zwangsläufig, wenn du nachfragst, ist es so. Und da geht es nicht um richtig und verkehrt. Ich kann das nicht oft genug sagen, bei Holofeeling geht es um das, was jetzt ist und was ich mir einrede, warum das ist. Warum? Frag mich. Ja, Kategorie 3. Warum ist das jetzt so? Frag nicht so dumm. Kategorie 3. Weil du es denkst. Und warum denke ich jetzt das genau so, wie ich es denke? Weil du das glaubst, dass es so ist, weil dein Programm, dein Intellekt dir das vorschreibt. Genau. Damit ist alles vom Tisch. Und wenn das jetzt dann kriegst du akzeptiert wird von dem Tier, den wir jetzt rückwärts, wir müssen ja spiegeln, dann kriegst du den 3T. Dann wirst du feststellen, dass das Tier, das du hinter dem Spiegel siehst, dieses Tier, eigentlich Reite ist. Und das formt, das zu formen. Und der verbindet alle Glauben. Ist, dass du bist nicht vorm Spiegel. Du bist dann nicht der Hintern, du bist der Spiegel selber. Du denkst dich aus, stellst dich dann gedanklich vor dem Spiegel hin und denkst dich in den Kopf rein und meinst, du schaust durch die Augen hinter dir an, was eigentlich in dir drin ist. Jetzt wirst du merken, wenn du mal ein paar Mal durchgehen, wirst du feststellen, wie das
Und das ist jetzt nur für jeden, und dann Winkel, ich alle glauben, der eigentliche Reihe, der eigentliche Reihe ein Punkt ist. Dann löst sich der Glaube auf. Da haben wir dann die vier Stück drumherum. Und die rote 4, das G führt, das G4T, das GE4D, du bist ins G4 gesetzt. Du kannst übrigens, wenn ich jetzt nochmal sage, auch eine Quadratfläche mit drei Strichen zeichnen. Pass auf, jetzt gehe ich nochmal einen anderen Ansatz, andere Perspektive. Du gehst einfach hin und zeichnest ein Dreieck. Ja, aber das ist doch ein Dreieck. Ich sage, pass auf, ich zeichne eine Quadratfläche mit einem einzigen Strich. Ich zeichne einen Kreis. Ist ja nur ein Strich. Ich muss dazu wissen, dass jede Oberfläche rein physikalisch, arithmetisch, schultechnisch als Quadratfläche definiert wird. Steht in Ich bin du schon drin? Eine Quadratfläche, eine Fläche als Ding an sich wird nämlich gemessen in Quadrat. Ja. Auch ein Kreis wird in Quadrat gemessen. Genau. Und dann ist auch ein Kreis eine Quadratfläche. Ja. Weil das Wort Quadratfläche bezieht sich jetzt nicht auf die Form des Umfangs, sondern auf die Fläche als Ding an sich. Ja. Diesbezüglich ist ein Dreieck eine Quadratfläche. Weil wenn ich jetzt sage, ja, was für Fläche hat das Ding eigentlich, dann sagst du ja, 5, so und so viel Quadratzentimeter. Ja. Dann ist ja das Dreieck eine Quadratfläche. Mhm. Jetzt merkst du, jetzt habe ich dir nochmal eine andere Perspektive gegeben. Ja, klar. Ja. Also wie geistlos ist es, sich eine allereinzige Perspektive zu eigen zu machen, sich an der festzumachen und alles andere ist unmöglich und es geht nicht und es gibt es nicht. Ja. Ja. Und dann kommt die Geistlosigkeit, wenn zum Beispiel eine Song Gott existiert nicht. Den gibt es nicht. Ich sage, stimmt, wenn du nicht an ihn denkst. Nein. Ich muss erst einmal wissen, was existieren bedeutet. Ja. Heraustreten aus und auftauchen. Jetzt ist die Frage, aus wem kommt es heraus? HR, eine wahrgenommene Berechnung. Ist aus mir selbst. Und wo geht es dann hin? Es geht aus dem Absoluten, der wie wichtig ist, heraus, in ihn selbst hinein. Aber das ist das ausgedachte Innere und das ist seine eigene Peripherie. Ja. Also egal, was du denkst, denkst du dir, jetzt hast du mal deinen jetzt ausgedachten Kopf hinein. Ja. Das ist die erste Polarität, habe ich so oft gesagt. Mhm. Dann können wir wieder diese Hegel, HGL wie eine Welle, kommen wir zu unserer Triadenlehre. Ja. These, Antithese ist eine Synthese. Mhm. Und diese Synthese ist, die neue These. Ist im selben Moment schon wieder eine neue These, wo eine Antithese und jetzt kriegst du eine Treppenstufe. Ja. These, Antithese, jetzt mach das einmal nach oben. Diese Synthese, eins kann ich ja nicht denken, das sind die zwei, die eins, man braucht hier einen Hintergrund, eine Antithese, nochmal und dann kriegst du bei Hegel, ist das so schön gezeichnet. Genau. Schein oder Sein. Mhm. Habe ich so oft bei unserem Shakespeare. Ja. Sein oder Schein. Ja. Das ist immer, machen wir rotes Sein oder blaues Sein, das ist die vier und dann kommst du in die vier Seiten und sobald wir uns die vier denken, haben wir die acht. Das ist ein simples Prinzip. Das ist immer die Frage, wenn ich sage, der Schwätzer, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit, auch tausendfach darauf hingewiesen. Deshalb verstehst du es nicht, würdest du neugieriges Kind sein, das eine Tabula Rasa ist, das sagt, erklär mir das mal. Mhm. Wieso unsere Uhr das nicht mitkriegt, weil er permanent schwatzt, da komme ich, bin ja blöd, da komme ich nicht mit. Würde er einfach ein neugieriges Kind sein, das dem Meister an den Lippen hängt? Wirst du feststellen, ich habe so kindgerechte, ultra einfache Erklärungen. Ja, mir fällt jetzt wieder das am Schluss mit den Feddings und den Donis ein, die jetzt hier in der Mitte der 70er Jahre dastehen, Lehrer, und die ganz definitiv sagen, seit 20 Jahren hören wir uns das an, die erklären uns das wirklich, wie man das Kindern nicht besser erklären kann. Und selbst wir müssen uns jetzt eingestehen, wir haben über 20 Jahre gebraucht, dass wir die Ansätze akzeptieren, als Tiere, Reite. Dass das so simpel ist. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Ja, so einfach kann man sich das ja nicht machen. Und da sagt dann immer, wer bestimmt jetzt? Das merkst du gar nicht, wie geistlos du einfach reagierst. Du willst es ja gar nicht einfach haben. Du musst natürlich einen gewissen Preis dafür bezahlen. Du musst es loslassen lernen. Das Loslassen von deinen einseitigen, geistlos nachgeäfften Scheinweisheit. Von dem geistlos nachgeäfften Wissen. Indem du dir Welt aufbaust mit bösen Menschen, mit Kriegen, die super sind, wenn ich jetzt einen Roman schreibe. Weil dann ist es ja nur Fantasy. Ist nicht alles nur Fantasie?
Jetzt lasse ich es gut sein. Wir haben 2 Stunden 58. Mein schöner Satz, den habe ich schon lange noch mal gesagt. Normale Menschen gehen nicht an der Fähigkeit, die sie als Trockennasenaffen haben, zu sterben zugrunde, sondern an der Unfähigkeit, geistreich zu leben. Du gehst nicht an der Fähigkeit zu sterben zugrunde, sondern aufgrund deiner Unfähigkeit, dass du geistreich leben solltest. Und geistreich leben hat nichts zu tun mit intellektuellem Wissen, sondern mit Aufmerksamkeit, mit einer absoluten Aufmerksamkeit, mit der Erkenntnis, was ist jetzt eigentlich da und was macht mein fehlerhaftes, geistlos nachgegebenes Programm daraus für Vorstellungen. Was für Hirnwichsereien betreibe ich eigentlich wieder, was alles passieren kann? Hat der Meister aller Meister nicht gesagt, sorge dich nicht um morgen? Wenn du dich jetzt um morgen sorgst, dann sorgst du dafür, dass es dir jetzt scheiße geht. Dafür sorgst du. Und es ist so schwer zu begreifen, dass morgen nichts passieren wird. Und wenn du jetzt da stehst und nur diese Kleinigkeit, ich sitze jetzt hier mit einem Tisch als Brösel und der Brösel und ich sage, du bist nicht einmal in der Lage, in 30 Sekunden einen Schluck von deinem Weizen zu nehmen. Beweis es mir, dass du es kannst. Du hast keine Chance. Ich zeige dir, wenn du das Glas in die Hand nimmst, nimmst du das jetzt in die Hand und in dem Moment, wo du den ersten Schluck machst, machst du das jetzt. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Also was soll das ganze GF, was in der Zukunft passiert? Was übrigens bei den KenFM wunderschön war, was er sagt, was ist jetzt eigentlich hier mit Umweltschutz, was ist eigentlich mit der Syrien-Krise? Ja, was ist mit der Syrien-Krise? Ich schmunzel wieder als Bruder, sage ich, hör dir mal einen 20 Jahre alten Vortrag von Almena an, mit den Kampfhunden, mit dem ganzen Zeug. Ja. Ich sage, da ist irgendeine große Überschrift, du resonierst ganz persönlich in deiner Welt mit etwas. Ja. Und dann wirst du feststellen, dass die Medien plötzlich, dass sich das hochschaukelt, es schwingt sich hoch. Ja. Das ist nichts Neues. Was ich erkläre, erkläre ich immer jetzt. Jetzt könnte ich wieder sagen, wenn du vor 20 Jahren in Almena mit dabei warst, das waren ja einige. Wieso hängst du immer noch an? Hast du das nicht verstanden, was ich dir damals hier und jetzt gedacht erzählt habe? Das hättest du damals schon abschalten können. Ja. Dass du dieses Resonieren nicht mitmachst. Du kannst es immer nur beobachten. Eine Maus ist eine Weltmeisterin. Das ist immer, die ist zum Beispiel auch meine Mario und ich. Hey, der Ben. Die ist eine Weltmeisterin. Das erste aufgrund ihres Krankenhausaufenthaltes immer wieder nachschauen, was für einen Wert hat Weißenburg. Das war übrigens beim Essen drum, hat der Holger gesagt, was haben wir eigentlich hier für einen Wert für Holofeeling? Hat er das reingestellt, hat er das ausgerechnet? Das ist aber sehr verzahnt, weil mir jetzt, du hast jetzt hier Österreich und Schweiz, so rund 100 Millionen, hast du hochgerechnet auf 100 Millionen und jetzt, was wir immer sagen, so das bisschen, was Holofeeling ist, was wir mal grob ansetzen, die sich dafür beschäftigen, die sich dafür interessieren und dann kommt ihr auf diesen Wert von 0,5. Ich sage aber, das stimmt nicht ganz, weil das ja sich bezieht auf die 100 Millionen. Immer wohlgemerkt, der Wert bezieht sich dann pro 100.000. Wir haben ja Schwerpunkte. Das heißt also hier, in Weißenburg sieht es schon ein wenig krasser aus. Das ist, der Weißenburg hat ungefähr 100.000, also der Weißenburger Landkreis hat ungefähr 100.000. Da haben wir dann schon einen Wert von 8. Also wir sind nur auf der sicheren Seite von 8. Wir haben zusammen Geld ungefähr 8.